Evangelium annehmen. Das funktioniert nicht. Amen, Ich kann doch Bruder. nicht ein anderes Evangelium annehmen, wenn ich weiß, mein Gott hat mich schon gewarnt. 600 Jahre davor. Richtig, Amen. Ja? Er warnt mich ja schon vom falschen Evangelium. Er sagt, Vorsicht, wenn ein Engel euch erscheint, ja, so sei er verflucht, wenn er ein anderes Evangelium verkündet. So, wir lesen das hier in den Galatervers. Das heißt also, Gott hat uns schon gewarnt. Das heißt also, wir Christen, sobald wir das gelesen haben, wir können nie wieder Gott verlassen. Wir können nie wieder den Rücken umkehren von dem Herrn Jesus Christus, denn er hat uns ja schon gewarnt. Absolut, Bruder. Gott segne dich. Genauso ist das und nicht anders. Da gibt's nichts Ja, also ich hinzuzufügen. könnte niemals, niemals, da könntest du kannst alles mit mir machen. Ich könnte niemals ein anderes Evangelium predigen oder ein anderes Evangelium annehmen, wenn ich weiß, dass das Evangelium, was Jesus Christus gepredigt hat, die Wahrheit ist und mich schon davor gewarnt hat, 600 Jahre schon davor, mich gewarnt hat. Also wie soll ich ein anderes Evangelium annehmen? Niemals! Das Genau, geht gar alleine, nicht. Bruder, alleine die Tatsache. Guck mal, wir halten fest, das ist eigentlich ganz, ganz simpel. Ganz, ganz Simple. simpel. Schau mal, wenn Simple. jemand, wenn die sagen, guck mal, die sagen, pass auf, Ja. K.O.-Punkt Nummer 1, die sagen, jeder von denen sagt, die Bibel wäre verfälscht. Jetzt haltet euch fest, wenn jemand zu euch sagt, die Bibel ist verfälscht, dann könnt ihr ihn mit einem K.O.-Punkt schlagen. Habt ihr die Propheten im Koran, die wir haben? Dann würden sie sagen, ja, Abraham, Ibrahim, Ismail, Isaak und jeder, der dazugehört. Wie kann das dann verfälscht sein? Wenn du an dem Alten Testament glaubst, dann glaubst du automatisch auch an die Bibel und an die Bücher von Jesaja, Jeremia und alles, was dazugehört. Das sind alles Prophetien, die sich bewahrheitet haben. Und deswegen ist das ein K.O.-Punkt, Absolut. weil das zu sagen ist doch schon totaler Schwachsinn. Es macht, er ergibt gar keinen Sinn. Es ergibt ja gar Absolut, keinen absolut. Sinn. Es ergibt gar keinen Sinn. So, wir haben jetzt jemanden da, der hochkommen möchte. Ich hoffe, der bleibt respektvoll. Ich weiß jetzt nicht, seinen Namen habe ich schon ein paar Mal gesehen. So, Wir bleiben wunderschönen beim guten Tag. Ich habe Thema. auch nicht viel Zeit, nur einen Satz. Pavlos, macht also, oder Pavlo, macht keinen Sinn, sagst du gerade, wa? Weil dieselben Propheten da drinne vorkommen. Das ist so ein Schwachsinnsargument. Latina, ich küsse dein Herzblut. Trotzdem ist die, Amo. ganz kurz bitte, trotzdem ist die Bibel abrogiert und verfälscht ohne Ende. Guck mal, Trotzdem siehst du ist es das? voller Siehst du Widersprüche. das? Jetzt habe ich eine Frage. Sind Fledermäuse Säugetiere? Ja, sind sie, oder? Bitte stell Warum mir nicht werden so in blöde eurer Bibel Fragen. Fledermäuse Stell mir als nicht Vögel so. bezeichnet? Hörst du In zu? eurer Ibn Bibel Tamir. werden die Danke. Fledermäuse als Pablo, Vögel warte kurz. bezeichnet. Als Warte Vögel. mal. Ibn Das ist ein Säugetier. Tamir. Ibn Tamir. Ibn Ja, Tamir. bitte. Guck mal. Ich habe jetzt über den Galatervers gesprochen. Ich habe über den Ja, aber ihr habt Mose tausende gesprochen. Widersprüche, Flexi. Flexi, ihr habt tausende Widersprüche. Darf ich bitte reden oder darf ich nicht reden? Ja, Guck bitte, mal, ich hole komm. dich sogar hoch. Ich hole dich sogar hoch, aber ich habe gemerkt, du kommst mit einer schlechten Energie hier hoch. Nein, das kommt wieder so rüber. Dann bleib doch ganz entspannt und dann ist doch alles Oh, ich okay. bin entspannt. Warum müsst ihr immer gleich, ich weiß nicht, so auf Angriff sein? Kein Mensch hat ein Problem mit dir. Ganz Doch, ihr habt ein entspannt, Problem um mit mir. Himmels Willen, keiner tut euch was. Man, wir sollen euch sogar segnen. Segnen und beten Dürfte ich für jetzt euch. aber bitte meine Frage beantwortet kriegen, weil eine Frage beantwortet man ja nicht mit einer Gegenfrage. Also du kannst, guck mal, hör mal zu, Ibn Tamir, komm nicht mit Fledermäuse, Gedermäuse, Ja, aber da steht da Hedermäuse, drinne, da komm steht drin, einfach dass mit man Fledermäuse nicht biblische, essen komm, soll, weil das guck mal, Vögel sind. In deinem Buch werden sie Ibn als Vögel Tamir. bezeichnet, das sind Säugetiere. Oh. Bei euch werden Säugetiere als Vögel bezeichnet. Das ist doch schon der größte Knockout. Das ist lächerlich. Was eine Argumentation. Oder? Lächerlich. Ja, Pavlo, aber Also absolut. deine sinnlose Schau mal, guck mal, Argumentation wenn du vom Wegen, wirklich, wir haben wenn du eine dieselben Debatte führen Propheten, ist willst, besser. wenn du eine Natürlich haben wir Debatte, guck dieselben mal, stopp Propheten. doch mal, halt doch mal, Natürlich haben wir dieselben hör doch Propheten. mal zu. Trotzdem, Wenn hör du auf, eine es zu Debatte verdrehen. führen willst, wenn du eine Ganz Debatte kurz, führen willst, Pavlo. Pavlo, rein ganz kurz. Gar wir stimmen nichts, jetzt rein ab. gar nichts. Wir stimmen jetzt ab. Wer möchte den Ibn Tamir hier drinne haben, Daumen hoch. Wer den nicht hier drinne haben Ihr will, könnt mich Daumen gerne runter. runterkicken, ich bleib dabei. Eure Religion ist voller Widersprüche. Und Alles der klar. Vergleich, wir haben dieselben Propheten, ist Schwachsinn. Das ist so ein Schwachsinnsargument. Na und? Dann Ja, haben wir dieselben okay. Propheten. Ja und jetzt? Okay, alles klar. Ja und Ja, jetzt? möge Gott dich segnen und wie gesagt, Dankeschön, dass du da warst. Gott segne dich. Und ich hoffe, dass du das Evangelium auch verstehen wirst irgendwann mal.
und auch die Fehler erkennen wirst. Und wie gesagt, also diesen Stress, was ich mir gestern gegeben habe mit diesem komischen Kerl, der hier gestern hier reingekommen ist, diesen Stress gebe ich mir nicht mehr. Also ich werde respektvoll reden. Und wenn ich merke, dass es nicht mehr passt, dann schmeiße ich die Leute einfach raus und die Sache hat sich erledigt, ganz ehrlich. Also, wir geben uns dieses Blödsinn nicht mehr, und ganz einfach. Also, ganz einfach. Wir Genau, bleiben Bruder, weiterhin wir sollten böse sogar für sie beten, wir und, sollen sie segnen, so wie Jesus es gesagt hat, Bruder. In dem Sinne, ich will auch keinen Krieg. Wir sollen die Lüge hassen. Vergiss das niemals, liebe Christen. Hass die Lüge. richtig. Hass die Sünde, Bruder. Aber dennoch dürfen wir auch nicht vergessen, dass wir alles in Liebe machen müssen. In dem Sinne, ich muss weitermachen. Gott segne euch. Bruder Flex, einfach der Bringer. Mach weiter so. Gott segne dich. Danke, Danke, Bruder. Pablo. Danke, Bruder. Gottes Segen. Wir bleiben weiterhin in der Liebe. Wir werden auf jeden Fall nicht beleidigen. Und wie gesagt, Gottes wir Segen, bleiben in der Flex. Liebe. Hey, Gottes Segen, Faith. Dann, Was können wir für dich tun, Bruder Herz? ich will nur ganz kurz, ich bleibe genau 30 Sekunden online, weil ich gerade das schnell widerlegen will, was Ibn Taymiyyah gesagt hat. Okay? Dass Fledermäuse, Vögel wären keine Säugetiere. Okay? Ich lese Ganz dir jetzt kurz, ein. ganz kurz. Warte mal, ganz kurz, Ja? Bruder. Latina, ich habe das gerade eben gesehen, wirklich für den Support, Latina. Ich küsse doch dein Herz fürs Abonnieren. Wirklich, ihr seid die besten Leute. Ich küsse dein Herz. Ich küsse dein Herz, Latina. Ich habe es gesehen. Du bist Team Flex, sehe ich hier gerade. Jetzt, Faith. Jetzt. So, einfach nur mal wissenschaftlich, okay? Ist eine wissenschaftliche Studie, was ich dir vorlese, okay? Ja, Bruder Herz. Fliegende, Die Bühne gehört dir. Die Bühne gehört dir. Ganz gut. Sonderlinge unter den Säugetieren. Fledermäuse sind von der Systematik eine Unterordnung der Fledertiere. Nach den ausgestorbenen Flugsauriern und den Vögeln sind die Fledertiere stammesgeschichtlich die jüngste Gruppe der Wirbeltiere, welche die Fähigkeiten zum aktiven Flug erworben hat. Also sehen wir, die Bibel hat recht, die Fledermaus ist ein fliegendes Säugetier. Punkt. Gebannt. Säugetier. Aus. Punkt, Amen und fertig, aus. fertig. Unser Herr Jesus lügt Amen. nicht. Ganz einfach. Unser Herr Jesus lügt nicht. Knockout. Unser Herr Jesus lügt nicht. Ganz einfach. Hey, weißt du, was das gerade war, Faith? Das war das hier. Bruder, Patsch, ich hab gehofft, dass du ihn so lange drinnen lässt, bis ich oben bin, dass ich ihm das direkt ins Gesicht sagen kann. Weil, weißt du, ja. ich liebe es, wenn diese Kreaturen anfangen zu stottern. Ja. So, weißt du, den ihre CD hat dann, weißt du, früher noch im CD-Player, wenn die CD einen Kratzer gehabt hat und sie ist so hängen Ja, geblieben? Genauso sind die, wenn Gottes Wort spricht. Wenn Gott spricht, sind die genauso, Bruder. Nicht anders. Fertig. Punkt. ja. Aber Aus, hey, Amen. Faith, Faith, Ja. das ist normal. We are going to stay in the truth. Wir bleiben weiterhin in der Ganz Wahrheit. normal, Ja. Bruder. Also ich bin mittlerweile jetzt so eingestellt. Wenn etwas lustig ist, lache ich drüber. Und wenn ich merke, die kommen hoch, die beleidigen, ich schmeiß die gleich runter. Ich werde auch Ja. nicht mehr lange darum machen. Ja, Ja. gestern haben wirklich einige Leute mit mir geschrieben und haben zu mir klipp und klar gesagt, Flex, hör mal zu, das nächste Mal schmeiß diese Leute einfach direkt raus. Und ich glaube, das ist auch viel, viel gesünder für unser Channel, ne? Dass wir solche, ich sag jetzt nicht Kreaturen, ich sag jetzt Dämonen direkt eigentlich rausschmeißen. Ist einfach so. Richtig, ganz einfach. Ist richtig, Bruder. Weil, Ist ganz richtig. ehrlich, also ich gehe auch nicht zu denen im Channel und gehe hoch und beleidige. Ich habe, Alter, ich habe keine Zeit für den Mist. Ja, ich mache ganz normal meinen Stream. Ich bleibe in der Liebe, ich bleibe respektvoll, ich kläre auf, ist halt leider einfach so. Und wenn die damit nicht klarkommen, sollen die einfach hochgehen. So, ich glaube, da ist jemand, der will mit dir reden, Faith. Bleib einfach kurz da. Ja, ich muss ja schauen, weil ich bin gerade am Arbeiten, dass ich muss gleich wieder weg, deswegen. Okay, der hat, Übrigens, meine glaube ich. Quelle, übrigens, meine Quelle kommt von dem Biologischen Institut in Köln. Einfach nur mal so zur Info. Ja, Bruder, der hat das ja auch nicht verstanden. Ja, Nein, natürlich hat er es nicht also verstanden. wir wissen, dass wir im Hack sind. Das ist einfach Ja, klar, so. natürlich, Ja, natürlich, Bruder. und wir bleiben auch Natürlich. weiterhin im Hack. Ich glaube, Wer der will ist mit. da, der will Ja, dir eine Frage er stellen. soll mir nur ganz kurz, er soll mir nur ganz kurz eine Frage stellen. Je nachdem, wie lange sie zu beantworten ist, muss ich direkt raus, ansonsten beantworte ich sie Ich ihm ganz wollte nur kurz. eine einzige Sache sagen, dann gehe ich schon sofort wieder runter. Also ich glaube, du hast den falsch verstanden, Faithful. Er meinte nochmal, dass die Bibel besagt, dass die Fledermäuse Vögel sind. Und er meinte, dass Vögel absolut keine Säugetiere sind, was auch Ja, richtig ist.
Nein, Das das stimmt meinte nicht. er, du hast ihn Das falsch stimmt nicht. verstanden, Das das wollte stimmt ich nicht. nur. Es gibt Säugetiere, die flugfähig sind. Und Fledermäuse sind Säugetiere, die flugfähig sind, Nein, mein aber Lieber. er sagt, ich bestreite das ja nicht, aber er sagte, Aha. dass die Bibel besagt, dass Ja. Fledermäuse Vögel sind. Nochmal, du musst mir zuhören. Ja, sie werden aber vom biologischen Institut werden sie doch als Unterart der Vögel anerkannt. Sind das nicht, ja wirklich? Ja, klar. Kannst du das bitte nochmal vorlesen, Bruder, damit ich das nochmal. Also pass auf. Fledermäuse sind von der Systematik eine Unterordnung der Fledertiere. Nach den ausgestorbenen Flugsauriern und den Vögeln sind sie Fledertiere stammesgeschichtlich die jüngste Gruppe der Wirbeltiere, welche die Fähigkeit zum aktiven Flug erworben hat. Also es sind Wirbeltiere, die die Fähigkeit zum aktiven Flug erworben haben. Also es sind Säugetiere. Ja, ist richtig. Ganz Ganz klar. einfach. Aber die Biologische, Bibel hat auch, Bibel hat sind aber auch biologische schon mal, dass sie Institute. Vögel sind. Bitte? Aber wo steht, dass sie Vögel sind? Also guck mal, ich bin kein Muslim. Ja, alles ich will gut, nur alles sagen, gut. ne? Schau mal. Warte, pass auf. Ich will nur wissen, ob das wirklich Vögel sind oder nicht. Okay, mach das bitte zu Ende, Leute, dann will ich das Evangelium weiterhin noch Warte, pass predigen, ne? auf. Ich habe da, das ist ein riesen Text, wo ich der da ist. Und irgendwo stand's drin. Wie gesagt, ich bin am Arbeiten als Sufi. Aber schau mal bitte auf Google, kannst du es nachgoogeln. Und da sind mehrere biologische Institute, die bestätigen, dass Fledermäuse Vögel sind. Dass es Wirbeltiere sind, dass es einfach flugfähige Vögel sind. Ja, das sollte jetzt, ja, das ist, Wie zum Beispiel, guck ich mal, guck jetzt auch nochmal nach, aber das ist für mich schau mal, der inkompetent. Pinguin. Ich wollte das nur sagen, weil ich dachte, ihr habt die missverstanden, verstehst du? Nee, schau mal, Ich will ja das eh der nicht Pinguin. probieren. Der Pinguin gilt ja auch als Vogel, ist aber Das ist, flugunfähig. das stimmt, das stimmt, das stimmt, das stimmt, Siehst ja. du? Also, oder zum Beispiel ein Wal oder ein Delfin, beziehungsweise ein Wal ist ja eine Unterart von einem Delfin, beziehungsweise andersrum. Das sind ja auch keine Fische, sondern es sind Säugetiere, die im Meer leben. Das stimmt. Also Das siehst stimmt. du, Das siehst du, siehst du. ist ja nicht zu verleugnen. Das Ding ist Ja, natürlich. eben, genau. Ich wollte halt nur das kurz halt vielleicht ein bisschen besser rüberbringen, weil ich dachte, ihr habt ihn vielleicht missverstanden, wie er das Nein, meinte. nein, nein. Aber bestes Das wollte Kommentar ich von sagen. heute ist, Per Vogel ist auch ein Säugetier. Das stimmt ja auch. Dann gehe ich Ja, wieder das mal ist wieder ja raus. wichtig. Ich wünsche Ich euch das auch. nächste Jahr auch noch. Schönen Tag noch. Okay, Gottes Frieden euch, Gottes Frieden auch dir, Bruder Flex. Euch Wir hören allen, uns, euch ja? allen. Gottes Frieden auf euch, ne? Bis dann. Ciao, ciao. Maranatha. Ciao, ciao. So, Leute, dann können wir weiterhin das Evangelium nochmal predigen. Ne, es geht noch weiter, ich bin noch gar nicht fertig gewesen. Also wir sehen hier ganz klar in den Galater-Vers, wir müssen vorsichtig sein, wenn ein anderer Engel kommt und uns, sagen wir mal, ein anderes Evangelium verkündigt, so sei er verflucht. Ja, und davor müssen wir sehr vorsichtig sein. So, und wir merken ja, auf dieser Welt haben wir wirklich sehr, sehr viele falsche, ja, Propheten, falsche, die das Evangelium Christi verdrehen. Vor solchen Menschen müssen wir vorsichtig sein, Leute. Ja, genau, das haben wir in den Galater-Vers festgestellt, das haben wir in den Mose-Vers festgestellt. Und Leute, der absolute Knockout, ja, die Bibel hat wirklich eine Antwort drauf und darauf kommen wir auch noch. Hört mal, wenn jemand euch ein Prophet des Herrn ist, so. Und wir lesen ja auch, dass wenn der Herr, sagen wir mal, einen Propheten hat, ja, dann möchte er Angesicht zu Angesicht mit diesem Propheten sprechen, ja, oder ihn durch einen Traum offenbaren, ja, und das ist ganz, ganz wichtig. Denn daran erkennen wir auch, dass das auch ein Prophet ist, ja, und nicht irgendein Propheten, der ein falsches Evangelium kriegt von irgendeinem Engel, denn Gottes Wort war am Kreuz schon vollkommen. Er war am Kreuz und hat gesagt, was? Es ist vollbracht. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Genau. Das ist das eine. Und wenn wir jetzt hier sehen, ja, in Jeremia 23, Vers 21, Leute, jetzt müsst ihr gut zuhören, ja, ich habe diese Propheten nicht gesandt und doch sind sie gelaufen. Ich habe nicht zu ihnen geredet. So, seht ihr hier, Leute, hier haben wir wieder eine Warnung, ja. Da ist doch dieser eine Mann, ja, der in dieser Höhle drinne war und der hat ja ein falsches Evangelium gepredigt. Und hier lesen wir, Gott hat sie nicht gesandt. Gott
hat diese Propheten nicht gesandt. Bianca, ich küsse dein Herz, Schwester. Gott hat diese Propheten nicht gesandt. Und doch sind sie gelaufen. Ich habe nicht zu ihnen geredet. Also hier warnt der Herr uns schon wieder. Er hat nie mit diesen Propheten gesprochen. Gott, unser Herr, hat nie zu diesen Propheten gesprochen. Ja, wieder eine Warnung. Wieder eine Warnung, Leute. Das ist der Wahnsinn. Das ist eigentlich ein absoluter Knockout, Leute. Ja, der Herr hat nie zu diesen Propheten gesprochen. Ja, weil wenn ein anderer Engel erscheint, ja, so sei er verflucht. Warum? Gottes Wort ist schon vollkommen. Wahnsinn. Und doch haben sie geweissagt. Ja, hier lesen wir, dass sie So, hört ihr mich, Leute? Ja, einfach die Hände hoch, wenn ihr hört. Ja. Okay. Super. Hätten sie in meinem Rat gestanden, so würden sie meinem Volk meine Worte verkündigen. So, hier lesen wir auch wieder, Leute. Ja. Würden sie Gottes Wort halten, ja, so würden sie über das ganze Volk Gottes Wort auch verkündigen. Ja, Dennis, ich küsse dein Herz für den Schnurrbart. yeah. So, wir sehen aber hier ganz klipp und klar, dass sie versuchen, das Evangelium ja zu verdrehen, Leute. Ja, aber du kannst das Wort Gottes nicht verdrehen. Warum? Am Kreuz hat er ganz klipp und klar gesagt, es ist vollbracht. Ja, das ist der Wahnsinn, Leute. Wie das Evangelium Gottes uns schon vor solche falsche Prophetien warnt. Überleg mal, 600 Jahre davor, unser Gott ist wirklich ein wahrhaftiger Gott und warnt uns schon davor. Das ist der Wahnsinn. Und nicht irgendein Engel, der erscheint und dich hier drückt an der Brust bis zur Erschöpfung und sagt, zitier dreimal. Sorry, also das kann man auch nicht mehr. Nee. Wir haben die biblische Antwort darauf. Laut biblischer Sicht ist die Person verflucht. Warum? Denn Gottes Wort war schon vollkommen und nicht erst 600 Jahre später. Gottes Wort ist schon vollkommen und nicht 600 Jahre später. Wow, Amen. Das ist. Dann fragen wir uns alle nochmal, Beru? Ich habe gesagt, das ist so schön. Amen. Hammer. Amen. Es ist so. Ja, Gottes Wort ist schon vollkommen. Ja, es ist ja. Also warum sollen wir denn ein anderes Wort oder ein anderes Evangelium annehmen, wenn Gottes Wort schon vollkommen ist? Und dann kommt einer 600 Jahre später und sagt uns, ey, bam, ihr Christen, ihr seid Lügner. Ja. Please. Ja. Bin ich denn nur Gott in der Nähe, spricht der Herr, und nicht auch Gott in der Ferne? Oder kann sich jemand so heimlich verbergen? Aha. Der Herr verbirgt sich nicht vor seinem Propheten. Wenn jemand ein Prophet ist, spricht der Herr Angesicht zu Angesicht. Durch einen Traum offenbart er und sagt, hey, ich bin der Herr. Ja, also hier wieder eine Warnung. Ja, oder kann sich jemand so heimlich verbergen, dass ich ihn nicht sehe? Das ist der Wahnsinn, Leute. Der Wahnsinn, der Wahnsinn. Jesaja 29, Vers 11, Knockout für ist, ich weiß, alles gut. I know it. Aber hier sehen wir auch, dass Gott nicht aus der Ferne mit dem Propheten spricht, sondern er kommt, offenbart sich Angesicht zu Angesicht. Das ist der Wahnsinn, Leute. Ne? Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. So, Leute, jetzt kommt wirklich der absolute Kracher, Leute. Ich habe gehört, hört zu, Leute, Jeremia 23, Vers 25. Ich habe gehört, dass die Propheten reden, die in meinen Namen lügen und weissagen und sprechen. Ich habe einen Traum gehabt. Ich habe einen Traum gehabt. So, wisst ihr, das sind die Lügner. Das sind die Heuchler. Wir haben den klaren Beweis, dass der Herr diese Lügner entlarven tut. Leute, wir bleiben in der Wahrheit. Wir bleiben in der Wahrheit, Leute. Ist der Wahnsinn. Easy peasy lemon squeezy. That's insane. Wow. Wie soll das noch gehen?
Soll etwa die falsche Weissagung im Herzen der Propheten bleiben und die Propheten die selbst erfundenen Betrug weissagen? Habt ihr gehört, Leute? Diese Propheten erfinden etwas und verkünden falsches Evangelium. Aber das Evangelium Christi ist ja schon von Anfang an die Wahrheit. Also kannst du Gottes Wort nicht mehr verdrehen. Warum? Diese Propheten verdrehen die Worte. Falsche Weissagungen in deren Herzen. Das ist der Wahnsinn. Und die Propheten, die selbst einen erfundenen Betrug weissagen. Alter, die Bibel ist wirklich mächtig. Wirklich, die Bibel ist so mächtig. Da erkennen wir einfach nur, dass die Bibel diese Lügner komplett entlarven tut. Wow. Leute, das ist der Wahnsinn. Das ist der Wahnsinn. Wir jumpen jetzt zum nächsten Jeremia-Vers. So, wir machen auch gleich weiter. Heute Abend live bei Rayan Islam und Christentum-Debatte. Mario, keiner, Marionette, keiner hat Interesse, in euren Live überhaupt reinzukommen, weil ihr seid auf jeden Fall nicht respektvoll. Deswegen, keiner hat deine. Warum versucht ihr die ganze Zeit gegen Islam zu schießen? Erstens, hast du hier irgendwas von Islam gehört? Zweitens, wir Nein, ich verkünden das merke bei dir, Evangelium. weißt du? Drittens, Guck, guck, du du redest kommst nicht hier mit einer gerade. sehr schlechten Energie rein. Ja, aber du redest gar nicht gerade, weißt du? Aber man merkt, dass Ja, aber du warte mal, was halt interessiert in dich diese das denn Richtung jetzt? gehen Warum bleibst du nicht möchtest. einfach draußen? Guck mal, ich sag nur so, wenn du bis morgen redest, ihr seid alle kleine Kakerlaken vor Allah, weißt du? Alles Verstehst du? klar, Das okay. sage ich nur. Mehr sage ich nicht. Gott segne dich und schön, dass du da warst. Dankeschön, bye bye. Ne? Gott segne dich. Ne? Ich hoffe auf jeden Fall, dass du den richtigen geraden Weg findest, denn du hast ein verdorbenes Herz. Ja, keiner möchte mit dir überhaupt sprechen, so Leute wie du schon zehnmal nicht. Ne? Deswegen, ich hoffe einfach nur, dass der Herr Jesus Christus dich segnet. Ne? Ganz wichtig. Warum redest du über das Evangelium? Ich bewege mich auf deutschem Boden und ich gehe auf TikTok und ich warne jemanden und sage ihm, hey, rede nicht mehr drüber. What? Also ganz ehrlich, ich sammle sogar sehr viele Spenden nur für euch. One-Way-Ticket, bam, back to the roots. Ohne Probleme. Ja, also ich weiß nicht, also ihr habt alle ein Problem irgendwie, aber könnt ihr nicht einfach hier hochgehen? Guck mal, da wo meine Hand ist, da hochgehen, Flexabrania, und dann ganz einfach nur sperren. Ne? Da schreibt er du NG. Ja, ist doch normal. Ist ja nichts Neues. Ist ja nichts Neues. Ne? Über diese Beleidigungen, ne? So kennt man euch ja. Ne? Das ist ja, passt gut zu euch. Ne? Das passt sehr, sehr gut zu euch. Da braucht man gar nicht mal viel sagen. Leute, wisst ihr, warum die so sind? Wisst ihr, warum die so sind? Die sind eifersüchtig. Die Wahrheit tut weh, ne? Wahrheit tut weh und die sind eifersüchtig. Und die haben keine Argumente mehr. Das ist das Problem. Ja, das ist gut drauf, dann anzufangen zu beleidigen, ne? Und wisst ihr was? Die wissen nicht mehr, wohin mit ihrem Kopf. Auf jeden Fall, Leute, ich küsse doch eure Herzen. Ich küsse doch eure Herzen, wirklich. Ja, also, wir haben hier einmal ein Jeremia-Vers, ja, 14 Vers 14, Jeremia Kapitel 14, Vers 14, genau. Da sprach der Herr zu mir, diese Propheten weissagen Lüge in meinem Namen, ich habe sie nicht gesandt und ihnen nichts befohlen. Hier sehen wir ganz genau, dass diese Propheten kommen im Namen des Herrn lügen. Ja, und also im Namen des Herrn lügen. Und wir sehen hier auch ganz klar,
dass sie das Evangelium Gottes auch verdrehen. Ne? Das sehen wir hier ganz klipp und klar. Und da müssen wir wirklich sehr, sehr vorsichtig sein. Die Bibel warnt uns schon davor, ja, dass dieses Evangelium, dass sie das Evangelium Gottes verdrehen. Und das ist ja noch nicht, wir sind noch nicht mal fertig. Diese Propheten weissagen Lügen in meinem Namen. Ich habe sie nicht gesandt, ihnen nichts befohlen und nichts zu ihnen geredet. Sie weissagen euch Lügensichte und Wahrsagerei, Hirngespinste und Einbildungen ihres eigenen Herzens. Darum, so spricht der Herr über die Propheten, die in meinem Namen weissagen, obgleich ich sie nicht gesandt habe, die sagen, es wird weder Schwert noch Teuerung in diesem Land geben. Ja, also wir sehen das auch hier in dieser Community generell, also nicht in unserer Community, wir sehen das auch hier in TikTok, ja. Es gibt wirklich andere Leute, ja, die falsches Evangelium verkündigen, ja, die nicht das Wort Gottes verkündigen, sondern wir sehen einfach, dass sie versuchen, andere zu manipulieren, ja. Und in meinen Augen sind diese Menschen von Legionen besessen, meiner Meinung nach, weil egal was du sagst, also es ist schwierig für die, das wirklich wahrzunehmen. Und wir sehen auch, dass sie Hirngespinste, Einbildungen, die versuchen, das Wort Gottes zu verdrehen. Aber du kannst das Wort Gottes nicht verdrehen, denn es war, wie gesagt, von Anfang an die Wahrheit und bleibt es auch. Ja, das ist wirklich der Wahnsinn, ey, Leute. Und zum Abschluss, Leute, nicht zum Abschluss, natürlich kommt jetzt nochmal ein Korinthervers. Ja, ein Korinthervers, den ich euch auch vorlesen werde. Zwischen Jesus und Issa. Ja, da haben wir wirklich die perfekte Antwort in der Bibel. Aber, ja, wir gucken uns jetzt mal den Johannesvers an hier. Johannes 5, Vers 20. Okay, das, ja. Das ist das eine. Wir gehen jetzt einfach mal in den Korinthervers. Ja. Machst du welchen? Korinther, 2. Korinther, Kapitel 11, Vers 12. Ja, da lesen wir jetzt auch gleich weiter. Und dann schauen wir uns das mal ganz genau an. Ne? Jetzt gucken wir mal, wer hier hochkommen möchte. Es wird sehr, Leute, es wird sehr, sehr interessant. Ihr müsst wirklich dranbleiben, Leute. Es wird sehr, sehr interessant. Latina, ich küsse dein Herz. Oh, Chicanos, Chicanos. Meine ganzen Chicanos sind hier. Ha? Viva la Mexico, viva la Mexico. So, Michael, was können wir denn für dich tun? Ich liebe dich. Du, das kannst du für mich tun. Du bist okay. Einfach ein Top-Mann, ein Löwe. Danke. Also, ich habe XXL Respekt vor dem, was du machst und wie du damit umgehst. Das ist einfach heftig zu sehen, wie man beleidigt wird, gerade das N-Wort. Also, ich weiß nicht. Das ist zum Weinen. Ihr seid der letzte Dreck. Die Demoflex so bezeichnen, sucht mal euren Vater. Ich bin mir ziemlich sicher, ihr braucht einen DNA-Test. Ihr wisst nicht, wer euer Vater ist. Ihr habt keinen Respekt, null. Und Flex ist tausendmal besser wie die Heuchler hier, die so beleidigen. Ihr seid der letzte Dreck, TikTok-Sportnietzsche natürlich. Also da kriege ich so einen Kragen, Alter. Das ist der Wahnsinn. Ja, wie man so mit Menschen umgeht, es sind alles Kinder Gottes, ob schwarz, braun, weiß, gelb. Und da sieht man euren Geist. Richtig, genau. Das merkst du auch, dass die eine verdorbene Frucht in sich tragen. Die haben keine gesunde Frucht, die tragen auch keine gesunde Frucht. Ja, das sind Suizidfälle. Ja, das ist ja, einfach, die sind mit ihrem Leben nicht zufrieden und versuchen andere anzugreifen. Da die dir nichts anhaben können, gehen die auf die Hautfarbe. Ich bin für all die unterdrückten Völker. Ich bin für all die unterdrückten Leute, die gehasst werden wegen ihrer Hautfarbe. Wenn ein Schwarzer erniedrigt, dann bin ich in dem Moment ein Schwarzer. Ja, wenn ein Weißer, dann bin ich ein Weißer. Ihr seid einfach niveaulos. Also was hier manchmal abgeht, ihr zeigt, also ganz ehrlich,
Ich bin euch auch dankbar, ihr zeigt einfach den wahren Islam. Das kann man zu euch sagen. Ja. Ihr genau, zeigt, genau. Ihr lässt die Maske vom Islam fallen. Das ist, da müssen wir euch natürlich auch dankbar sein. Ihr tut uns allen einen Gefallen. Ihr macht uns das einfacher. Das ist doch nicht normal. Umso mehr das N-Wort fällt, umso mehr wende ich mich von diesem Menschen ab und merke sofort, das ist der wahre Gesicht von diesem Menschen. Ja, das ist einfach, ich weiß nicht, manchmal ist man da sprachlos, weil das einfach ekelhaft ist. Wir sind einfach alle Kinder Gottes und nur weil ihr an einen Teufel glaubt, müsst ihr uns auch nicht verseuchen mit eurer Ideologie. Und wenn ihr euch mit euren Schriften nicht auskennt, dann ist das kein Problem, dann fragt doch mal nach. Aber greift doch die Menschen nicht an. Der Flex macht doch nichts anderes, außer aus euren Büchern zu zitieren. Oder ist das auch schon haram? Der macht doch nichts anderes. Er zitiert doch nur aus euren Büchern. Warum seid ihr so aggressiv? Ich kann euch sagen, warum. Weil die Wahrheit einfach eine Faust ins Gesicht ist. So ist das. Das ist für euch wie die Faust ins Auge. Ja, die denken, er denkt sich das aus, aber er zeigt uns das ja, ne? Schwarz auf weiß. Das Traurige an der ganzen Sache ist, es ist egal. Du kannst etwas zitieren, die sagen, es ist eine Lüge. Es ist der Wahnsinn. Du zitierst, du liest etwas vor, ist eine Lüge. Und dann immer diese Ausreden, Arabisch kann man nicht übersetzen, du hast das aus dem Kontext gezogen, ja, was wollt ihr eigentlich noch verteidigen, was nicht zu verteidigen ist? Lügt euch doch nicht. Weißt du darfst denen auch nicht allzu viel große Vorwürfe machen, es ist denen auch teilweise verboten zu hinterfragen, du darfst das also als Muslim nicht in Frage stellen, das ist ja das Nächste. Ja, aber ich hab mich generell von solchen Menschen eigentlich sehr, sehr stark distanziert, hey Dagobah, ich küsse dein Herz, Bruder, ich habe mich von diesen Menschen sehr, sehr stark distanziert, warum, die respektieren Dunkelhäutige nicht. Das ist mir aufgefallen, höchstpersönlich. Also mein Leben lang, wo ich jetzt hier in Deutschland wirklich, also ich bin ja in Deutschland geboren, ist mir eine Sache aufgefallen. Nicht mal ein Deutscher ist so. Nicht mal ein Deutscher ist so. Aber Fleck, und deswegen wende ich mich, ja? Nee, rede erstmal, sorry. Ja. Und deswegen distanziere ich mich von so solchen Menschen. Und deswegen sage ich immer wieder, dass unsere dunkelhäutigen Brüder das erkennen müssen und sich ebenfalls davon abwenden müssen. Es ist einfach so. Ja. Weil die Hautfarbe wird nicht respektiert. Das ist mir höchstpersönlich aufgefallen. Die respektieren die Hautfarbe nicht. Ja. Und die beleidigen auch die Hautfarbe. Ja. Armselig. Genau. Hörst du mich vielleicht? Deswegen wende ich mich davon ab. Gar. Ja, Bero? Auf jeden Fall. Hörst du mich? Jetzt hört man dich nicht, Bero. Bero, jetzt hören wir dich. Jetzt hören wir dich, ja. Hallo? Okay, ich musste gerade aus meinem WLAN gehen. Auf jeden Fall. Aber die Schwarzen, also ich sage jetzt mal, ja, genau, die dunkelhäutigen Menschen können aber gut Fußball spielen, ne? Also es. Weißt du, da feiern sie die komischerweise. Aber sollte zum Beispiel ein dunkelhäutiger Mann Elfmeter verschießen, wird gleich beleidigt, geht man gleich auf Rassismus. Und das N-Wort fällt. Und, ich weiß. Ja, aber sobald alles schön ist, wird werden die Spieler gefeiert, ne? Ja, ja. Ja, die respektieren die Hautfarbe nicht. Deswegen, das passt so, wie es ist. Ich habe deren Gesichter ja schon jetzt erkannt und es bleibt auch dabei. Ne? Ich wende mich komplett von so solchen Menschen ab. Baruch, ich denke immer an Saka. Genau. Gottes Segen erstmal. Ja, das ist das Paradebeispiel. Als die den Elfmeter verschossen haben, das waren ja zwei oder drei Schwarze, da haben die in England auch ganz schlimme Sachen überall gepostet und die überall in den Dreck gezogen, ja. Ja, absolut, bin ich ganz der Meinung. Bruderherz, Michael. Sorry, dass ich dich unterbrochen habe. Du kennst auch bestimmt den Nazi-Islam-Pakt, oder?
Du weißt, dass die Nazis und die Muslime einen Pakt geschlossen haben zur Hitlerzeit. Das weißt du, oder? Ja, du musst mal das war in der damaligen Islamzeit, ich weiß. Der A.H. Ich weiß nicht, ob man den Namen aussprechen kann, wegen... Ich weiß, wen du meinst. Dieser Typ hat den Islam geadelt. Er hat ihn geliebt, weil er gesagt hat, das Christentum, das hat ja zu seiner Ideologie gepasst, dieser Rassismus und dieser Hass. Also der Islam, den hat er der hat das in den höchsten Tönen gelobt, in den Himmel gelobt. Und da siehst du schon, dass die zwei Sachen sehr, sehr große Parallelen haben. Der Islam und die Nazis haben sehr große Parallelen. Ich weiß nicht, ob ihr das alle wisst. Ja, doch, ich weiß, ist schon identisch, also so wie ich das erkenne, ist schon identisch, ja, tatsächlich. Ja, viel Rassismus, das N-Wort fällt immer sehr oft, das B-Wort fällt immer sehr oft, Schoko, immer das Wort Schoko, also das Ding ist, das geht hier rein, da wieder raus, weil ich nehme diese Menschen gar nicht mehr ernst, ne? Also da halte ich mich sowieso fern davon. Darfst du auch nicht, du musst stark bleiben. Und ich habe dir schon mal gesagt, was glaubst du, wie schwierig das für die Fußballer auf dem Platz ist? Die können nicht einfach mal rüberlaufen und irgendwas machen. Weißt du, was ich meine? Die müssen so stark sein, die müssen sich so zusammenreißen. Ich kann mir das echt vorstellen, wie schwierig das sein muss. Gerade so in der Premier League, da sind die Stadien ja total klein, ne? Da bist du so als Fan so richtig dabei. Und was glaubst du, wie die sich zusammenreißen müssen, ne? Also wirklich, also ja. Marcus weiß genau, was ich meine. Aber die wissen auch nicht, die tun das auch, glaube ich, unbewusst, das ist mir aufgefallen. Die merken nicht, dass Gott mit der Sünde keine Gemeinsamkeit haben kann. Also die sagen ja, wir sind Kafiris, wir sind schlechte Menschen, wir sind Ungläubige, aber die erkennen ihre verdorbene Frucht nicht, dass sie in der Hölle schmoren werden, anhand, wie sie denken. Ja, die erkennen nicht, dass gewisse Dinge einfach mit Gott keine Gemeinsamkeit hat. Das erkennen die nicht. Und deswegen finde ich das gut, deren Gesicht soll ja weiterhin in Erscheinung bringen, umso mehr wenden wir uns davon ab. Das ist perfekt. Ich finde es eigentlich gut. Ich finde es jetzt eigentlich nicht negativ. Ich finde es auf einer Seite vollkommen okay. Darf ich kurz was sagen? Ich weiß nicht, ob ihr erstmal Gottes Segen für euch und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber dieser Fußballspieler, weil die Bero das angesprochen hat, der Vinicius. Nio, mein lieber Nio, jetzt gibt's ein Stummschaltpaket. Bye, bye. Mach dir einen neuen Account und komm wieder. Tschüss. Bam. Latina? Jetzt. Ja, dieser Vinicius Junior. Die haben den in spanische Liga, also da beim Fußballspielen, haben die den als Affen und die haben das so nachgemacht und dann den betitelt. Der ist natürlich ausgeflippt, weil er das einfach nicht abhaben kann. Ich weiß aber jetzt nicht, ob das Islam waren oder, ja. Latina, das ist ja das, was ich meine, genau. Der spielt bei Real Madrid und die müssen sich echt zurückhalten, ne? Und das passiert halt immer wieder, sobald die mal einen Elfmeter verschießen oder einfach mal den Ball neben das Tor schießen, wird gleich auf die rumgehetzt und mir tut das auch so. Ja, das ist normal, ja, das ist Fußball halt. Aber Flex, das ist echt hart für die, ne? Und man kann einfach Die sollen einfach in einer anderen Mannschaft spielen oder generell einfach das Land verlassen und nicht für so solche, keine Ahnung, Mannschaften spielen. Also ich meine, ich würde niemals in einer Mannschaft spielen, wenn ich weiß, die Fans war gleich verlassen, Vertrag auflösen, ja, andere Mannschaft spielen. Das ist aber schwierig, ne? Gerade in der Türkei. Warte. Gibt's auch eins. SV Negmo, du hast jetzt ein Sturmschaltpaket. Boom! Marusch! Die nehme ich schon nicht mehr ernst. Sturmschaltpaket. Ja, aber ich meine, in der Türkei, ne, gibt es so zwei, drei türkische Vereine, da spielen auch viele dunkelhäutige Spieler, ne? Aber ja, solange der Respekt da ist, ist ja okay. Ja. Gut, Leute, dann will ich weiterhin über das Evangelium sprechen. 2. Korinther, Leute, ich habe was sehr, sehr Schönes für euch. Wirklich, ich sag's euch. Sehr, sehr schön. Ne? Michael, willst du noch was sagen? Ansonsten
Genau. Dank, dass ich hier hoch durfte. Macht hier nichts draus. Das sind charakterschwache Leute. Und für all die, die wo Flex beleidigen, ihr habt keine Ehre, keinen Stolz. Ihr wisst nicht, wer euer Vater ist. Geht mal erstmal auf die Suche nach eurem Vater und dann können wir weitersprechen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Vielen Dank, dass ich hier hoch durfte. Ich liebe dich. Ich liebe deine Community, die auch mit dir ist. Du machst alles richtig und wir sind alle mit dir, hinter dir und wir lieben dich alle. Wow, danke. Danke, danke. Nida Salem, Bruder, ich küsse dein Herz. Gottes Segen, Michael. Ja, Michael, vielen Dank, dass du hochgekommen bist und auch deine Stimme gegeben hast. Und wie gesagt, ich freue mich wirklich. Ich küsse dein Herz, Bruder. Danke. Nida, ich küsse dein Herz auch. Ja, super, super. Wirklich, wirklich ein sehr, sehr netter. Nidal Salem, Bruder, ich küsse doch dein Herz. Ich küsse doch dein Herz, Bruder. Ich sehe dich, Nidal. Ich sehe dich, Bruder Herz. Ich sehe dich. Ja, Leute, heute haben wir wirklich über viele Sachen gesprochen. Über falsche Prophetien, falsche Weissagungen haben wir heute gesprochen. Wir haben gesehen in den Versen, wo der Herr Jesus Christus uns schon vor falschen Propheten warnt. In den Galater-Vers, wo er ganz klipp und klar sagt, sie versuchen, das Evangelium zu verdrehen. Darüber haben wir auch nochmal gesprochen. Jetzt aber kommt das Ausschlaggebende, Leute, was sehr, sehr wichtig ist. Ja, Nidal, ich küsse doch dein Herz, Mann. Ich küsse doch dein Herz, Bruder. Wir sehen zwischen Issa und Jesus. Und wir wollen jetzt heute herausfinden, ob Jesus Issa ist. Das ist eigentlich das Thema. Und jetzt wollen wir eine biblische Antwort darauf, ob Jesus wirklich Issa ist im Islam. Sollte Jesus Issa sein, dann müssen wir ja alle, wenn wir es so sehen, den Islam ja eigentlich akzeptieren und sagen, okay. Aber weil wir wissen, dass der Herr schon ein Evangelium uns verkündet, also es verkündigt hat, dass es viele falsche Propheten geben wird, dass sie das Wort Gottes verdrehen, etc. pp., wollen wir jetzt eine klare Antwort haben, ja, wer Issa ist und wer ist Jesus? Ist Jesus Issa? Das werden wir jetzt auch gleich sehen. Ne? Und genau, Leute, an die jesidischen Brüder und Geschwister, ich küsse doch eure Herzen, ich sehe, dass ihr hier seid, ne? Ich küsse eure Herzen und an unsere aramäische Brüder, ne, die auch hier sind, auch zuhören, ich küsse eure Herzen, unsere Mexikanos, unsere mexikanischen Brüder, Leute, ich küsse eure Herzen, ja, genau, jetzt schauen wir uns das Ganze mal an. Latina, was für eine Landsfrau bist du nochmal? Ich bin Mexikanerin, nein, Spaß. Ich komme aus Südamerika, aus Chile. Chile, ja, also, dann bist du ja sozusagen schon fast aus dieser Nähe. Ja, also schön. Da, wo Brasilien ist, Kolumbien und so weiter, der Gang da. Ja, was hat Pablo Escobar gesagt? Kolumbia, I'm from Kolumbia. Okay, ja, also zurück. Wir wollen jetzt nicht über Pablo Escobar sprechen. Der hat natürlich ganz viel Mist gebaut. Das wissen wir ja. Das ist nicht unser Vorbild, ja. Aber im allerschlimmsten Falle brauchen wir so solche Leute gegen Dämonen. Nee, Spaß beiseite. Wir müssen auch ein bisschen Spaß machen, ne? Ja, Bruder. Der beste Vorbild ist Gott, Jesus Christus. Richtig. Richtig, richtig, richtig. Der beste Vorbild ist unser Herr. Ja, Leute, jetzt schauen wir uns mal diesen Korinther-Vers an. Das wird sehr, sehr interessant, Leute. Ne? Wir lesen gleich vor. Kleinen Moment. 3 und... Sag mal, mich verarschen hier. Okay, 3 und 4. So, hier lesen wir, Leute, ja, also Leute, ihr könnt alle zusammen mitlesen, Alano, Bruderherz, ich küsse dein Herz, Bruder, 2. Korinther, Kapitel 11, Vers 3, ja, ich fürchte aber, dass die Schlange Eva verführt mit ihrer List
so auch eure Gedanken abgewendet werden von der Lauterkeit und Reinheit vor Christus. Habt ihr gesehen? Wenn diese Menschen zu euch kommen und ein falsches Evangelium, mit einem falschen Evangelium kommen, sie versuchen die Reinheit von euch zu verdrehen und euch was Falsches zu sagen. Natürlich, wenn wir Brüder und Geschwister, die nicht so stark im Glauben sind, die lassen sich ganz schnell verführen. Ja, und hier lesen wir ganz klipp und klar. Denn wenn einer zu euch kommt, Leute, hört gut zu. Denn wenn einer zu euch kommt und einen anderen, oh nee, nein, 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 diesen Vers lese ich jetzt noch nicht vor. Nein, nein, das ist unfair. Das ist unfair. Ich lese erstmal den hier vor. Moment, das ist unfair. Ich darf das noch nicht lesen, weil das ist unfair. Ne, das ist unfair, das geht jetzt nicht. Ich muss jetzt erstmal 18 und... Was liest du da gerade? Wo steht das? Da kommen wir gleich nochmal. Ich will das jetzt noch nicht sagen. Hier geht es um Jesus und Issa. Ja? Und die Bibel hat wirklich eine Antwort drauf. Das ist der Wahnsinn. Leute, das ist so. Killer. Das ist ein Knockout. Bruder Flex, liest du aus dem Knockout, Islam, Leute. Bruder? Mhm. Ach, noch was? Okay. Liest du gerade aus der Bibel oder von dem Islam? Ich lies aus der Bibel. Ich lies aus der Bibel. Ach so, okay, sorry. Ja. Ja, ja, alles gut, Schwesterherz. Wir gehen jetzt erstmal auf 14, 14 und 15. Leute, haltet euch fest, das ist ein gewaltiger Knockout, Leute. Alano, Bruder, ich küsse doch dein Herz, Bruder, ich küsse doch dein Herz. Ich sehe dich, Bruder, ich sehe dich, Bruder, ich sehe dich, Bruder. Ich küsse dein Herz, Bro. So, wir gehen jetzt mal auf 14 Korinther, Kapitel 11, Vers 14. Und das ist, Leute, hört zu, jetzt es wird richtig eng. Und das ist auch kein Wunder, denn er selbst, der Satan, Engel des Lichts. Darum ist es nichts Großes, wenn sich auch einer seiner Diener verstellen als Diener der Gerechtigkeit, deren Ende wird sein nach ihrem Werken. Ich lese das nochmal vor, weil ich habe ein bisschen blöd vorgelesen. Nochmal. Leute, das ist echt krass. 2. Korinther, Kapitel 11, Vers 14. Das ist wieder ein Beweis. Das ist der Wahnsinn. Und das ist auch kein Wunder, denn er selbst, der Satan, verstellt sich als Engel des Lichts. Darum ist es nichts Großes, wenn sich auch seine Diener verstellen. Habt ihr gehört? Die Diener Satans verstellen sich selber und missionieren und versuchen euch die, was zu verdrehen? Das Evangelium zu verdrehen. Leute, das ist der Wahnsinn. Er verkleidet sich als Engel des Lichts, ja, und versucht euch das Evangelium zu verdrehen und verkündet euch falsche Nachrichten. Das ist der Wahnsinn. Das ist ein Knockout-Vers. Was ist denn in dieser Höhle passiert mit einem gewissen Menschen, der an der Brust gepackt worden ist und gedrückt worden ist? Was ist denn mit ihm passiert? Hier sehen wir ganz klar, er verkleidet sich als Engel des Lichts. Und seine Diener verstellen sich sogar dafür. Die verdrehen das Evangelium Gottes. Leute, Knockout. Knockout. Da brauchen wir gar nicht mal viel drumherum reden. Hier haben wir ein ganz klarer Knockout. Was ist denn in dieser Höhle passiert? Ja, wir werden seinen Namen nicht kennen, aber die, die wissen, was ich meine, die wissen es. Wahnsinn. Ja, ich werde seinen Namen nicht nennen. Ja. Was ist denn in der Höhle mit ihm passiert? Der Satan verstellt sich als Engel des Lichts. Und darum ist es nichts Großes, wenn sich auch seine Diener verstellen. Marusch? Sogar seine Diener verstellen sich. Leute, das ist der Wahnsinn. Leute, hört ihr mich? Ja. Hört ihr mich, Leute? Okay, ihr müsst mir kurz
5 Minuten geben. Ich weiß, wir haben sehr viele Likes gerade. Es tut mir aber mega leid. Ich muss ganz geschwind kurz runtergehen. Ich würde auch den Live pausieren. Keine Ahnung. Und dann würde ich nochmal zurück auf euch zukommen. Ich bin noch nicht fertig, Leute, denn ich habe den letzten Vers, den ich euch vorlesen möchte. Und das ist ein klarer Knockout. Ja. Aber Leute, ich muss kurz den Stream beenden. Ich bin gleich wieder da. Ja, Leute? Ich kann ja Peace out. Okay. Ja, ich muss ganz raus aus der App. Ich muss ganz kurz was erledigen, schnell. Gib mir okay, bitte Bruder. 10 Minuten, Leute. Und dann kommt einfach alle nochmal wieder rein. Weil der nächste Vers, den ich euch gebe, Leute, das ist ein Knockout-Vers, Leute. Ja? Also alle mal eine Runde beten, Leute. Alle eine Runde beten. Und bevor ich gehe, Leute, ein Herzchen für Jesus Christus, ein Herzchen an unsere Esiden, ein Herzchen an alle hier drinnen, an unsere aramäischen Brüder, unsere Esiden, unsere armenischen Brüder. Leute, einmal hier reinposten, Leute. Ich küsse doch eure Herzen, Leute. Einmal ein Herzchen, Leute. Einmal ein Herzchen. Super, Leute. Ich küsse doch eure Herzen. Oh, ich sehe jetzt eure Herzen. Du hast die armenische Flagge ja mittlerweile drin. Natürlich habe ich die armenische Flagge. Rein damit. Ja, armenische schön. Flagge kommt jetzt auch rein. Ah ja, Nidal, Bruder, ich küsse dein Herz. Ne? Also, Leute, haltet euch bitte fest. Der nächste Vers, den ich euch nachher gebe, das wird Knockout-Vers sein. Leute, Knockout-Vers. Deswegen, Leute, ich schließe den Stream. Ich komme dann wieder, Leute. Ich küsse eure Herzen. Gebt mir 10 Minuten, Leute. Ja, bis gleich, Leute. Bis okay. gleich. Und er gesagt ja, hat, ich dass höre, nichts passiert. Der Bruder weiß das. Der Bruder weiß wir müssen das. Daran glauben. Da habe ich, hab ich zu euch gesagt, Gottes Hand ist wo? Über euch. Gottes Hand ist immer über euch. Und heute kriegen wir wirklich die beste Nachricht, Mann. Ey, Mann. Danke. Ey, Mann. Ey, Mann. Das ist so geil. Ja, weil NRW hat auch gesagt, also NRW hat sich gegen den Bundesbeschluss gestellt, weil die gesagt haben, du hast Leben gerettet. Ich schwör bei Gott. Du hast auch dazu beigetragen. Du hast, wer weiß, wie viel Leben du gerettet hast mit deinem hier, mit deinem Support. Ich bedanke mich ganz von ganzem Herzen, Bruder. Verrückter, wir haben alle bei der Petition teilgenommen, ne? Das hilft. Esidische Flagge forever, hey. Liebe geht raus an die Flagge hier. Und jetzt alle nach Also, das hat auf jeden Fall was gebracht. Hat was gebracht, Gott sei Dank. 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 Abschiebestopp. Ich liebe dich, Bruder. So sein. Hey, so fröhlich. Jetzt nochmal. An die ganzen E7, Chawanibashi, meine Brüder. So muss es sein, Mann. Chawanibashi. Aber ich will mal so, jetzt muss, sagen, Bruder, du hast Leben gerettet. Jetzt muss aber jeder Eside reinschreiben, Bash, Bash. Einmal. Den aber gebe ich nicht zum Lieden. Bash, Bash. Marouche, erzähl. Ja. Also erstmal mein Respekt auch an die Bundesländer, dass sie sich gegen die Regierung, sag ich mal, stellen und sagen, nein, das machen wir nicht, weil wir haben Experten genommen, haben gehört, dass dort immer noch teilweise Bomben einschlagen und dass es da nicht sicher ist. Also das ist schon mal Riesenrespekt. Und man muss klar erwähnen, auf jeden Fall, dass in den Bundesländern, wo die Grüne stark ist, die Grüne möchte auf jeden Fall, Bruder, ich bin auf der das Arbeit, muss man merken. Ja. Dein Herz, bitte. Bis später. Danke, verrückt. Bis später, Bruder. Komm später rein. Ich schreibe euch, wir werden einen Saal mieten, auf jeden Fall. Alle nach Bielefeld. Kein Problem, Bruder, ich küsse dein Herz. Gerne. Was man sich merken muss, ist, dass die Grünen nicht dafür ist, gell? Also in allen Bundesländern. Das muss man sich wirklich merken für die nächsten Wahlen, Leute. Geile Sache, geile Sache, geile Sache. Verrückter, hörst du mich? Bis später, Bruder, ich küsse dein Herz. Ich habe immer noch. Ja, komm später. Auf jeden Fall, Bruder, ich küsse doch deins, Mann. Ich küsse doch deins, Bruder. Ja, Mann, ey, ich bin so froh, Leute, die wirklich Abschiebestopp, NRW, Bremen, Nordrhein, boah, Leute, Niedersachsen, Leute, ich hab dir ja gesagt, das Beste, was je passieren, das Beste, was je passieren kann. Ja, ja, ich hab dir gesagt, du bist ein Segen, du hast sehr viel dazu beigetragen, auch wenn es nur hier auf TikTok ist. Ich muss sagen, du weißt, wie groß im Moment die Social Media Welt ist, du hast sehr viel dazu beigetragen, auch wenn es nur diese Petition ist,
die bestimmt 80% deiner Follower gemacht haben. Und es ist wirklich so ein bisschen Segen. Und du hast es noch gesagt vor 2 Tagen. Und ich habe so oft aus Psalm 91 für unsere jesidischen Geschwister vorgelesen, Also an die Leute, ja, also an die Leute, die gerade hier drinne sind und hier joinen und gerade zuhören. Vor 2 Tagen habe ich gesagt, dass Gottes Hand über die Jesiden sind, und wir haben dann Psalm 91 gelesen. Melo, ich küsse dein Herz. Silan, ich küsse dein Herz. Da haben wir Psalm 91 vorgelesen. Und da habe ich gesagt, hey, an die jesidischen Brüder und Geschwister, hört mir gut zu. Gottes Hand ist über euch. Und da habe ich gesagt, wir werden alles dafür tun, dass es ein, was gibt, Abschiebestopp gibt. Ja, was ist passiert, Leute? Heute haben wir eine geile Nachricht bekommen. Abschiebestopp NRW, Niedersachsen, Bremen, Abschiebestopp. Es gibt keine Abschiebung für die Jesiden. Leute, ich dreh durch, Leute. Besser geht's gar nicht. Besser geht's gar nicht, Mann. Ey, Mann, wirklich. Ich sag doch, wenn wir alle gemeinsam zusammenhalten, Leute, wenn wir zusammenhalten, Leute, ich sag euch ganz ehrlich, wir können Berge versetzen, Leute. Das ist unglaublich, genau. Leute. Wir als kleine Herde. Wir können Berge versetzen, Leute. Wirklich, wir können Berge versetzen. Leute, ey, das ist der Wahnsinn. Wahnsinn. Also mit dieser Nachricht habe ich gar nicht gerechnet. Danke dir, Flex. Gottes Segen. Wirklich. Wahnsinn. Wahnsinn, Leute. Mann. Leute, ich bin sprachlos, Mann. Alles Negative kann jetzt verschwinden durch diese Nachricht, ne? Durch diese Botschaft, die wir jetzt gerade erhalten haben. Wahnsinn. Und ich habe noch vor 2 Tagen gesagt, Gottes Hand ist über euch. Was ist passiert? Ein Segen heute. Abschiebestopp. Keine Abschiebung mehr für die Jesiden. In NRW, Bremen, Niedersachsen. Leute, ich küsse eure Herzen. Ausgerechnet noch in diesen Bundesländern, ne, wo ja ganz viele leben. Hammer. Wahnsinn, Leute. Ich küsse doch eure Herzen. Wirklich. So, jetzt lassen wir mal den Bruder rein. Der Bruder will hoch. Hallo. So, jetzt. Hallo, mein Lieber. Bruder, ich bin auch Jeside. Ich weiß, ich sehe das schon. Was hast du gerade gesagt mit, was ist gestoppt? Abschiebestopp, es gibt keine Abschiebung für die Jesiden. NRW, Niedersachsen und Bremen. Bruder, das ist eine gute Nachricht. Ja, natürlich. Ich habe ja vor 2 Tagen gesagt, hey, Gottes Hand ist über euch. Wahnsinn. Ja, Bruder, es wurden viele Wahnsinn. Abgeschoben. Wie bitte? Es wurden viele abgeschoben. Wann? Schon ein bisschen her. So Familien und so. Ist ein bisschen länger her, okay. Aber ja, jetzt gibt es Gott sei Dank Abschiebestopp. Das ist ausschlaggebend. Ja, jetzt habe ich auch mitbekommen. Richtig. Und da deswegen freue ich mich so. Deswegen freue ich mich extrem. Bruder, ich beobachte dich schon ein bisschen länger und ich finde das gut, dass du das machst. Danke, Bruderherz. Ich küsse dein Herz. Bruder, ich küsse auch dein Herz, Bruder. Ne? Ey, Tamam, so Alter. Muss sein. Viel Spaß euch. Wir sehen uns, Bruder. Lass dich von niemandem ärgern. Heute. Ah, das lasse ich von niemandem. Nein, Heide, heute Bruder. Musst du die Flagge auch lassen, bitte. Ja. Das muss gefeiert werden. Das muss gefeiert werden. Dass alle da Bescheid wissen. Wahnsinn, Leute. Wahnsinn, was wir da erreicht haben, Leute. Tipinator, ich küsse dein Herz, Bruder. Ich küsse dein Herz. Er ist der Beste. Ja. Tipinator. Küsst dein Herz, Bruder. Typico, ey. Naja, Leute, wirklich, ich küsse eure Herzen. Das ist wirklich beste Nachricht, die wir heute haben, ist Abschiebestopp. Beste Nachricht, Leute. Wirklich. Wow. Also bevor ich lese, Leute, lasst uns einfach mal eine kleine Runde, eine lockere Runde machen und dann können wir alle ein bisschen schwätzen.
nehmen wir mal den Chris Platt hoch. Wir haben hier übrigens auch ganz viele italienische Follower, ne? Oder italienische, nur mal zur Info. Okay, gut zu wissen. Also, falls wir Viva Italia haben, Leute, an die Italiener, Leute, einmal Liebe raus, ne? Ja. Alle unten ein Herzchen für Italien. Love goes out to Italia, bella Italia, ne? Mhm. Nicht vergessen, Leute, ich küsse doch eure Herzen. Forza Milan. Ja. Milano, Liebe geht raus an Milano. Bella Italia, ich küsse doch eure Herzen. Ha? Wo seid ihr, meine italienischen Brüder und Geschwister? Wo seid ihr, Mann? Zeigt mal ein bisschen Liebe hier. Hey, Leute, wirklich, das ist das Beste, was je passieren kann. Wirklich, oh Mann. Ich küsse doch eure Herzen, Leute. Ich küsse doch eure Herzen. Forza, Forza, Inter, Inter. Ha? Beste. Haben wir Leute aus Polen, Leute? Haben wir Leute aus Polen? Polen. Haben wir Leute aus Polen? Ich küsse eure Herzen. Haben wir Leute aus Polen? Bella Italia. Einmal Polen. Haben wir Polen da? Ja, ich küsse doch eure Herzen, Mann. Ich küsse doch eure Herzen. Dubo, ich küsse dein Herz, Bruder. Haben wir Shqiptar? Haben wir die Albaner hier? Shqiptar is he. Haben wir die Albaner hier? Leute, ich küsse auch eure Herzen. Ich küsse auch eure Herzen. Saro, bist du Jeside? Nein, aber ich unterstütze Jesiden, Bruderherz. So. Ne? Einmal für die Abschiebestopp, Leute. Und die Liebe, Leute. Alle einmal ein Herzchen an die Jesiden. Heute gab's einen Abschiebestopp. Leute, einmal alle ein Herzchen für die Jesiden, Leute. Alle ein Herzchen, Leute. Kommt schon, alle ein Herzchen unten für die Jesiden, Leute. Leute, das zaubert mir ein Lächeln im Gesicht, Leute. Ich sag's euch, Mann. Beste. Evangelium, ich küsse dein Herz. Bandit, ich küsse dein Herz, Bruder. So. Ansonsten, Leute, jetzt haben wir echt zu viel Liebe. Hä? Wir machen weiter. Ja, jetzt gehen wir mal in der Bibel. Heute wollen wir noch ein bisschen weitersprechen. Ich habe ja gesagt, hier gibt es einen Vers, den ich ansprechen wollte. Das ist wirklich ein ganz klarer Knockout. Das wollte ich euch. Also heute haben wir ja über falsches Evangelium gesprochen. Ja, dass Menschen kommen werden oder falsche Propheten kommen werden und falsches Evangelium verkünden. Und die werden das Wort Gottes verdrehen und sie werden im Namen Gottes kommen und mit falschen Prophetien kommen. Ne? Das ist ganz, ganz wichtig, dass wir auch drüber sprechen. Das alles haben wir heute besprochen, ja. Aber jetzt kommt der absolute Knockout, Leute. Der endgültige Knockout. Ja, also wir haben auch gelesen, dass die Engel, ja, wenn ein Engel kommt, ja, und er ein anderes Evangelium verkündigt, ja, so sei er verflucht. Ja, das ist ganz wichtig. Und deswegen, wir sehen hier, dass das Evangelium uns warnt. Und an unsere jesidischen Brüder und Geschwister, ich sehe eure Nachrichten, natürlich bin ich für euch und Liebe geht raus, ja. Und danke, dass du über Jesiden auch redest. Natürlich, Bruderherz, ich küsse doch dein Herz, Mann. Ich küsse doch dein Herz. Sag mal, haben wir auch unsere mexikanischen Chicanos hier? Wo sind unsere mexikanischen Brüder eigentlich? Wo sind unsere mexikanischen Brüder und Geschwister? Ha? Seid ihr auch in der Haus? Alle mal die mexikanische Flagge hier reinposten. An die ganzen Modis. Einmal die mexikanische Flagge hier rein. Siesta. Yeah. Viva la Mexico. Viva la Mexico, ich küsse doch eure Herzen. Viva la Mexico. Wow. Die ganzen Chicanos hier, Viva la Mexico, einmal.
Ich küsse doch eure Herzen, Leute. Ich küsse doch eure Herzen. Für die schönen Worte. Guck mal, Silan schreibt, ich bin so dankbar, dass es so Menschen wie euch gibt. Ja. Silan hat was geschrieben? Wo? Silan hat geschrieben, ich bin so dankbar, dass es so Menschen wie euch gibt. Ja, natürlich, ist doch kein Problem. Herzchen geht raus, ne? Natürlich. Ja. Genau. Also ganz wichtig, Leute, ich will noch das Evangelium noch ein bisschen predigen, ne? Das ist ganz, ganz wichtig. Ich war noch nicht fertig. Also heute hatten wir wirklich sehr, sehr viele Themen gehabt über falsche Propheten, falsche Weissagungen, falsche Prophetien, in den Jeremia-Vers, in den Galater-Vers, ja. Denn Gott hat diese Propheten nie gesandt, ne? Und wenn er sie gesandt hat, dann möchte er Angesicht zu Angesicht mit diesen Propheten sprechen und ihnen auch einen Traum schicken, ja, damit wir auch sicher sind oder damit er auch sicher ist, dass er der Prophet ist. Das ist ganz, ganz wichtig, weil Gott spricht zu dir, ja, es ist ganz, ganz wichtig, vor allem als Prophet, ne? Brasilien, viva la Brasilia! So, und jetzt aber, Leute, kommt der absolute Knockout, Leute. Merkt euch das sehr gut, Leute. Absolute Knockout, Leute. Ja. Bevor ich weitermache, Leute, ja, einmal die aramäische Flagge hier reinposten für unsere aramäischen Brüder, Leute. Einmal die aramäische Flagge, Leute. Einmal für unsere Aramäer, Leute. Einmal die ganzen Modis, die aramäische Flagge. Let's go. Bam, 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 bam. Einmal die aramäische Flagge, Leute. Ich küsse doch euer Herz, Mann. Ich küsse doch euer Herz. So. Leute, jetzt gehen wir mal in den 2. Korinther. Kapitel 11, Vers 4. Hier geht es um Issa und einmal um Jesus. Und jetzt wollen wir die biblische, also wir hatten heute, wie gesagt, sehr viele Themen gehabt über falsche Prophetien etc. pp. Jetzt ist das Letzte, was wir wissen wollen, ist, wer ist Issa? Jetzt haben wir eine biblische Antwort, Leute. Eine biblische Antwort, Leute. Jetzt gehen wir drauf ein. Okay? 2. Korinther. Alle können mitlesen, alle, die eine Bibel da haben, Leute, ja, alle, die eine Bibel da haben, nimmt es zur Hand und lasst uns darüber sprechen, Leute, okay? Ich werde es euch vorlesen gleich, alle, die Bibel in der Hand nehmen und mitlesen. 2. Korinther, Kapitel 11, Vers 4, Leute, ich lese es euch vor, okay? Denn wenn der, welcher zu euch kommt, Leute, hört zu, kommt einen anderen Jesus verkündigt, den wir nicht verkündigt haben, oder wenn wir einen anderen Geist empfangen, wenn ihr einen anderen Geist empfangt, den ihr nicht empfangen habt, oder ein anderes Evangelium, das ihr nicht angenommen habt, so habt ihr das gut ertragen. Habt ihr gehört, Leute? Wir haben hier ganz klar eine biblische Antwort. Weil die sagen ja, Issa ist Jesus. Hier haben wir die biblische Antwort. Denn wenn der welcher zu euch kommt und einen anderen Jesus verkündigt, Leute, das ist ein klarer Knockout. Niemals werde ich Jesus Christus verlassen, Leute. Ein biblischer, das ist wirklich eine Prophetie bis zum geht nicht mehr. Das ist wirklich eine starke Prophetie, was wir hier haben. Flex, wir Bruder. Lesen, guck mal. Ja, Bruderherz. Ich wollte nur ganz kurz sagen, willst du dem Islam einen endgültigen Knockout anhand der Bibel geben? Das habe ich schon getan. Willst du noch, schau mal, du hast so das I gesetzt und ich gebe dir das Tüpfelchen obendrauf, okay? Du willst mir noch das Tüpfelchen obendrauf geben? Ich gebe dir das Tüpfelchen obendrauf, aber ich habe zuerst eine Frage an dich, okay? Ja, Bruderherz. Beschreib mal bitte, wie sieht oder aus was besteht die Kaaba? Ist es ein Stein? Ist es ein Plastikbeutel? Was ist das? Also wenn ich mir die Kaaba ganz genau anschaue und dann müsst ihr doch sagen, dass es ein Stein ist, oder? Also ich werde es respektvoll
ausdrücken, ne, damit okay. Die das genau. Okay. Es ist ja so ein Silikonteil, ja, das in der Mitte da, dieses Stein da, ne? Ja, genau. Und da sind genau. ja drei Steine, das sind so drei Vulkansteine, so, die da genau, aussehen richtig. Wie. Richtig. Genau. Und richtig. Die sagen ja, es kommt vom Paradies, ja? Richtig, richtig. Ich bin ganz ehrlich, also für mich, ja, aus biblischer Sicht auch, wenn wir in die Bibel reingehen und uns das in der Bibel anschauen, ja. It's vegan, das ist schon Götzendienst, was die da in der Kamera. Jetzt hast du genau das gesagt, was ich hören wollte. Guck das mal, pass auf. Sag's doch mal. Das ist Götzendienst. In meinen okay. Augen ist es Götzendienst. So, ja. Jetzt alle 210 Leute, die eine Bibel haben, inklusive dir, Flex, schlag ja, bitte na klar, auf. Ja. Dritter Mose. Warte, vierter, was, vierter? Dritter Mose. Dritter Mose, warte, nicht so schnell, Bruder Herz, weil ich muss ja. das hier immer ein... So, Kapitel? 26. Oh, okay. Und Vers? 1. Lies ihn allen bitte vor. Lies ihn den ganzen Leuten hier drinnen vor. Lies vor. Oh, das ist ein Knockout. Ach, du steigst die Seele. Lies es vor, Bruder. Lies es vor, es muss jeder wissen, also, Leute, was da drin steht. Bezug zu Götzendienst, Leute. Das Evangelium warnt uns davor. Leute, hört zu. Gehorsam bringt Segen. Hört zu, Leute. Wow. 3. Mose, Kapitel 26, Vers 1, Leute. Knockout für den Islam. Ihr sollt keine, ja, ihr sollt keine Götzen machen. Hört zu. Ein Götterbild. Und eine Säule sollt ihr euch nicht aufrichten. Auch kein Stein mit Bildwerk. Oh mein Gott, look out! Look out! Und hier steht noch Steine mit eingeritzten Bildern, ne? Genau, richtig, richtig. Ihr das ist Knockout! 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 Ich lese gerade weiter. Bruder, Bruder, sei ganz ehrlich, wie gut hey, du das sagst. Ich lese es nochmal vor. Ich lese es nochmal vor. Mann. Ey, Leute, der Stream, ich bin voller Energie, Mann. What? Bruder, ich kann dir noch mehr solche Verse bringen, wenn du möchtest. Bruder, ich lese das jetzt vor. Ich lese mach das nochmal. Mach das, Bruder. Ich klinge mich nur ganz kurz aus, ich höre dir aber zu. Das ist ein Bum-Bum-Vers. Leute, nochmal, Leute. Ja. 3. Mose, Kapitel 26, Vers 1, Leute. Leute, alle, die eine Bibel haben, Leute, nehmt es zur Hand und hört zu. 3. Mose, Kapitel 26, Vers 1. Wow, unglaublich. Alle, die ready sind, Hand nach oben einmal, Leute. Alle, die ready sind, Hand nach oben. Ein Däumchen bitte, Leute. Heute zerlegen wir das Ding, Leute. Ein Däumchen nach oben, Leute. Küsst auf eure Herzen. Bruder, so zerlege ich die Muslime, wenn ich auf der Straße am Missionieren bin. Zu krass. Alle Däumchen nach so oben, alle sind ready. Nacheinander. So zerlege ich alle sind ready. Nacheinander. Wir legen jetzt los. Also, 3. Mose, Kapitel 26, Vers 1. Ihr sollt keine Götzen machen. Ein Götterbild und eine Säule sollt ihr euch nicht aufrichten. Oh my God. Und auch kein was? Und auch kein Stein mit Bildwerk in eurem Land aufstellen. Ich lese das nochmal. Flex, hörst du mich? Na, ich bin umgekippt. Oh. Okay, ich lese das nochmal. Flex. Also. Ich lese es nochmal hier von Hoffnung für alle, ja? Hey, Mann, das ist der Wahnsinn. Leute, das ist ein Knockout. Man, guck mal, ich sag euch, das Evangelium, man merkt einfach, das Evangelium ist die Wahrheit, Leute.
Guck mal, wie die Bibel sowas beschreibt, Leute. Auch kein Stein mit Bildwerk in euren Land aufstellen, dass ihr euch davor niederwerft, denn ich, der Herr, bin euer Gott. Boah. Bruder, sag mir ganz ehrlich, habe ich dir zu viel versprochen? Bruder, du hast alles zerlegt gerade, ich sag dir ehrlich. Bruder, ich habe den Vers mal gebracht in der Debatte. Ja. Ja. Habe ich den Vers gebracht und bin danach aufgestanden. Kennst du das, wenn die Footballer einen Touchdown gemacht haben? Genau so habe ich dann getanzt vor der ganzen Kamera. Wahnsinn. Ja, ja. Was Flex, eine tolle Nachricht nach der anderen, ne? Unglaublich. 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 Wow. Gottes Wort ist und bleibt schau mal, wahr. Schau mal, du musst einfach mal so rechnen. Pass auf, Bruder. Ich sag jetzt was. Diesen Vers, den du geschrieben hast, den du jetzt gerade vorgelesen hast, ja? Dieser Vers ist ungefähr, ich sag jetzt mal so 4000 Jahre alt. 4500 Jahre alt. Wenn, ja. wenn du jetzt mal hingehst und rechnest noch die 600 Jahre Islam obendrauf, dann bist du bei fast 5000 Jahren. Ja? Das Wahnsinn. Heißt, vor 5000 Jahren hat uns Gott schon vor Momo Abi gewarnt. Ja. Also der liebe Gott hat uns schon sehr, sehr frühzeitig gewarnt. Definitiv. Das sehen wir hier anhand der Schriften. Das ist der Wahnsinn. Ja. Das ist der Wahnsinn. Jetzt holen wir mal gleich. Die Bibel kam zuerst. Ganz einfach. Die Bibel kam zuerst. Und er warnt uns sogar noch davor. Ja. Er warnt uns noch davor. Hallo. Bruder, in dem Sinne, ich melde mich dann wieder, wenn du wieder so einen Stempel wieder brauchst. Also ich höre dir immer zu, ich lasse dich immer das I schreiben und das Tüpfelchen bringe ich dir dann immer wieder, okay? Bruder. Kein Problem, Bruder. Jetzt ich krieg dein Herz, Bruder. Alles klar. Hey, macht's gut. Gottes Frieden euch. Maranatha. Gottes Segen. Ich wollte noch neben den Tüpfelchen daneben noch auch ein Tüpfelchen reinlegen. Ach du Scheiße. Wir haben ja jetzt über viele falsche Propheten, über viele falsche Engel gesprochen. Und jetzt reden wir mal über echte Engel, was sie tun. Und jetzt liest mal bitte Flex Offenbarung 22, 16 komplett durch. Warte, Bruder Herz. Ey, dieser Vers ist ein Knockout-Vers. Dieser dritte Mose, Vers 26, ist ein endgültiger Player. Wäre er nicht verfälscht. Und es erschien ihnen nur so, oder wäre er nicht nur so erschienen? Leute, Wahnsinn. Und da schreibt der eine, soll euch Allah recht leiten. Nein, soll dich der liebe Gott recht leiten. Also Dr. John ist hier, sehe ich gerade, er hat es bestätigt. Dr. John hat es bestätigt. Ja. Ja, 3. Mose, Vers 26. Kann jemand mich kurz einmischen, mein Freund? Ja, mein Lieber. Hallo? Ja, hallo, was können wir denn für dich tun, mein Lieber? Eine wunderbare, schöne... Guten Abend, mein Bester. Ich hoffe, geht's euch gut. Danke. Uns geht's super gut. Bitte sehr. Sehr schön, das freut mich. Und ich höre immer sehr viel... Debatten von Islamisten, dass sie sich lustig und beleckend machen über andere Glauben und über Versen von Bibel, dass sie das angeblich in oder haben die sind auch nicht verstanden haben, die Menschen gehören sich ganz schlecht an Internet. Versen gab, aber die Christen haben die sich mein Internet ist schlecht. Ja. In seinem Internet, man hört sich ganz schlecht, aber ich glaube, jetzt geht's. Hallo? Jetzt, ja, hallo? Ich werde später, wenn ich zu Hause bin, werde ich mal Kamera schicken und dann können wir mal ein bisschen diskutieren. Okay, alles klar. Okay. Alles klar. Okay. Danke. Okay. Ciao. Ja, weil sein Internet ist ein bisschen schlecht. Ich glaube, sein Internet ist ein bisschen schlecht. Aber ist nicht so schlimm, er soll nachher nochmal kommen. Ne? Und dann passt das.
Ja, Leute, es ist der Wahnsinn. Claudio, wir machen jetzt gleich weiter. Ja. Ich lese nochmal 3. Mose, Vers 26, ja. Lese ich nochmal. Ihr sollt keine Götzen machen. Ein Götterbild und eine Säule sollt ihr euch nicht aufrichten. Auch kein Stein mit Bildwerk in eurem Land aufstellen. Ey, Mann, das ist der Wahnsinn. Knockout. Also ich bin ehrlich, wer das verstanden hat und wer das angenommen hat, der wird niemals zu dieser anderen... Aber was soll man da nicht verstehen, Flex? Was soll man da nicht verstehen? Also, das versteht man. Das versteht man. Hier steht, ihr dürft euch vor keinem Götzen niederwerfen und ihn anbeten, denn ich allein bin der Herr, euer Gott. Also, die werfen sich ja vor diesem Stein ja nieder. Wenn du ja in der wenn du das ja anschaust, so Videos und so, dann siehst du ja, wie die sich vor diesem Stein ja niederwerfen. Ist der Wahnsinn. Nidal, Bruderherz, ich küsse doch dein Herz, Bro. So. Mekka hatte gerade ein Erdbeben. Echt jetzt? Oh, okay. Krass. Die Mekka hatte gerade eben ein Erdbeben. Ob das stimmt, ich weiß jetzt nicht. Wahnsinn. Vielleicht kannst du noch mal sagen, weil einige hier fragen, warum die jesidische Flagge im Hintergrund ist. Du kannst es denen ruhig sagen. Gerne, sag's denen. Ach so, nee, ich dachte, du wolltest das sagen. Wir feiern erstmal heute die tolle Neuigkeit, die eben reinkam. Bruder, ich bin nur auf, ich bin die ganze Zeit am Tippen, dich am Liken und deswegen bin ich da versehentlich draufgekommen. Aber gut, ich wollte nur sagen, du bist für die Jesiden ein großes Segen, Digga. Und ich habe mich auch mega gefreut, als ich das gehört habe, dass das durchgegangen ist. Unfassbar, heftig krass. Also wirklich top, mach weiter so, Flex, Digga. Auch andere Leute hören zu, viele auch Jüngere, ne, und die lernen daraus, ne. Und die sehen, dass die Bibel sich auf jeden Fall. Digga. Du bist der Hammer, wirklich ein Segen auch für die Jesiden, Alter, wirklich. Der Herr beschütze dich, Bruder. Danke, Bruderherz, ich küsse doch dein Herz. Eileen, ich küsse doch dein Herz, Eileen. Ich gehe wieder runter, ja? Okay, Bruderherz, kein Problem. Ja. Leute, für die das noch nicht wissen, okay, Bruderherz, kein Problem. Für die es noch nicht wissen, ja, Eileen, ich küsse dein Herz. Wirklich, ich küsse dein Herz, Eileen. Bero, ich küsse dein Herz. An die es noch nicht wissen, ich will es euch nochmal sagen, ich habe ja vor 2 Tagen, ja, habe ich unbedingt diese Petition, ich habe über die Petition gesprochen, ich habe gesagt, Leute, wir müssen diese Petition unterschreiben, es geht um die Esiden, dass die nicht abgeschoben werden. Ich habe die ganze Zeit drüber gesprochen, weil es mir wirklich am Herz liegt. Und wirklich, ich habe da Gas gegeben. Jeden Tag bin nachts nochmal live gekommen und habe gesagt, hey Leute, ihr müsst diese Petition unterschreiben. Ja, das war mir sehr, sehr wichtig. Ja, und das haben wir jetzt 2 Tage lang gemacht. Mhm. Und dann habe ich auch immer wieder aus der Bibel zitiert und habe gesagt, Leute, an die Esiden, Gottes Hand ist über euch, ja, und Gott wird euch immer schützen, egal in was, ja. Und heute haben wir die Nachricht, Abschiebestopp. Die Jesiden werden nicht abgeschoben. Einmal Nordrhein-Westfalen, Bremen, Leute, Niedersachsen. Leute, das ist der Wahnsinn. Und vor 2 Tagen habe ich noch zu den Jesiden gesagt, an unsere Brüder und Geschwister, Gottes Hand ist über euch. Und heute kriegen wir die beste Nachricht, Mann. Leute, ey, ich freue mich bis zum geht nicht mehr. Also ich werde jetzt gleich eine kleine Pause machen, Leute. Werde erstmal was essen, weil ich freue mich wirklich. Von ganzem Herzen. Vor lauter Freude muss ich offline gehen und erstmal was essen, Leute. Ich sage euch ganz ehrlich. Und dann komme ich später nochmal live. Aber Leute, ich küsse doch eure Herzen, Mann. Wirklich. Deswegen bin ich auch zum Schluss reingekommen, weil dieser Vers 16 bis 20 ist so noch die Krönung für alle im Stream, damit der wirklich beendet wird mit den Worten des Lebendigen. Schieß los. Du kannst es ruhig. Du freuen. Bitte. Nee, du bitte. Ich? Oder jetzt. Du. Ja, okay. Du. Der musst mir sagen, welches Brief? Offenbarung. Okay, warte, nicht so schnell bitte. Offenbarung, ja, Kapitel 22,
Ab Vers 16. 22. Also wir haben ja die ganze Zeit über Engel, gefallene Engel, die eventuell ein anderes Evangelium verkünden. Und jetzt gucken wir mal Gott was er wirklich, Engel herabsendet, was deren Aufgabe ist, wenn Gott wirklich Engel einsetzt. Und, also wir sehen hier Schützen in der Offenbarung, okay, Offenbarung Kapitel 22, Vers 16. Okay. Genau, also ja, Eileen, ich küsse doch dein Herz. Eileen, ich küsse doch dein Herz. Ne? Aber ich küsse das Herz eurer Mütter. Das ist wirklich das Beste, was ich immer sagen kann. Immer, ich küsse das Herz eurer Mütter. Wirklich. Also, du hast gesagt 16, Claudio? Genau, 16. Ja, 16, ja. Okay. Offenbarung, Kapitel 22, Vers 16. Okay. Ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, um euch diese Dinge für die Gemeinden zu bezeugen. Zu bezeugen. Und nicht ein anderes Evangelium zu verkünden, Leute. Zu bezeugen. Leute, wenn Gott einen Engel schickt, dann schickt er einen Engel, um das Evangelium was zu tun? Zu bezeugen. Und nicht Gottes Wort zu verdrehen. Das ist der Wahnsinn, Leute. Ey, wirklich, die Bibel, das ist eine Waffe, Leute. Die Bibel ist eine Waffe. Das ist der letzte Kapitel der Bibel. Das ist der letzte Kapitel jetzt der Bibel. Ja. Um die Gemeinde zu bezeugen. Ich bin die Wurzel und der Spross Davids. Der leuchtende Morgenstern. Hey, aber wir wissen aber, wer der Morgenstern ist, ne? Das dürfen wir auch nicht vergessen. Na, ja, richtig. Genau. Der leuchtende Morgenstern. Und der Geist und die Braut sprechen. Komm, und wer es hört, der spreche. Komm, und wenn da dürstet, der komme. Und wer will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Wow. Amazing. Fürwahr, ich bezeuge jedem, der die Wort der Weissagung dieses Buches hört. Leute. Wow. Ich kann nicht weiterlesen. Knockout! Ja. Knockout! Was fertig. Ist heute? Wer ist das? Errettet? Fertig. Ja, errettet. Achso, ja. Ich dachte jetzt, das wärst du. Ich dachte, Verrückter ist schon wieder da. Bruder Herz, nur eine Information. Ja, bitte. Es gibt die Kaaba, das ist in Mekka, ja? Ja. Und es gibt bei uns im Irak, südlich von Bagdad, die Karbala und Najaf, das sind die Schia. Die haben auch ihre Götzenhäuser und Götzensäulen aufgebaut und da gehen die hin und beten zu den Toten. Knockout! Sie bieten zu ihren Gestorbenen Ali, Hussein, Abbas, die sind Staub geworden und bieten die an und binden Tücher an diesen Gehäuse dort, an diesen Säulen. Knockout! Wallahi, Muhammad und Ali und Hussein und Abbas. Ich küsse sein Herz. Ey, Leute, wir haben wirklich das beste Stream. Das ist so geil. Ich bin drüben im anderen Zimmer. Ich höre nur Knockout. Zu geil.
Leute, zu geil, Mann. Zu geil. Wirklich, das ist so ein geiler Stream. Ich glaube, besser geht's gar nicht. Leute, besser geht's gar nicht. Ja. Wahnsinn. Wahnsinn. Wahnsinn, 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 Wahnsinn. Miede, ich küsse doch dein Herz für das Abo. Leute, wirklich, ich bedanke mich immer wieder. Das ist der Wahnsinn, Leute. Ich küsse doch eure Herzen für das Abo, Mann. Wirklich. Zum Abschluss soll euch der liebe Gott wirklich zehnfach belohnen, Leute. Wirklich zehnfach belohnen, Leute. Ich küsse eure Herzen. Ja, und wenn ich einfach was für die Community machen kann, Leute, schreibt mir einfach, Leute, wirklich. Möge der Herr wirklich euch segnen und heiligen in jeder Richtung. Wirklich. Flex, aber bitte zu Ende lesen, Flex. Ja, ich lese das jetzt gleich zu Ende. Entschuldigung, Bero, ich wollte dich nicht unterbrechen. Nee, hier ist doch jemand oben, der hat noch gar nichts gesagt. Der macht aber gerade eine Kaffeepause. Ja, dann hat er nichts zu sagen, siehst du doch. Sonst wird er keine Pause machen. Oh, ich kann nicht mehr. Ich habe vor Tränen gelacht gerade. Naja. Hey Leute, ich muss ganz ehrlich sein. Habt ihr gemerkt, wenn diese Dämonen nicht da sind, haben wir wirklich ein wunderschönen Stream. Und es ist wirklich sehr, sehr schön. Ihr hört ihr mich überhaupt alle? Ja. 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 Das ist der Wahnsinn, Leute. Wir haben wirklich einen wunderschönen Stream. Ne? Das ist Wahnsinn. Ja, Dr. John hat es bestätigt. Dr. John hat es bestätigt, genau. So. Eileen, ich küsse doch dein Herz. Eileen, ich küsse doch dein Herz. Ja. Jetzt gucken wir mal. Yes, also der Kollege ganz oben, was können wir für dich tun, mein Lieber? Ich wollte nur fragen. Eine Frage. Wir hören dich ganz schlecht. Wir hören dich ganz schlecht. Okay, jetzt, oder? Entweder Kopfhörer raus, Stecker raus, damit wir dich besser hören. Jetzt? Jetzt ist gut. Jetzt hören wir. Ja, jetzt gut. Jetzt gut. Ich wollte nur fragen, was ist diese Flagge hinter dir steht? Schau. Das ist meine Flagge, aber wer bist du? Ich bin Flex und ich unterstütze Jesiden. Ich unterstütze Jesiden. Ich bin für das jesidische Volk. Ah, okay. Afrikanische genau. Jesiden, oder? Nein. Nicht afrikanische Jeside. Was dann? Also, ich unterstütze die Minderheit der Jesiden. Und es gab heute einen Abschiebestopp. Jesiden werden nicht abgeschoben. Nee. Ich habe seit 15 Jahren Duldung, okay? Und die schicken mir nicht nach Hause. Wann du nicht klauen, wann du nicht Drogen verkaufen, wann du nicht Messer hinter die Jesiden drücken, dann schießen, die schicken dich nicht nach Hause. Das stimmt so leider okay. nicht. Das leider stimmt schon. Ich habe seit 15 Jahren, ich wohne in München, ich habe Duldung, okay? Ich habe keine Wohnung auf meinen Namen. Okay? Und ich habe Arbeit. Und warum die schicken mir nicht nach Hause? Ja, okay, du bist schon länger in Deutschland, das ist was anderes. Hier geht es um die 2014 und so kamen, wegen der Sachen mit dem IS und so. Was passiert 2014? Ja, die halt geflüchtet sind aus dem Irak wegen Schinkal und diesen ganzen Sachen. Die werden abgeschoben, aber das hat sich jetzt gestoppt heute in manchen Bundesländern. Kommt ja aus Schinkal. Wie bitte? Nein. Guck mal, es ist alles okay. Du hast mich gefragt, warum ich die Flagge habe. Ich habe ja, dir jetzt eine sehr gute. Das ist meine Flagge. Ich kann wegen dieser Flagge sterben, kein Problem. Das ist meine ich Flagge. Ich unterstütze die Flagge. Brauchst dir keine Sorgen machen. Alles gut. Vielen Dank. Viel Spaß euch. Ich hoffe, immer so weiter. Immer so weiter. Kein Problem. Ich küsse dein Herz, Bruder. Eine Esiden sind 2 Millionen Menschen. Eine, stell dir. Wir sind
100 Milliarden Menschen, nicht Millionen, Milliarden. Wir sind Milliarden. Eine ist Million und bleibt Million. So sieht's aus. So sieht's aus. Also, dann bedanke ich mich. Okay, der ist ja freiwillig rausgegangen. 100 Milliarden. Also, Leute, 100 Milliarden ist schon ein bisschen zu viel, aber ja, okay. Also 100 Milliarden ist wirklich ein bisschen zu viel. Aber okay, ich sage jetzt einfach mal okay. Leute, aber Leute, da siehst du die Angst in denen, ne? Weil die sehen ihre Flagge im Hintergrund, also bei dir im Hintergrund und dich natürlich, was jetzt nicht böse gemeint ist, aber deswegen ist es gut, dass sie hier reinkommen und dass man die nochmal aufklärt, ne? Leute, richtig. Weil die haben immer noch die Ängste in sich, man, ich höre das immer wieder raus, ne? Da ist Leute, sehr viel. Geflext. Ich küsse deine Augen, ich küsse deinen Kopf, ich küsse dein Herz, ich küsse euch allen vom am Herzen. Ich muss jetzt weg, mein nächster Kunde wartet. Wir sehen uns. Ja, kein Gottes Problem. Segen, ich küsse dein Herz, Bruder. Gottes Segen, Bruder. Ich küsse deinen Augapfel. Augapfel. Ja, kein Problem, Bruder. Ich küsse doch dein Herz. Halla. Falls du es nicht mitbekommen hast, das erwähne ich jetzt nochmal. Ich habe vor 2 Tagen über die Bibel gesprochen und habe die Flagge gehabt und habe den Esiden gesagt, hey Leute, hört zu, Gottes Hand ist über die Esiden, okay? Und es geht ja um die Abschiebung. Und dann habe ich die Petition hier reingepostet, da habe ich alle drauf gefordert, dass die das unterschreiben sollen, dass die Esiden nicht unter, wie gesagt, abgeschoben werden. Und heute haben wir wirklich die beste Nachricht in NRW, Bremen, wirklich Niedersachsen. Gibt es keine Abschiebung mehr, ne? Und da bin ich wirklich sehr, sehr Gott froh, dass das auch stattgefunden hat, ne? Genau. Deswegen habe ich die jesidische Flagge, ich unterstütze die Flagge und genau. Solo Fufu, ich küsse dein Herz. Kannst du deine Geschichte erzählen, wie du fast Salafist geworden bist? Um Himmels Willen, oh Gott! Du meinst fast Moslem, nicht Salafist. Wäre ich wahrscheinlich ein Moslem, dann wäre ich wahrscheinlich ein brutaler Salafist, bin ich ganz ehrlich. Also mit dem Denken, was ich habe, auf biblischer Sicht, dass ich so über die Bibel denke und so positiv und so voller Energie bin, wenn ich jetzt auf der anderen Seite wäre, boah, ich wäre wahrscheinlich mega schlimm, ne? Ich wäre mega, mega schlimm, ne? Also ich glaube, wäre ich auf der anderen Seite... Kannst du dein Mikro ausschalten? Wer? Küss doch dein Herz, mein Bruder. Ich bin das nicht. Ich sag keinen Ton. Rauschen. Ja, du hast gerauscht, also wir sind alle auf Stumm. Ja, weil ich Gottes Wort in der Hand halte und habe einmal kurz umgeblättert. Das war ach so, okay. Oh. Okay, auch nicht schlecht. Ja, genau, das ist die Geschichte. Also, wie gesagt, ich habe gemerkt, dass das Evangelium Gottes wirklich die Wahrheit ist und darin, wir erkennen es auch, ja, auch an der Schrift, dass es die Wahrheit ist. Wäre ich aber auf der anderen Seite, Leute, dann wäre ich wahrscheinlich ein Radikaler, ne? Da wäre ich ein Radikaler, Leute, deswegen. Das ist ganz, ganz wichtig, ne? Dass ich darüber spreche und wie gesagt, genau, Leute. Ne? Ich küsse doch eure Herzen. Auf jeden Fall, Leute, wir machen jetzt alle was? Eine kleine Pause, Leute. Okay, Leute, wir machen jetzt alle eine kleine Pause. Nein, ich hoffe, ihr seid mir nicht böse. 18 noch nicht? Bis 20 zu Ende lesen. Nein, 18 bis 20, da endet die Bibel. Das ist ganz wichtig, okay. 18 bis 20. Und danach kannst du... Also Leute, wir lesen jetzt nochmal Offenbarung 22, Leute, okay? Seid nicht traurig, wenn ich offline gehe, ich mache nur eine kleine Pause, Leute. Ihr dürft mir nicht böse sein, okay? Seid mir nicht böse, eine kleine Pause. Aber in der Offenbarung 22 lesen wir jetzt ab 18 weiter. Ich lese das komplett zu Ende und dann gehe ich offline, Leute, und machen wir eine kleine Pause, Leute.
Fürwahr, ich bezeuge jedem, der die Worte der Weissagung dieses Buches hört. Wenn jemand zu diesem Ding hinzufügt, so wird Gott ihm die Plagen zufügen. Wow. Das heißt also, Leute, die Bibel ist das Wort Gottes, denn du kannst hier in diesem Buch nichts hinzufügen. Wahnsinn. Von denen, in dem dieses Buch geschrieben steht. Und wenn jemand etwas wegnimmt von den Worten des Buches, dieser Weissagung, so wird Gott wegnehmen seinen Teil von dem Buch des Lebens. Wow. Und von der heiligen Stadt und von den Dingen, die in diesem Buch geschrieben stehen, es spricht der dies bezeugt, ja, ich komme bald. Amen. Ja, komm, Herr Jesus, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen, Leute. Amen. Die Hand Gottes, Leute, ist auf euch, Leute. Ich küsse doch eure Herzen. Ich küsse doch eure Herzen, Leute. Ich küsse eure Herzen, wirklich. Das ist der Wahnsinn. Also hier lesen wir ganz klipp und klar, was der Herr mit uns vorhat. Und der Herr Jesus Christus sagt selber, wenn jemand versucht, etwas hinzuzufügen, wo Gott selber sagt, es ist vollbracht, so wird er Plagen. So wird er Plagen hinzufügen zu dieser Person. Das ist der Wahnsinn. Die Bibel ist und bleibt die Wahrheit, Leute. Einmal alle ein Amen hier in dem Text. Einmal hier unten in den Chat, einmal ein Amen, Leute. Ich küsse doch eure Herzen. Einmal alle ein Amen. Holen wir noch jemand hoch, fragen wir, was er will, und dann machen wir Pause, Leute. Ne? Okay, er ist rausgegangen. Nicht so schlimm, oder? Warte. Wann kommst du nachher wieder live? Warte, wir holen erstmal die Jenny kurz hoch, dann komme ich gleich auf dich zu, Bero, okay? Ich küsse doch deine Füße. Ja. So, Jenny. Hallo, Jenny. Jenny, hallo. Hello. 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 It's me. Again. Würde jetzt an mir sagen. Hello, Jenny. Are you there? You swing well, but you miss terribly. Flex, die meisten haben gefragt, wann du heute wieder live bist, ich würde sagen, damit wir das wieder feiern. Ja. Emmert, ich küsse dein Herz. Leute, ich komme wieder live, aber das wird spät. Ne? Also das wird so zwischen 23 Uhr sein, 0 Uhr, 23 Uhr. Ne? Ich küsse eure Herzen. Ne? Seid ihr damit einverstanden, Leute? 23 Uhr ist mehr als nur fair, oder? 23 Uhr. Isa, ich küsse dein Herz, Bruder. Und klar. Dann eine Kaja Shehan möchte dann mit in dein Live kommen. Wer ist das? Ich glaube, das ist eine Jesiden. Okay. Khaja Shehan. Ja, okay, dann holen wir mal die Schwester kurz hoch und dann früher, hab morgen Schule. Ich versuche ein bisschen früher zu kommen, Leute. Ich küsse doch eure Herzen. So, Khaja. Hello? Hello? Khaja, bist du da? Ja, hallo. Hörst du mich? Ja, wir hören dich, Schwester. So, du unterstützt doch die Jesiden, richtig? Wie bitte? Du unterstützt doch die Jesiden, richtig? Genau, richtig. Du musst ein bisschen lauter reden, du bist so leise. Näher an deinem Mund. Okay, keine Ahnung. Shevin, ich küsse dein Herz. Khaja, bist du noch da? Sie kann glaube ich nicht. Okay, komisch. Warte. Ja, nicht so schlimm. Leute,
Ich küsse euer Herz, Raja. Komm einfach nachher bei mir im Stream hoch. Dann kannst du mir alle Fragen stellen. Das ist gar kein Problem. Ne? Sollen wir noch eine Bonusrunde machen? Willst du dir noch machen? Eine Bonusrunde? Oh nein. Next verhungert gleich. Eine Bonusrunde. Ich hab Hunger. Ich erzähle die Vorgeschichte und du liest nur Matthäus 4 ab Vers 8 vor. Nur diesen einen Vers. Allah. Und genau, du sagst es. An alle, die jetzt, was du gerade gesagt hast, Allah verspricht jedem Moslem alle Reichtümer dieser Welt, wenn sie ihn ehren und anbeten. Ach, das wir machen später. Das später. Ich kenne das. Lass uns das später machen. Ja, okay. Lass uns das später machen. Ich küsse dein Herz, Bruder, aber wir machen das später. Lex, aber nicht so spät. Hier müssen einige morgen arbeiten. Ja, okay. Ich versuch ein bisschen früher zu kommen. Ich versuche ein bisschen. Bero, hast du schon abonniert? Ja. Gut, ja gut, dann darfst du Ansprüche stellen, alles gut. Ansprüche? Ich küsse doch eure Herren. Was hast du gesagt, Herren. Mein Bruder? Oh, Kaja hat sich bestimmt. Ja. Ah, da ist es. Raja, ich bin später nochmal da und dann kannst du mir später die Frage stellen. Ist das okay? Okay, alles klar. Ich heiße außerdem Kaja Shekha. Okay, super, Kaja. Super. Küsst doch eure Herzen. Ne? Also Leute, bis später. Ciao. Später rein. Ich küsse eure Herzen und bis nachher, Leute. Bye, bye. Gottes Segen an alle. Ciao. Gottes Segen. Walla, der Typ, Bruder, es tut mir leid. Ich wollte das morgen, doch nicht. Morgen, Bruder. Morgen. Also ich bin geschockt heute. Ich bin geschockt. Also Bruder, er ist geflext. Er ist geflext. Und Allah sagt doch im Koran, diejenigen, die zum Christentum angehören, sind diejenigen, die euch am nächsten stehen und eure Freunde sind. Sure 5, Vers 82. Ja, gibt's auch noch einen Vers. Amen, Amen. Amen, Amen. Leute, das reicht. Also Leute, ich küsse eure Herzen. Bis morgen. An die ganzen Muslime, nehmt euch mal bitte Vorbild an Ozan. Er bringt euch den Islam gerade bei. Nehmt es an, was der sagt. Ja, kennt das nicht an, Bruder. Die brauchen beleidigen. Einen Gelehrten, Bruder. Die sagen doch, man versteht den Koran, auch die Hadithe nicht. Man braucht doch einen Gelehrten, Mann, Bruder. Wir haben doch keine Ahnung, Mann. Allah sagt, der Koran ist leicht. Yassarna li zikri. Diese Ermahnung ist leicht. Die sagen, nein, die ist schwer. Nein, die ist schwer. Allah sagt, man verrät nicht viel Kitabi bin Shain. In dem Buch ist nichts ausgelassen. Wir sagen, doch ist ausgelassen. Leute, warte, Ozan. Hab ich vergessen. Ja, Alkohol ist verboten im Koran, ja. Warte mal, Hüseyin Audi, ne? Man kann sehen, du hast so viel Hass in dir drin, ne? Dass du schreist, von den 72 Religionen kommen alle in die Hölle, außer eine. Also erstens mal, das stimmt nicht. Im Koran steht, der Prophet weiß nicht, was mit uns geschehen wird. Der weiß es. Audi, du bist für mich wirklich, ne? Du hast keine Menschlichkeit in dir drin. Ja, aber der Prophet sagt doch selber im Koran, der Prophet weiß nicht, was mit uns passiert. Er weiß es nicht. Er kennt auch das Verborgene nicht. Er weiß nicht, wie viele Gruppen es wird. Es wird Gruppen geben, steht im Koran, aber wie viele steht da nicht? Leute, ganz wichtig, Leute. Ich finde das wirklich sehr, sehr stark von Ozan. Ozan, wir werden für dich beten, ja, und wirklich sehr, sehr krass. Sehr, sehr krass, was du heute gesagt hast, wirklich. Also. Hüseyin, warte, Bruder, ich muss noch was sagen, dieser Hüseyin, ne? Hüseyin Audi, ich sage dir was, ne? Bei uns gibt es ein Gebet, wir sagen, beschütze erstmal alle anderen 72 Religionen und dann unsere Religion. Aber dieses Gebet werde ich jetzt rausnehmen von meinen Gebeten. Wegen so einem Menschen wie dich. Ich werde nur für mich beten. Für mich und den lieben Gott. Also, dass du hier drin schreibst, andere, die nicht an diese, was du jetzt gerade geschrieben hast, ich weiß nicht, an was du glaubst. Ich glaube, du glaubst an das Böse. Ja, Sunnite. Du glaubst an das Böse, dass du hier schreibst, alle andere Religionen kommen in die Hölle. Aber Ozan, du bist derjenige, der in die Hölle kommt. Ozan, nochmal zum Abschluss. Denkst du, Sunniten sind böse? Bruder, es gibt auch viele unter denen, die halt nicht wissend sind. Meine Mutter ist auch Sunniten zum Beispiel, Bruder. Aber die lernen zum Beispiel. Meine Mutter fragt auch manche Sachen. Zum Beispiel, ich sage, du hast den Koran gelesen, ne? Meine Mutter kann auch den Koran alles. Dann frage ich, Mama, wenn du das liest, was weißt du, was du gelesen hast? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Und zum Beispiel meine Freunde,
die waren ja alle Sunniten. Ich muss noch meine Brüder schreiben. Ozan, ich küsse dein Herz. Ich folge dir zurück. Und Marouche, ich schreibe dir auch gleich. Und Bruder Verrückt, ich schreibe dir auch gleich, ne? Schreib mir, Bruder, schreib mir. Okay. Aber Bruder, wenn ich fragen darf, ich habe ja ein paar Videos von dir gesehen, ne? Dieser Omar Mika oder dieser Typ, der hat ja auch keine Ahnung vom Islam. Der hat ja was über dich Videos gemacht. Über welches Thema hast du mal Videos eigentlich gemacht, wenn ich fragen darf? Wo du über die soll ich ganz ehrlich sein, ich gucke mir diese Videos gar nicht an, was die da hochladen von mir. Außer von Noriga, die da Debatten-Videos hochladen von mir, Positives über mich sprechen, das gucke ich mir an. Aber was die andere Seite da so gegen mich, sagen wir mal, hochlädt, das schaue ich mir gar nicht an. Nein, ich frage, also was du für Videos gemacht hast, also wenn ich fragen darf. Ich mache gar keine Videos. Aber du hast doch mal ein paar Videos mit Muslimen und so, habe ich doch gesehen, oder Lives oder so, oder nicht? Mein Kopf ist gerade Matsch, lass uns morgen drüber sprechen. Okay. Also wenn du YouTube meinst, das laden andere hoch. Guck mal, zum Beispiel, ich wurde mal von einem Christen gefragt, warum im Koran steht, dass die meisten von den Menschen und den Dschinn in der Hölle werden. Ja, weil im Koran steht, dass die meisten halt Gott was beigesellen, leider. Das ist das Problem. Das machen auch die meisten. Osam, nicht jeder, der dich Muslim nennt. Aber cut. Okay. Cut. Genug jetzt. Also, Leute, ich küsse eure Herzen. Ja, das war wirklich ein geiler Livestream. Ja, Ozan hat wirklich den Leuten den Islam beigebracht, ja, an die ganzen Sunniten und Schiiten. Ihr lernt von Ozan ab morgen. Ich bin raus, ich rede nicht mehr über dieses Thema. Ich bin so gefestigt im Islam, seitdem ich diese Sachen, die quatschen, ablehne, wirklich. Mein Herz ist so erleichtert, Alhamdulillah, wirklich. Ich bin ehrlich, du hast die heute alle vernichtet, ich meine das ernst. Mhm. Ja. Die haben keine Ahnung. Also ja. Ich verstehe das nicht, was die von sich labern. Nur beleidigen oder die sagen, das haben doch unsere Vorväter gesagt. Allah sagt doch im Koran, ermahne mit der Offenbarung, aber sie sagen, nein, wir folgen unseren Vorvätern. Wer haben das gemacht? Die Mushrikin. Alles Mushrikins. Das heißt, diese Sunniten, alles, Wahnsinn. Es gibt Unwissende unter denen. Guck mal, es gibt Leute, die nennen sich Sunniten, aber die kennen nicht so viel oder die folgen nicht, was die sagen. Die nehmen manche, nur zum Beispiel diese manche Sachen. Wer jetzt fünfmal am Tag betet, ist jetzt kein Schirk, ja? Ist ja auch gut. Ja? Ist nicht schlimm. Das ist zwar keine Pflicht, aber ist nicht schlimm. Aber es gibt Sachen, wenn du die aus den Hadith nimmst und praktizierst, das ist Schirk. Steinküsse. Okay. Bruder, Ozan, wir machen jetzt Stopp. Ich muss das verarbeiten. Leute, ich küsse eure Herzen und bis morgen. Gute Nacht an alle. Leute. Ciao, bis morgen. Ja. Ciao. Ja. Gar nichts. Wie kann ein Allah euch befehlen das Hände? Ja, und aber damit du das die 33 verstehst, du musst das die 32 lesen, mein Lieber. Lauf nicht weg. Ganz kurz, Leute, hört ihr mich? Hallo? Hallo, hört ihr mich? Ja, man Leute? Hört dich. Ja? Also ich muss sagen, Karaman, du bist ein Löwe. Oh, das ist brutal. Karaman also, ist nicht krass. Nur wissen jetzt, was stimmt jetzt zwischen Karaman, Ozan, Alimo, Lion Al-Kurdi. Leute, ihr debattiert alleine gerade gegen Karaman. Pass mal auf. Karaman ist eine Maschine. Flex. Ob das Maschine oder Löwe für dich ist, das ist mir egal. Ist das. Eine Minute. Debattiert gegen dich selber. Er nimmt einen Vers und will das auslegen, wie er Lust und Laune hat. Nein. Ihr macht das, wie ihr Lust und Laune habt. Guck mal, lauf nicht weg. Zu welcher Religion gehörst du? Ihr läuft davon weg. Nein. Zu welcher Religion gehörst du? Lauf nicht weg. Alimo. Lass mich doch lesen und dann sag ich dazu. Dann versteht ihr das auch. Ihr sollt das nicht abziehen. Karaman, zu welcher Religion gehörst du denn, mein Freund? Die Sidi. Lieber Alimo, das hat doch damit nichts zu tun. Nein, ich meine doch Arabisch. Guck mal. Ich habe einen Glaube. Es ist doch nicht böse, der kann doch glauben an was er will. Von mir aus an eine Pflaume. Ich frage ihn doch. Der ist Eside. Ach so, Feuer. Ein Feueranbild. Ja, okay, das wollte ich doch nur wissen. Wo ist das Problem? Ich bin Eside und ich habe Koran unter meine Lupe genommen seit 3.8. Sieht aber nicht so aus. 2014, weißt du, danach wollte ich diese Religion verstehen, was da drin steht. Und ich habe einige Verse gelesen, Leute. Und hast du verstanden, diese Religion?
Hast du verstanden, diese Rede? Ich habe Telefon bekommen, ich komme gleich. Hast du verstanden, hast du diese Rede? Geh mal runter, komm wieder hoch. Alimo, du musst es ihm lassen. Schau mal her, mein Lieber, der kann perfekt Arabisch lesen. Ne? Und der kann, jetzt pass auf, und er versteht auch Arabisch sehr gut. Also von daher, Alimo, bist du eigentlich hier raus aus dem Spiel, ganz ehrlich. Ganz ehrlich, okay. Eine Sache muss man schon erwähnen. Ich habe ihn gerade die ganze Zeit zugehört. Einen Moment bitte, darf ich mal? Der kann super Arabisch. Moment bitte, ist er da ganz oben? Bitte, bitte, ganz kurz, Leute, wenn ich rede, bitte, bitte, bitte nicht dazwischen reden, ganz kurz. Ich muss sagen, bitte, verstehen Sie alles richtig Arabisch oder nicht? Ja, wenn alles verstehe richtig Arabisch. Aber Ozan hat gesagt, Sunniten, Schiiten ist falsch, das ist Schirk, das ist Mushrikin. Kann ja nicht sein, das ist sowieso das Jesidische, ne? Das ist sowieso das große Mushrik. Nein, Ozan ist Koranit, er hat gesagt, ihr seid Mushrikin. Ja, das ist falsch, was er so Ozan sagt. Im Wacht al-Hadr, ich will nicht Arabi, ich will nicht Almani. Nein, das ist falsch. Ich will nicht sagen, dass ich ein Lek. Ja, Ozan, was machen wir jetzt bei der... Moment, lass mich was sagen, bitte, auf Koran. Amen al-Rasul bima unzil ilayhi min Rabbihi wal-Mu'minun. Guck mal, ist Muhammad ist Prophet, beste Prophet, kommt aus nach der anderen Propheten. Nicht der beste, andere alle sind gleich. Sind alles Muslime. Keine Propheten mit Christ gekommen, oder Syriane, oder was... الدين باي ليبا قد على الإسلام إن الدين عند الله الإسلام ومن okay, يبقى غير الإسلام alles gut, alles gut. وهو في الآخرة من الخاسرين alles gut, okay, eine Frage ganz gut aus islamisch raus wie soll ich alles jesidisch machen hör zu unsere Religion genau wie Mund genau wie Sonne sieht aus wir sind gegen die Leute Die schlachten die Menschen, was machen. Hör zu. Ich stelle dir eine Frage. Ist keine Khalifa. Ich stelle dir eine Frage. Khalifa. Kann man nicht die Koran, was? Der redet mir viel zu viel und macht keinen Stopp. Also das geht gar nicht. Wer bist du denn überhaupt, dass du hier heraufkommst und die ganze Zeit nur laberst, nur einen Scheiß, okay? Also hol Luft und beruhig dich und lass dir Fragen stellen, okay? Er hat ein schönes Wort gesagt. فَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامُ دِينًا فَلَنْ يَقْبَلُ مِنْهُمْ فَإِنَّهُ مِنَ الْخَاسِرُونَ. Das bedeutet, wer den Glaube der islamischen Religion nicht annimmt, wir werden uns nicht gefallen lassen, wir werden gegen ihn kämpfen, entweder nimmt er den Islam an oder wir werden ihn töten. Danke schon, Abu Ahmad, danke schon, dass du mich geholfen hast, mich erinnert an diese Verse. Danke. Ein Koran, das ist ein Hadith. Danke. Ozan, das ist nun mal so, der Islam muss expandieren, der Islam muss mit dem Schwert geführt werden, das nein. ist so. Nein. Natürlich, jetzt hör auf. Warum nein, warum nein, steht drin. Ihr tut euch einfach selber belügen, das ist nicht richtig. Guck mal, Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surah Yunus, mit Feuer. Allah subhanahu wa ta'ala. Nein, Ozan, warte. Nein, ich will nicht eine Sure von dir hören. Mach einmal Sure 9, Vers 83 auf. Mach sie auf. Nein. Sure 9, Vers 83. Mach sie auf. Ich habe auch ein Telefon, ich komme gleich, Leute. Ich bin gleich bei euch. Sure 9, Vers 83. Lies das. Lies. Sure 9, Vers 83. Letztens, ne? Sure 9, Vers 83. Mach sie auf und lies sie bitte. Kann darüber was sagen. Der hat das gelesen. Warum denn? Ihr könnt es doch beide aufmachen. Und du kannst ja auch Arabisch als Ozan. Von daher macht es bitte auf. Sure 9, Vers 83. Ja, hier geht es nur darum, dass man zum Dschihad geben muss, wenn man einen Angriffskrieg... Nein, mach auf, es geht nicht um den Dschihad. Mach auf. Ja, ich hab doch den Vers gerade vor mir. Ah, okay. Also lies. Wenn Allah dich zu einem Teil von ihm zurückkehren lässt und sie dich um Erlaubnis bitten, hinauszuziehen, dann sag, ihr werdet niemals mit mir hinausziehen und ihr werdet mit mir gegen keinen Feind kämpfen. Ihr seid ja das erste Mal damit zufrieden gewesen, daheim zu sitzen. Bleibt nun daheim sitzen mit denen, die zurückbleiben. Du musst auch Verse und davor und danach und so alles lesen, ne?
Lies vor und danach auch. Nein, der Vers danach ist über die Toten, warte, Totengebet. Warte mal, ich muss mal vergeben und für sie und bitte nicht und vergeben für sie. Nach 70 Mal, okay, das ist auch nicht zurückgelassen, waren froh über das, dass sie hinter Allahs Gesandten daheim sitzen bleiben. Und es war ihnen zuwider, sich mit ihrem Besitz und mit ihrer eigenen Person auf Allahs Weg abzumühen. Und sie sagten, rück mich in der Hitze aus. Sagt, das Feuer in der Hölle ist noch heißer, wenn sie es doch verstehen würden. So sollen sie ein wenig lachen und sie sollen häufig weinen als Lohn für das, was sie erworben haben. Ja, Bruder, das ist Dings da mit dem Krieg zu tun. Was willst du jetzt sagen? Verstehe ich gerade gar nicht. Okay, naja, das verstehst du nicht. Da gibt es auch Tafsire dazu, aber ist ja egal. Die akzeptierst du ja nicht. Die tust du ja nicht akzeptieren, richtig? Was soll das, also was ist das für dich oder was ist das für dich? Ah, jetzt? Warte, Sonar hat was gesagt. Vers 91 lesen. Kein Grund zu Bedrängnis wegen des Daheimbleibens. Ist es für die Schwachen, für die Kranken und für diejenigen, die nichts finden, was sie ausgeben können, wenn sie sich gegenüber Allah und seinem Gesandten aufrichtig verhalten. Gegen die Gutstuenden gibt es keine Möglichkeit, sie zu belangen. Allah ist allfähig und barmherzig. Und auch nicht gegen diejenigen, die, als sie zu dir kamen, damit du ihnen gebest, worauf sie mittreten könnten. Und du sagtest, ich finde nichts, worauf ich euch mitreiten lassen kann. Sich abkehrten, während ihre Augen von Tränen überflossen aus Traurigkeit darüber, dass sie nichts fanden, was sie ausgeben konnten. Genau. Okay, also dann machen wir weiter. Sure 9, genau die gleiche Sure, Vers 29 und 30, bitte vorlesen. Von mir aus von 28. Fang an. Ozan. Du musst von Vers 1 lesen, habe ich doch gesagt. Ozan. Ja. Guck mal, das kommt ja immer auf diesen einen Atauba, ne? Atauba, 99999. Guck mal, bevor du diesen 9 irgendwo in der Mitte anfängst, gehst du ganz hoch und sagst du mal, um was es, um wen es hier Mushrikun, ich weiß, aber ich kenne das. Nein, damit du lesen tust, damit jeder weiß, um was es hier in diese Taubersure geht. Deshalb musst du erstmal die 1 lesen. Okay. Eine Lossagung von Seiten Allahs und seines Gesandten an diejenigen unter den Götzendienern, mit denen ihr einen Vertrag abgeschlossen habt. Nun zieht im Land 4 Monate umher und wisst, dass ihr euch Allah nicht entziehen könnt und dass Allah die Ungläubigen in Schande. Warum lachst du da drüber? Ja, weil das hier, guck mal, das ist Tauber. Warum lachst du, wenn du liest? Warum lachst du? Ja, weil ihr die Verse verdreht. Weil ihr die verdreht. Ja, ich will nur wissen, wie kann eine Moslem eine Verse lest und lacht ihr noch dabei? Weißt du? Ja, weil ihr das verdreht. Ihr keine Ahnung habt. Auf jetzige Zeit. Ja. Du sagst, du nimmst einen Vers, immer in 9. Es geht hier um einen Vers, um eine Sure, was mit den Götzendienern. Die bestimmten, ja, da ist ein, du kennst doch Arabisch, da ist ein El-Mushrikin steht da. El-Mushrikin. Al-Habibi, Al-Mushrikin. Lies mal vernünftig. Okay, wer sind die? Ja. Al-Mushrikin sind diejenigen, die einen anderen Gott neben Allah haben. Ah, weißt in du? Diesem Vers, in diesem aber, Vers. Aber warte. Um wen geht's? Aber kann man Islam annehmen, ohne an Mohammed glauben, nur an Allah glauben? Jüngsten Tag musst du glauben. Engel, Propheten. Warte. Kann man eine Moslems werden, wenn man nur sagt, Ashhadu la ilaha illallah, ohne das Mohammed zu sagen? Ja, Shahada sollte nur sagen, la ilaha illallah, ja. Nein. Du musst immer sagen, Ashhadu la ilaha illallah, wa ana Muhammad und Rasulullah. Das ist Schirk. Da habt ihr einen Schirk für euer Allah gemacht. Ja, das ist Schirk. Weißt du? Ja, da macht ihr Schirk. Da macht ihr Schirk für euer Allah. La ilaha illallah. Ich sage ohne Mohammed. Ja. Aber wer sagt das? Wer sagt das? Da steht auch im Koran. Karaman, wer sagt das? Man kann nicht den islamischen Glauben annehmen, wenn man den Mohammeds Namen nicht erwähnt, das Leute. Nicht. Sei ehrlich, Leute. Nein, sei ehrlich. Warum läuft ihr davon weg? Warum? Wir bezeugen, dass Mohammed der Gesandte ist. Woher weißt du vor 1400 Jahren, wie kannst du das bezeugen? Das ist ja eine reine Lüge. Du warst damals nicht da. Das darfst du echt. Du kannst keine Zeuge werden. Vor 1400 Jahren ist das passiert. Und wie kannst du das bezeugen? Wie? Guck mal, ich muss nicht dabei gewesen sein, wenn ich den Koran in der Hand habe. Also, dann belügst du dich selbst. Warum?
Warum? Weil du da nicht da warst. Du hast mit deinen eigenen Augen nicht gesehen. Wenn du jetzt in Gericht gehst, der Richter fragt dich, der Richter wird dich fragen, was hast du gesehen in diesem Tatort? Weißt du? Und wenn du sagst, ich war damals nicht da, dann sagt er, okay, dann schönen Tag wünsche ich dir. Du warst nicht da, können wir dich als Zeuge nicht annehmen. Aber und du bezeugst das, dass der Prophet Mohammed ein Prophet ist, weißt du? Ja, wie? Klar, dann muss ich aber mal etwas und sagen. Ihr, dann gibt es ja keine Gläubige auf dieser Erde. Und ihr akzeptiert keine andere Götter außer euer Allah. Sogar der Name des Gott gibt es in euer Buch nicht. Name Khode, was auf Kurdisch wir vor tausende Jahre vor dem Islam existiert. Das gibt es Name von Khoda. Khoda, der sich selber erschaffen hat. So bedeutet das bei uns, weißt du. Ihr glaubt an ihn auch nicht. Aber La ilaha illallah. Es gibt es keinen Gott außer Allah. Punkt, stopp. Also Christen interessiert euch nicht, deren Gott ist eine Lüge für euch. Ihr seht den, Juden, Buddhisten, alle, die, aber weißt du, muss man muss nur an euer eigenes Glauben, an euer eigenes Glauben glauben. Karaman, ich habe jetzt nicht verstanden, immer noch nicht, an was du glaubst, ich weiß es nicht. Ich glaube an Menschheit, meine Freunde, an gute Taten, an gute Arbeit und gute Gedanken. Das ist ja mein Glaube. Jesiden, an was ihr glauben die Jesiden? Kannst du mir sagen? Hast du überhaupt Ahnung von Jesidentum? Er sagt ja ganz einfach, Feueranbeter. Okay, wenn wir Feueranbeter sind, warum betet ihr Tag und Nacht für einen Stein? Denn Kaaba ist ja nicht ein Stein. Das ist schön. Warte mal, bete ich die Kaaba an oder bete ich? Ja, aber warum richtest du dein Gesicht an Kaaba und warum nicht nach oben zu deiner Allah? Wo ist Allah? Ja, dann sag's mir, wo dein Allah ist. Wir reden über deine Allah. Wo ist deine Allah? Wo ist Allah? Ja, sag's mir. Du bist Moslem. Du sollst mir sagen, wo dein Allah ist. Aber bestimmt nicht in Kaaba. Bestimmt nicht in Kaaba. Weißt du? Und ihr behauptet uns, dass wir Teufelanbeter sind. Aber Teufelplatz steht Mitte in Mekka. Was hat Teufelplatz in Mekka zu suchen? Wer sagt das? Und wie kommt das, dass wir Teufelanbeter sind? Und was hat Teufel bei euch zu suchen? Bei uns gibt es gar keine Teufel. Gibt es bei dir keinen Teufel? Nein, gibt es bei uns keine Teufel. Okay. Ihr behauptet, dass Allah, dass Teufel gegen Allah ist. Warum, wenn euer Allah so mächtig ist, warum können diese Teufel nicht vernichten? Das glauben nicht nur Muslime. Warum können diese Teufel, warum euer Allah kann diese Teufel nicht vernichten und was hat Teufel in euer Mekka zu suchen? Könnt ihr mir sagen? Alle Religionen glauben an Teufel und Gott. Ja. Alle. Alimo, ganz kurz, liebe Leute. Wir machen ein bisschen mit dem Heiligen Koran weiter. Halleluja. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Warum? Alimo, ganz kurz. Angezündet. Ganz kurz. Wir machen jetzt da weiter bis zu 30, 31. Ja, Brei Aram, weißt du, was mich nervt? Lass mich mal diese Worte auch sagen. Die verletzen unsere Gefühle. Weißt du, sagen, die reden alles über uns. Aber wenn man von deren Koran redet, dann sagen die, hey Leute, hab Respekt, verletze unsere Gefühle nicht. Seit 1400 Jahren verletzt ihr die Menschheit. Seit 1400 Jahren bekämpft ihr alle, die nicht Muslime sind. Das stimmt. Habe ich dich einmal verletzt, beleidigt? Ich rede nicht von dir, ich rede von deiner Religion. فَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرُ الْإِسْلَامُ دِينًا فَلَنْ يَقْبَلُوا مِنْهُمْ فَإِنَّهُ مِنَ الْخَاسِرُونَ. Was bedeutet das? Ich rede nicht von einem Mensch, ich rede von einer Ideologie. Und eure Ideologie ist ja so. Es gibt gute Moslem. Ich habe nicht gesagt, dass alle Moslem schlecht sind. Nein, es gibt gute Moslem und es gibt schlechte Moslem, genau wie überall, wie bei uns Esiden. Weißt du, hör mal zu, ja, alle Ali, hör mal zu. Aber ich habe auch nicht gesagt, dass alle Moslem IS sind. Aber alle IS
waren die Moslem. Alle Boko Haram sind Moslem. Alle Taliban sind Moslem. Alle Al-Shabaab sind Moslem. Alle Ikhwan al-Muslimin sind Moslem. Okay, okay. Du hast nicht gesagt, dass alle Muslime schlecht sind. Wer einen gleichen Füßet, dessen Strafe ist, ja, hört mal auf mit dieser Heuchlerei, lo. Das hat damals Mohammed, als er in Mekka war und schwach war, hat er diese Versen gesagt. Aber nachdem, dass er in Medina gegangen, dann hat er Macht bekommen, dann hat er alle vernichtet. Bevor Islam... 92 und 93, erklär mir das bitte mal. Erklär mir den Vers. Mach den Vers. Welcher Vers? Nisa 93, bitte. Erklär mal. Okay, Wir waren bei Sura 9. Warte, der soll das mal erstmal aufmachen. Nisa 93, bitte. Sura Nisa kann ja auch. 93. Ich. Und Nisa 29 gibt's auch noch, aber erstmal das. فإن امرأة مؤمنة أن وهبت نفسها للنبي أن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. So steht das auch in Nisa. Kannst du mal für mich Nisa lesen? Habe ich im Moment nicht dabei. Ali, kannst du mal das lesen, mein Bester? Nisa 29 und Nisa 93, bitte. Diese beiden Verse. Nicht das, was euch gefällt, Leute. Erzähl mal reines Ramnina. Ich lese. Ganz kurz, ich lese es vor. Und wer einen Gläubigen vorsätzlich tötet, dessen Lohn ist die Hölle, ewig darin zu bleiben. Und Allah zürnt ihn und verflucht ihn und bereitet ihm gewaltige Strafe. Das ist Sura 4, Vers 93. Wen meint er denn damit? Meint er jetzt die Andersgläubigen oder meint er die Muslime damit? Ganz kurz, Leute. Am Katina Zindana Lodilo. Hey, ich küsse doch heute her. Arasho. Hey, nochmal. Am Katina Zindana Lodilo. Oh, ich küsse doch euer Herz. Birji, ich küsse doch euer Herz. Rasho. Ganz kurz. Okay, ganz kurz, Leute. Auf jeden Fall haben wir das jetzt gerade gelesen, noch einmal, weil es so schön ist. Ne? Ja. Und wer einen Gläubigen vorsätzlich tötet, dessen Lohn ist die Hölle, ewig darin zu bleiben. Und Allah zürnt ihm und verflucht ihn und bereitet ihm gewaltige Strafe. Ganz kurz. So, Ozan, wen meint er denn jetzt hier mit diesem Gläubigen? Ist dieser Allah Pablo Escobar geworden oder was? Hey, bist ja genau dran. Aber du hast gerade gesagt, dass wir beleidigen, aber du hörst nie auf, ne? Nein, ich höre auf, aber ich merke, dass der Allah hier eine Rolle von einer Diktatur spielt. Wie kann ein Allah so eine Rolle spielen? Der Allah hat dich erschaffen, der darf sagen und machen, was er will. Also Allah hat mich erschaffen, da darf mir antun, was er möchte oder was? Bleiben wir bei der Sache. Hier sagt. Was für ein begnadigter Allah ist er? Ganz kurz, Leute, bitte eine Sache, bevor ihr weiterredet. Bruderherz Ali, wie geht's dir? Ich will dich noch kurz begrüßen, Ali. Bruder, bist du da? Gut, danke, Bruder. Ja, willst du noch was hinzufügen, Ali, Bruderherz? Nee, ich höre gespannt zu, aber ich gehe auch gleich wieder runter. Ne? Also ich sag mal so, Alimo sagt es die ganze Zeit zu Rahraman, das hat mich ein bisschen irritiert. Er sagt Feueranbeter, wir haben Gott angebetet, da kannst du es doch nicht. Ganz kurz, Leute. Erstmal an alle, an die ganze Runde. Der sich selbst erschaffen hat, der uns erschaffen hat. Wir dienen Gott. Ganz kurz, Leute. Leute, bitte, ganz kurz. Erstmal an alle, die hier drin sind, ja, an die Esiden, ja, an unsere Armenier, an unsere aramäischen Brüder. Erstmal Ciao Anibashi, meine Brüder. Ciao Anibashi, Bash. Also ich kenne das so, dass es Feueranbeter sind. Nein, sie beten nur Gott an. Licht ist nur
Das ist einfach nur Licht. Ja, Ali, warte. Ali Mohr. Wir beten auch nicht vor unsere Gott. Wir glauben an unsere Gott. Beten ist ja was, gibt's an unsere Glauben nicht. Beten kommt von Sklaverei, weißt du. Unsere Gott befällt uns nicht, dass wir Sklave werden. Dass wir nur an ihn glauben, aber für keiner beten, weißt du. Ja. Aber ich habe doch gesagt, ich kenne das so, dass Jesiden Feueranbeter sind. Stimmt? Habe ich da was falsch gesagt? Feuer ist was Schönes, aber kannst du mir an Kaaba sagen, was das da drin ist? Feuer und Kaaba vergleichst du jetzt? Ja, natürlich. Feuer kochst du deine Essen, machst du dich warm im Winter beim Feuer und viele Sachen. Machst du Licht für dich und durch Feuer? Und kannst du mir sagen, durch Kaaba, was hast du? Was machst du, wenn es regnet? Ja. Was regnet? Natürlich, wenn das regnet dann auch, dann werde ich mein Haus damit wärmen, meine Freund. Kannst du mir sagen, was mit Kaaba? Aber wenn doch Feuer kommt, dann... Was steckt in diese Kaaba? Kannst du mir sagen? Wenn jetzt regnet, dann ist Feuer weg. Nein, lass mal den Feuer. Okay, wenn das regnet, dann geht das aus. Okay, was ist mit Kaaba? Ja, was steckt in eine Kaaba drin? Was steckt da drin? Erzähl mal die Leute, was da drin steckt. Dass die ganzen Muslime müssen im Leben einmal zumindest hingehen und neunmal rumherum laufen um diesen Stein und den Stein beten. Machen die neunmal? Ja, neunmal. Siebenmal, so aber das steht auch nicht. Aber schau mal, da steht doch siebenmal, aber... Lass das einmal sein. Ja, wenn wir Feueranbeter sind, da kann ich auch so respektlos werden und euch fragen, seid ihr Steineanbeter oder was? Guck mal, Karaman, ich habe dich gefragt, so kenne ich das, dass ihr Feueranbeter seid. Wenn das was anderes ist, dann kannst du mir das erklären. Ich nehme das Animo, die an. Die kein Feuer an, die glauben nicht an einen Teufel und an die Hölle, die glauben nur an Paradies und Engel und so. Deshalb dürfen sie alles beleidigen. Wir glauben an einen Gott und er heißt Khoda. Weißt du? Ja, aber ihr glaubt doch auch, dass es Engel gibt, oder nicht? Khoda, wir glauben, da müssen wir extra eine Sendung so mal darüber. Ja, Tahatish Mara, du redest die Versen, was er damals in Mekka gesagt hat. Leo de Kabbalah, Hovaka Brau. Karaman. يا برايم تكيجو أمو ونبخب خب كفن قركها برايم أفتركو عرب يا تشيا. قصيدة نهاية تشيا أتسلميا فودي فرزن بس يا مكة لسه دامس مخت بكومن هاد بخوفت. In Medina und was hat er gesagt? Was hat er gesagt? Erzähl mal. Ja, du willst nicht sagen, weißt du? Nee, sag mal. Du läufst davon weg, weißt du? Umurtu anu qatilu nas hatta an yashhadu la ilaha illallah. Ja. Genau wie Surat al-Baqarah, Ayat 193, قَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونُوا فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنْ انْتَهُوا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ. Ja, das Krieg. Surat al-Ma'idah, إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا. Ja, richtig. Soll ich noch weiterlesen für dich? Ja, lese. Surat al-Tawbah, فَإِذَا أَنْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمِ فَأَقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ. Ja, das macht. Surat al-Anfal, Ayat 12, إِذَا يَجِي يحيى ربك إلى الملائكة إني معكم فثبتوا الذين آمنوا كابرا من كباك أتشتكم أتسل مال ده steht alles auch in Koran. Okay, ich habe Respekt vor eurer Religion, aber ihr solltet auch den Wahrheit erzählen, den wahren Gesicht von eurer Religion zeigen. Die Wahrheit ist vor euch schwierig, das ist das Problem. Warum ist schwer? Da steht das auch drin. Dann kommt ihr mit schönen Worten. Lakum dinakum wali dini. Ihr solltet an eure Religion glauben und wir an uns. Leute, ganz kurz, weil ich habe echt heute was Neues gelernt. Kuraman, das heißt also, oder Karaman, oder? Karaman, der schöne Mann. Alles, was du gesagt hast, das sind dann sozusagen Tötungsbefehle, richtig? Ja. Wahnsinn. Wahnsinn. So schlimm, guck mal, Bibel, wisst was das richtet in der Kriegszeit? In der Alte Testament. Ja, wie kann eine Gott über Krieg reden? Wie kann eine Gott über Krieg reden, über Töten reden, über Hände abhaken, Kopf abhaken, Beine abhaken? Wie kann eine Gott
Und der Gott, der muss eigentlich begnadigte Gott sein. Guck mal, bei Christen sagte Jesus, hat gesagt, ihr solltet eure Feinde nicht hassen, lieben. Aber steht nicht im Koran, ihr solltet, im Koran steht, diejenigen, die Islam nicht annehmen, tötet sie, vernichte sie, solange, dass sie den Islam nicht angenommen haben. Kinder, ältere Leute, Frauen und wer Schweinefleisch isst, auch umbringen. Steht in der Bibel drin. Ja, lass das. Aber trotzdem, die tun das nicht. Du lügst. Nein, der lügt. Guck mal, anders, da steht das drin. Laien al-Kurdi, wenn du lügst, schmeiß ich dich raus. Okay, aber wenn du, schau mal her, wenn du mit den Quellen kommst, dann bleibst du. Ja, ich habe Quelle. Klar, gebe ich eine Quelle. Ja. Also, dann erzähl mal, gib mir eine Quelle. Wo steht geschrieben, wenn jemand Schweinefleisch isst, den darf man töten? Wo steht das? Brei Aram, Bruder Aram. Das sind deren Problem, dass sie die haben ein Problem. Ich muss was hinzufügen. Ozan hat uns heute auch gelehrt, da muss man ihnen auch Props geben. Gelatine darf man essen. Das ist Helal. Helal ist eine Sache falsch. Was er Allahu Akbar, darf man Gelatine essen ab jetzt, lieber Bruder und Schwester. Nur Schweinefleisch ist verboten im Koran. Warum? Kannst du mir erklären, warum Schweinefleisch verboten ist? Weil Allah sagt, dass es unrein ist. Wo hat der Allah geschrieben? Wo hat der Allah gesagt? Kennst du mir eine? Sure An'am 145. Kann jemand von euch diese Sura für mich lesen? Aber nur Schweinefleisch ist verboten. Koran, ja, aber hat er nicht gesagt? Habt ihr nicht gesagt, warum? Ja, nur einfach unrein. Unrein. Das Fleisch nur unrein. Einfach nur deswegen. An'am 145. Also 7 Milliarden Menschen essen Schwein und passiert ja nichts. Nur 1 Milliarde Moslem, wenn die essen, das Juden ist unrein. Juden essen auch kein Schwein, was machen wir jetzt? Ja, so. Juden essen auch kein Schwein, was machen wir jetzt? Ozan, wir sind stehen geblieben. Vers 93, und wer einen Gläubigen vorsätzlich tötet, dessen Lohn ist die Hölle, ewig darin zu bleiben. Mhm. Und Allah zürnt ihm und verflucht ihn und bereitet ihm gewaltige Strafe. Allahu Akbar, wen meint er denn damit? Wer ist denn gläubig für die Moslems? Wer ist gläubig, also gläubig für die Moslems? Gläubig ist jemand, der nur an einen Gott glaubt, ihm nichts beigesellt oder ihn leugnet. Christen und Juden können auch gläubig sein, weil Allah sagt dem Koran. Nein. Ozan, lüg nicht. Bakara 62, mach doch auf. Lüg nicht. Bakara 62. Lüg nicht. Bakara 62. Guck mal, ich sag dir, mach was auf, du sagst lüg nicht. Ozan, nein, lüg nicht. Wir lesen gerade hier Vers 93. Das hast du gerade gesagt. Wir haben es aufgemacht. Wen meint er denn damit? Wir Christen, wir glauben an Jesus Christus, dass auch Jesus Christus Gott ist. Laut eurer Religion, laut eurer Ideologie, jemand beigesellt, okay? Ja, aber also, jetzt pass auf. Ruhe. Jetzt pass auf. Ja, du lügst aber die ganze Zeit. Jetzt gibt es noch 6 Milliarden Menschen, ne, die wo für euch nicht gläubig sind. Also das heißt, ihr müsst sie töten. Ja. Nein. Genau das. Boah, der versteht das nicht, ne? Der versteht die wollen nicht verstehen. Wenn jemand einen Gläubigen tötet, der nur an Gott glaubt, der kommt ewig wieder. Ja, ein gläubiger Moslem, aber nicht eine andere Gläubige, weißt du? Ein gläubiger Moslem. Meinst du, du hast es mit kleinen Kindern zu tun oder was? Meinst du, wir verstehen hier die Schrift nicht? Jetzt pass auf. Diejenigen von den Gläubigen und die Juden und die Christen. Aber warum macht ihr jetzt Bakara 62 nicht auf? Nein, pass auf. Du hast Angst, ne? Mach doch auf. Ich werde Surat al-Baqarah für euch lesen, 216. Kataba alaikum al-qitala. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. Weißt du, ist für euch geschrieben, na, dass ihr andere töten. Andere, die nicht Muslime töten, dann wird euer Allah für euch was gute Taten in den Paradies schreiben. Guck mal, 17:31. Wir haben Surat al-Baqarah auch verstanden. Danke, meine Brüder und Schwestern. Pass auf, Ozan, pass auf.
Nein. Jetzt pass auf. Jetzt machen wir Sure 65, Vers 4. Du fängst von Vers 1 an. Das ist mir scheißegal. Nein, du machst jetzt mal 62 auf. Nein. Das brauchen wir nicht. Wir brauchen diese Scheinlatanerei nicht. Osan. Eine Minute. Bitte. Lass uns mal, da sind 600, 700 Leute hören uns. So. Weißt du, Osan, Janem, eine Minute. Es gibt's. Alimo, eine Minute. Ja. Bruder, es gibt gute, ich bestreite das nicht, es gibt gute Versen auch, weißt du? Aber warum steht drin auch diese böse Versen, töte Versen, vernichte Versen, weißt du, warum? Warum? Wenn ich an euer Allah nicht glaube, warum tötet er mich selber nicht? Warum muss er Schwert in deine Hand stecken? Lass mich ausreden. Hadi. Ja, tamam. Weißt du, warum muss er dich befehlen? Mich zu töten, meine Frau versklaven und meine Kinder versklaven. Es gibt warum? Keine Sklaverei im Islam. Natürlich gibt es keine Sklaverei. Was bedeutet Melk el-Yamin? Komm. Rechte Hand. Melk el-Yamin, das ist nicht rechte Hand. Doch. Melk el-Yamin, das die Frauen, die ihr versklavt hat, das ist euer Melk. Euer Melk, weißt du. Richtig, Melk el-Yamin ist das, was ihr erbeutet haben. Nein, es gibt keine Sklaverei. Natürlich. Okay. Und diese Frauen dürft ihr alles tun, ohne Scharia, ohne dass ihr die heiratet. Ich muss eine Frage stellen, Leute, ganz wichtig. Darf ich jetzt Gelatine essen, ja oder nein? Oder Schwein? Wann darfst du das? Ja. Nein, Ozan, das stimmt das nicht. Nehmen wir jetzt mal... Also darf ich jetzt Gelatine essen? Schweinefleisch ist verboten, das Fleisch ist nur verboten. Also das heißt, dass Ozan, wenn ich das Schweinefleisch als Saft mache, kannst du trinken? Wie Schweinefleisch als Saft? Ja, ich kann es auch davon einen Saft machen. Es gibt doch keinen Saft, Mann. Du darfst Schweinefett essen. Hör mal zu, wenn ich das Fett davon einen Saft mache, wie Tomatensaft als Beispiel. Okay. Also das heißt, ich darf ab jetzt Schweinefett essen. Quatsch. Das ist doch sowieso immer. Ja, wenn du in einen Saft mit einem Saft einmischt, ja. Ozan und Alimo. Wow, Masha Allah. Also ab heute, ich esse Schweinefett. Okay. Ozan und Alimo und Al-Kurdi. Du bist doch sowieso Schwein. Tut uns bitte etwas Gutes und tut uns bitte das hier entschlüsseln, erklären. Sure 65. Ich möchte erstmal Bakara 62 haben. Davor sagen wir Bakara 62 auf und dann machen wir das. Bakara 62 will ich haben, sonst antworte ich gar nicht mehr. Der steht doch in der Bibel auch drin, wegen der Schweinfleisch. Bakara 62 und dann erkläre ich dir. Leon, sie hat jetzt der Käfer Hostali. Ich weiß nicht, in der Bibel drin. Ja, das ist ja der Käfer Hokaralo. Das ist Juana. Leute, ganz kurz, Leute, wir dürfen eine Sache nicht vergessen. Heute haben wir wirklich ein sehr, sehr heißes Thema, wirklich sehr, sehr interessant, Leute. Deswegen, Leute, zeigt mal alle ein bisschen Liebe, lasst uns mal die 150.000 Likes mal erreichen, Leute. Ich kann schon fast vom Handy nicht weggehen. Das ist wirklich Wahnsinn, was wir hier heute lernen, wirklich. Geil. Das ist keine Liebe liken. Hör auf. Alimo, du bist der Beste, Mann. Leute, ich werde mich ein bisschen verabschieden von euch und ich hoffe... Aber mal, wohin gehst du? Ja, bra, ich seit 10 Jahren diskutiere ich über solche Debatten und sowas haben wir oft, weißt du. Ja, immer kommen die einige Muslime und sagen, der Nachbar von Prophet war ein Jude, aber keiner nennt mich den Namen von der Nachbar. Weißt du, keiner sagt mir den Namen von diesem Jude, wie er hieß. Aber du kommst aus Kamischlo. Wir haben einen jüdischen Mann gehabt, du weißt das Azra. Okay? Ja. Und du bist auch Jeside, du bist keine Muslim. Du hast zwischen Muslimen und der Jude hat zwischen Muslimen gelebt bis heute. Was sagst du dazu? Sag mir die Kurden aus Ramschlo oder aus Syrien. Ja. Wie viele davon praktizieren den Islam? Kannst du mir sagen? Alle.
Stimmt nicht, stimmt nicht. Das ist eine Lüge. Ich komme selber aus Garmisch-Lob. 80-90% von Volk von Garmisch-Lob, die glauben mehr an Kurdistan und die sagen unser Land vor alles. Über unsere Glauben, über unsere Religion, über unsere Prophetin. Sei ehrlich. Und ich werde diese Frage dich mal auch mal fragen. Ja. Bist du für dein Land oder für deine Religion? Alles Erste. Alles Erste Stelle. Okay, okay, da habe ich dich jetzt verstanden, was du bist, weißt du. Weißt du warum? Ich sage auch, die Religion bringt mich zu meinem Ziel und das ist der Gender und der Gender. Himmel. Was gibt's denn Gender? Was gibt's denn Gender? Kannst du mal mir erklären, was in euer Gender Tod, gibt? Es gibt Tod. Nein, Bruder Felix. Warte, Leute. Ja. Eine Sekunde. Ja. Also wenn wir jetzt über Gender reden, ja, wie gesagt, ja. Ich bin aus dieser ganzen Geschichte jetzt raus, seitdem ich heute echt einige Sachen erfahren habe. Was bekommen wir in Gender? Was gibt's? Kannst du mir sagen? Wahrheit von euch wissen. Alles, was du willst, was zu diesem Gender auch. Zum Beispiel, wie viele Frauen? Steht nicht im Koran. Das was steht. Al-Hur al-Ain läuft nicht weg, läuft nicht weg. Was ist das Hur al-Ain? Was ist das Hur al-Ain? Warum geht man studieren? Hör mal zu, warum das nicht auch für die Männer? Was bedeutet Hur al-Ain, Leute? Warum gibt es nur Hur al-Ain für Männer und nicht für Frauen? Doch, für Frauen ist das Antwort gerade. Was gibt es für Frauen? Warum geht man studieren, um das... Lass uns doch Antwort geben, Jungs. Warum geht man studieren und nach dem Abschluss geht man arbeiten? Was ist das Ziel dafür? Ja, also willst du studieren mit Jenner vergleichen? Danke, Ali. Das ist das gleiche Ziel. Danke, Leon, danke. Um ein gutes Leben zu führen. Ab jetzt werden wir alle studieren, damit wir in Jenner gehen, in Paradies bleiben. Hast du meine Ziel verstanden? Hast du meine Frage antworten? Nein, ich habe deine Frage verstanden, aber kannst du mal antworten? Gibt es Frauen in Jenner Hur al-Ain oder nicht? Ja, aber das sind viele Sachen. Warte, Leute, eine antwortet, bitte. Eine Antwort. Steht in euren Büchern Anharun min al-Khamari wal-Labani wal-Asali. Das bedeutet Flüsse von Alkohol und Honig und Milch. Nicht Alkohol, und Wein. Wein wird neben euch fließen. Und bekommt ihr auch Al-Hur al-Ain? Ja, das wollen wir auch. Was bedeutet das? Aber ich habe diesbezüglich eine wichtige Frage. Was machen wir mit diesem Hur al-Ain? Warum in Paradies gibt es Wein und warum in dieser Welt dürft ihr keinen Wein trinken, Leute? 37, das ist genau das Test. Wieso? Ist der Wein im Paradies ohne Alkohol oder was? Moment, Leute, eine Frage. Was machen wir mit den Huris? Was machen wir, wenn wir in Gender gehen mit den Huris? Das interessiert mich. Das sind unsere Bediensteten. Die bedienen uns. Flex. Da steht nicht, für Männer gibt's Huris, also können Huris gar nicht mit Frau oder Mann bezeichnet werden. Da steht die Paradiesbewohner. Was? Also was heißt das? Wer sind diese Bewohner? Was bedeutet Hur al-Ain? Kannst du mal Hur al-Ain sagen? Wusst ihr, die Frauen in Welt, die sauberen Frauen sind besser als Hur al-Ain? Ihr sagt, dass das Hur al-Ain viel sauberer sind. Und jede Frau, die man sie entjückfaut, warte. Auf sich aufpasst und nicht mal auf ihren Mann aufpasst und ihre alles drum und dran. Am Ende ist sie besser als die Hur al-Ain. Weißt du das? Auf einmal kommst du mit einer anderen Meinung, Leon. Nee, danke. Danke, Bruder. Aber Karaman. Hallo. Du hast doch den Koran gelesen, hast du gesagt. Ja? Ja, hast du doch, oder? Ja, habe ich gelesen, ja. Ja, weil du immer fragst, wo steht das, was steht da, wie steht das. Aber da steht doch, Huri ist für dich Frauen. Hur al-Ain, das sind Frauen, definitiv sind Frauen. Du hast ganz Arabisch hast gesagt. Ja, Hur al-Ain. Was bedeutet Hur al-Ain? Frauen. Ja, al-Huri. Huriyat al-Jannah. Huriyat al-Jannah. Kaleon, erzähl du mal, Leon. Was ist das Hur al-Ain, Leon? Erzähl mal, du kannst es besser erzählen, wenn du das sagst. Du hast gesagt, wieso? Das sind Frauen. Wieso läuft ihr davon weg? Was sind das Hur al-Ain für euch? Nein. Warte, ich glaube nicht. Also könnt ihr nicht antworten oder was soll ich für euch antworten? Ich will wissen, dass du Verstand ist dafür. Steht in euer Ahadith 72 Jungfrauen, die dir bekommen. Weißt du, Hur al-Ain, 72. Okay, gebt ihr mir, ich werde euch erklären. Warte.
Karavan. Karavan. Ich habe zu dir gesagt, vom Koran. Du hast gesagt, Hadith. Aber nein, es gibt auch ein Koran-Horlein. Es gibt ja, auch, ja, ja, ich muss ja nur suchen. Ich muss nur suchen, Habibi, warte. Okay. Lauf jetzt, dafür jetzt nicht weg. Weißt nein, du, Horlein, das sind die Jungfrauen, die Männer, ihre Spaß steht mit dir haben. Jungfrauen, oder was? Weißt du, Jungfrauen, ja, natürlich. Ja? Und okay, jedes Mal, wenn du mit einer Frau schläfst und wenn du fertig bist von ihr, dann wird sie wieder Jungfrau. Jetzt hast du das gesagt. Da steht aber, die Paradiesbewohner bekommen Jungfrauen, sagst du jetzt. Wo sind die Paradiesbewohner? Wo steht das Paradiesbewohner? Warte, ich muss euch eine Sekunde unterbrechen. Wo steht das Paradiesbewohner? Eine Sekunde unterbrechen, Leute. Ganz kurz. Moment, Alimo. Du kannst gleich weiterreden, Alimo. Abgesehen von den Horeleien, ja, das habe ich jetzt verstanden. Aber was ist dann mit die junge Knaben, Karaman? Weißt du was über diese junge Knaben, die Kinder, die Knaben? Ich habe da auch was gelesen. Ja, aber das muss ich ehrlich sagen, habe ich selber noch nicht gelesen. Wenn du was hast, kannst du, ich will nicht lügen, weißt du, weil ich mag wahre Sachen, was ich selber von deren Büchern gelesen habe. Also das alles, was ich erzählt habe, das habe ich auch nicht irgendwo in einige Videos oder von irgendeinigen Leuten erfahren. Das steht alles in deren Büchern, weißt du. Und ich bin ein Mensch, ich bin sehr bekannt unter kurdisches Volk. Fast jeder zweite Kurde kennt mich. Und ich bin sehr aktiv auf Sozialmedien gewesen, 10 Jahre lang. Ich habe sehr starke Seiten gehabt, wo die gelöscht wurden, weißt du. Und als ich das erste Mal die Leute erzählt habe, ich habe viele Drohnen bekommen, dass die werden mich töten, mich enthaupten und solche Sachen, weißt du. Ja, aber so haben die... Doch, wenn die konnten, hätten die schon längst das getan, aber die können das nicht, weißt du. Und das habe ich alles von deren Büchern gelesen, weißt du. Und über das, was du jetzt sagst von Knaben, muss ich ehrlich sagen, das habe ich noch nie erreicht. Wenn du was kannst, erzähl uns mal. Aber Karaman, warum kenne ich dich nicht? Wer kennt mich nicht? Ich? Du hast gesagt, jeder Kurde kennt mich, ich kenne dich nicht. Du bist keine Kurde, wer weiß, was du bist? Echt? Bin ich kein Kurde? Ja. Okay, wenn du das sagst. Woher bist du? Okay, eine andere Sache. Ja. Sure 55. Jeder kann sagen, Karaman. Ich bin eine Kunde. Ja. Karaman, ja. Ich habe gerade eine Sure gefunden. Sure 55, Vers 56. Was ist das? Ja, ja. Lies mal, Bruder, lies mal, weiß ich nicht. Ja, Animo, erklär das mal bitte. Ich bin tot, ich gehe auf jetzt. Ja, also ich möchte nur wirklich mit gewissem Wissen, Sure 55, Vers 56. Ich kann das einer aufschlagen. Ja, 55, 56. Ich hab Hunger, ich gehe raus. Vielleicht komme ich später mal wieder. Danke, Ozan. Schönen Tag wünsche ich dir, mein Bester. Wa alaikum salam, ja. Man tab al-Huda. Ozan, ja? Ich habe dich gefolgt, ja? Ich folge dir auch, Bruder. Warte dann. Okay. Ja, okay. Aber Ali, wenn du mich nicht kennst, Leon kennt mich. ganz kurz, die Sure 55. Leon. Sure 55, Vers 56. Lest mal. Kurz vor. Darin sind weibliche Wesen, die ihre Blicke zurückhalten, die vor ihnen weder Mensch noch Djinn berührt haben. Okay. Welche war so. Das denn? 56? Ja. 55, 56, ja. Was steht da? Ja, aber steht was anderes bei mir. 56. Darin sind weibliche Wesen, die ihre Blicke zurückhalten. Weiblich steht da nicht drin. Hä? Weiblich steht da nicht drin. Das steht nicht drin, da stimmt das nicht. Das ist in Klammer. Ja. Ja. Richtig? In Klammer. Richtig. Also es steht da nichts von weiblich. Das ist nur das, was sie denken. Ja? Das, was hier Karaman aussagt. Er denkt, ja. Dass es... Also wir haben das nicht übersetzt. Ne? Nein, das sage ich doch nicht, Adam. Wir haben das nicht übersetzt. Ich lese es so vor, wie es da geschrieben steht und fertig. Richtig, das passt dann zum Hadith, ne? Ja, auch Habibi, Horelein, das sind Frauen, also die kann man keiner bestreiten. Dann lesen wir ohne Klammer, ne? Also das lassen wir weg. Darin sind, die ihre Blicke zurückhalten, die vor ihnen weder Mensch noch Djinn berührt haben. So, richtig. Wen meint er damit? Was ist mit berühren gemeint? Soll man sie streicheln? Die sind nicht berührte Huris, ja? Aber Huris sagt ihr ja immer, das sind Frauen. Aber da steht immer... Ja, aber was sind die Huris? Was sind die Huris? Schau mal, wenn da steht, für die Paradiesbewohner, ja,
dann kann doch das nicht sein. Habibi, Paradiesbewohner sind diejenigen, die in Paradies gehen. Weißt du, das sind die Paradiesbewohner. Okay, aber was bekommen die Paradiesbewohner? Warte, wenn du mit deiner Frau hingehst, deine Frau wird die Königin von 72 Jungfrauen. Also sie guckt zu, wie du mit den 72 Jungfrauen rummachst. Aber wo steht die 72? Ja, steht in euren Büchern 72. Lies mal deine Bücher. Wenn du keine Ahnung von deiner Religion hast, das ist doch dein Problem, Bruder. Ja, okay. Das ist nicht mein Problem. Guck mal, dann. Also ich behaupte was und du sollst mal auch behaupten, dass ich gelogen habe. Bitte schön. Ich habe nicht gesagt, dass du lügst, wenn du sagst, dass es in der sunnitischen Lehre sowas gibt. Aber du kannst mir nicht sagen, dass es im Koran steht mit 72. Das darfst du mir nicht sagen. Ja, wenn das bei euch eng wird, wenn bei euch eng wird im Hadith, dann sagt ja, oh, wir glauben nicht an Hadith, wir glauben nur an Koran. Aber auch eine Koran ohne Hadith geht nicht. Weil in Hadith steht die Bedeutung des Koran. Weißt du, Atafsir bedeutet Atafsir. Unserer Sunna vom Prophet legen wir an den Wand. Ganz einfach. Al-Kurdi, was legst du nochmal? Ganz kurz, Al-Kurdi, erklär bitte. Er ist nicht Al-Kurdi, der ist Leon Al-Moslem, weil er liebt seine Religion mehr als seine eigene Identität. Soll er mehr lieben, das macht nichts, aber der soll erklären. Ja, aber soll er seinen Namen zumindest ändern? Leon Al-Moslem nennen, nicht darin, Leon Al-Moslem. Darin sind die ihre Blicke zurückhalten. Die vor ihnen weder Mensch noch Djinn berührt haben. Sag mal, Sura, ich muss das Sura rausfinden, sag mal. Bitte? Welche Sura ist das? Sura 55, Vers 56. 55, Ar-Rahman, und dann 56? Ja, genau. 56. So, 56. Mhm. Warte mal, 55, das ist der Rahman, und dann jetzt. Warte mal, geht es ein bisschen schneller hier? So, 56 war das, ne? Ja. Da bin ich hier. Darin sind die Keuche nicht mit dem tüchtigen Blick, die weder Menschen noch Jinn von ihnen beruht haben. Kurdistan, stumm dich bitte, stumm dich. Ja. Kurdistan, stummen. Was ist los? Ja, der ist die ganze Zeit laut. So. يتسا الكردي weiterlesen. فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان. Das heißt, gibt's also die Minderjährige, die keinen Menschen und keinen Geister in die angefasst haben. Al-Kurdi. Ja, Gurban. Jetzt, wie heißt es bitte dort genau? Er heißt kurdische Löwe, angeblich, wenn man so übersetzt. Komm mal zu. Es sind minderjährige Seiten, oder darin sind die keusche Mädchen mit. King Puta, du kannst reden. Oh Mann, ihr könnt reden, ey, ich gebe nicht mal eine Minute Platz, ja. Ich wollte doch Ahraman was fragen. Ahraman? Schieß los. Ahraman? Ich höre nicht. Kannst du mal Ahraman sein Mikrofon freimachen? Ja, jetzt, er muss annehmen. Annehmen. Ahraman, du musst das Mikrofon annehmen. Dein Mikrofon, okay, warte, ich mach schon beenden. Ja. Ahraman, du hast. Ahraman. Ja. Du hast vorhin gesagt, bei uns Jesiden, wir sollen nicht um Gott beten. Ja, okay, da hatte ich Kudere, hat die Nafsere. Kavideina. Was fragst du mich? Lass doch ihn reden.
Lass ihn reden. Was kommt er? Er selber, er sieht er und er kommt mich fragen. Wir diskutieren hier über ein Thema. Ich will nicht, dass wir auftauchen. Der will von einem Thema zu einem anderen Thema gehen, diese ESC. Das ist normal. Aber warum habt ihr ihn rausgeschmissen, Mann? Ja, schmeiß, weil er war auch bei mir auf meiner Seite ein, zweimal. Also, Al-Kurdi, bitte noch einmal zum Verständnis, die Sure 55, Vers 56, nochmal. Ich erzähle mir mal. Fi inna qasirat al-tarafi lam yatmathuhunna insun qablahum wala janun. Das heißt, darin sind die keusche Mädchen, ja, mit tüchtigem Blick, die weder Menschen noch Djinn vom Inn berührt haben. Affarum. Affarum. Ja. Ist richtig. Erstens, jetzt, wenn wir zu Sure 78, Vers 33 gehen, ich lese aus 31 weiter, das sind ganz kurze Suren. 78? 78, Vers 31 bis 33, 34 kann man lesen. Gewiss für die Gottesfürchtigen wird es einen Ort des Erfolgs geben. Umfriedete Gärten und Rebstöcke und prächtige Gleichaltrige und ein voller Becher. Weder hören sie dann unbedachte Rede noch Lüge. Also das ist alles hier über das Paradies. Wenn die Männer da eingehen, die werden definitiv diese weibliche Wesen, diese Unberührten. Nein, Kurdistan, der muss weg. Hol diesen Kurdistan bitte nicht mehr hoch, okay? Ich versuche es jedem recht zu machen gerade, deswegen. Alles nein, es gibt bestimmte Leute, die brauchen wir nicht. Die beleidigen nur, was? Ja, der hat nur beleidigt, Bruder. Der kann es vergessen. Okay. Also wir sehen hier, es ist wirklich über weibliche Wesen da ausgesagt und die werden natürlich dort auf die Männer warten und ja, wir wissen, was dann für eine Belohnung diesbezüglich geben wird. Was verstehst du unter keuschen Mädchen? Unter keuschen Mädchen, die sind noch nicht berührt worden. Nein, keuschen Mädchen, qasirat al-taraf, das heißt es, mit kurzigen Seiten. Was? Mit kurzigen Seiten. Was heißt es mit kurzigen Seiten? Ich verstehe das nicht. Qasirat, das heißt, sind minderjährige Seiten sind das. Was sind das? Qasirat al-Taraf. Ja, übersetzt das. Ich verstehe kein Arabisch. Leon Kashi, Kalion Sherki Mbabeja, Leon Sherki Mbabeja, das ist der Übersetzer. Wie schau? Sherki Mbabeja, Sherki Mbabeja, das ist der Übersetzer. اي خاينو الخائن الام الكرديه يا ليون الكرديه لوبن هاب ايش ان داس ان جيجي قرمه عين لوبن مع داس اوني بيدا اوني بيدا nachdem dass du mich kennengelernt hast hast du gesagt da habe ich bereut ach oh da والله nicht na والله اي ليون جابي بني كذا حداك هكا نا جابي بني ابراهيمي حداك براو vorhin haben wir was gelesen gehabt das klang so schön, dass die Juden und die Christen quasi auch Gläubige sind. Jetzt machen wir Sure 5, Vers 64. Bitte auf. Ich gehe raus. Ich gebe mal meinen Platz für jemand andere Kasab. Ich wünsche euch hier wird Deutsch geredet. Kannst du Deutsch reden? Ich kann nicht. Ja, dann red mal Deutsch, komm. Mit übersetzen kannst du? Ja, ich kann für dich übersetzen, komm, mach das. Sind wir irgend in einer Diskussion oder Thema an jesidische Glaube oder an islamische Glaube? Religion. Ahraman. Du bleibst hier, ich bin da und alle, wo beleidigen, tue ich sofort raus. Nein, ich komme hier debattieren und ich komme nicht zu beleidigen und ich mag keine Beleidigungen, weißt du. Solange Beleidigungen in die Debatte reinkommt, weißt du, dann macht keinen Spaß mehr, weißt du. Absolut. Dann fühle ich, ja.
Und deswegen tue ich gleich raus. Dann fühle ich mich unwohl, muss ich ehrlich sagen. Weil ich komme nicht irgendjemand beschimpfen oder irgendeine Religion beschimpfen oder so. Nein, bleiben wir ja einfach auf den wahren Taten. Wir verschiedene Meinungen haben und verschiedene Religionen haben. Also das heißt nicht, dass wir uns gegenseitig hassen, überhaupt nicht. Also ich kenne Bahraman auch sehr gut, wir telefonieren auch ab und miteinander. Das heißt, Bahraman, ich will, dass du noch so 10 Minuten da bleibst. Wir haben noch ein paar Sachen zum Durchdiskutieren und dann schauen wir mal. Kurdi, kannst du Sure 564 aufmachen, bitte? 5? Sure 5, 64. Das ist der Al-Maida, ja? Und welche? 64. 64, hier. So. 64, da bin ich. So, وقال اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. Ihr könnt gleich lesen, ja. Leute, ich versuche jeden hochzuholen. Also ihr könnt jetzt nicht mir die Schuld geben. Ich versuche nur mein Bestes, Leute, ne? Dass wir eine saubere Unterhaltung hier führen, Leute. Flex, ich pass schon auf, diejenigen, die wo beleidigen, schmeiß ich sofort drauf. Ja, aber King Puta will was sagen, lasst mal bitte lass den weg, der hat beleidigt. Aber was hat King Puta gemacht? Der wollte vom Thema abweichen, weißt du? Nein, der wollte was fragen, ist das, und das ist was anderes gewesen, aber ich habe seine Frage nicht verstanden. Ich habe sie schon verstanden und deswegen brauchen wir sowas nicht. Wenn er mitdiskutieren will über den Islam oder ob er den verteidigt oder gegenspricht, kann er machen, aber ein anderes Thema hier aufzumachen, das bringt nichts. Aber da hat so ein bisschen Zeit gegeben, was genau was seine Meinung ist, nicht direkt. Ich habe nicht verstanden, was seine Frage ist, aber auf einmal war er weg. Ja, weil das hat nichts gebracht. Ja. Okay, also 64, so. Das hast du gerade gelesen, Bahraman, wo bist du? Und die Juden sagen, die Hand Allahs ist gefesselt. Ihre Hände sollen gefesselt sein und sie sollen verflucht sein um diesen Willen, was sie da sprechen. Nein, seine Hände sind weit offen. Er spendet, wie er will und was auf dich von deinem Herrn herabgesandt wurde. Wird gewiss viele von ihnen in ihrem Aufruhr und Unglauben noch bestärken. Und wir haben unter ihnen Hass und Zweitracht bis zum Tage der Aufstehung gesät. Soft sie ein Feuer vor den Krieg anzündeten, löschte Allah es aus und sie trachteten nur nach Unheil auf Erden. Und Allah liebt nicht die Unheilstifter. Ich lese jetzt noch einmal auf Deutsch, auf ein anderes Deutsch, weil das ist eine andere Übersetzung, aber das macht nichts, das ist fast gleich. Ja. Und die Juden sagen, Allahs Hand ist gefesselt, ihre Hände seien gefesselt und sie seien verflucht für das, was sie sagen. Nein, vielmehr sind ihre Hände seine Hände ausgestreckt. Er gibt aus, wie er will. Was zu dir von deinem Herrn herabgesandt worden ist, wird sicherlich bei vielen von ihnen die Auflehnung und den Unglauben noch mehren. Und wir haben unter ihnen Feindschaft und Hass erregt bis zum Tag der Auferstehung. Jedes Mal, wenn sie ein Feuer zum Krieg anzünden, löscht Allah es aus und sie bemühen sich, auf der Erde Unheil zu stiften. Aber Allah liebt nicht die Unheilstifter. Also hier sehen wir, dass Allah jetzt, die Juden... Die Übersetzung, guck mal, die Übersetzung bei mir ist anders. Ich verstehe das anders und deine Übersetzung versteht man anders. Haben die Muslime ganz verschieden übersetzt ihre Bücher oder was? Waren die nicht ein über Übersetzung oder was? Ja, das gibt es in jedem Religionsbuch. Sehr schön. Danke. Okay. Danke. Aber okay. Was hast du jetzt verstanden, Adam? Nein, wir lesen jetzt weiter. Pass auf. Ja. Wenn die Leute der Schrift nur glaubten und gotteswürdig wären, würden wir ihnen wahrlich ihre bösen Taten tilgen und sie wahrlich in die Gärten der Wonne eingehen lassen. Wenn sie nur die Tora und das Evangelium und okay, das Okay, ganz kurz, bitte lasst King Puta hoch, bitte nicht kicken. Bitte. Er soll aber sachlich bleiben, okay? Ja, und das Problem, er will von Thema weg, Flix. Das ist ja das Problem. Aber, er will in ein anderes Thema gehen. Hallo, und das gefällt mir nicht. Guten Abend, Radermann. Hör mal zu, ich will keinen Streit da rein. Bleib ganz gut, Radermann. Bleib ganz gut. Okay? Evar Basch. Evar Basch, guten Abend.
Guten Abend. Unsere Thema ist über den Islam. Wenn du über Islam reden willst. Ich weiß, es ist immer über Islam. Okay? Du musst mich nicht aufklären. Ja. Guck mal, Kadermann. Du kannst reden, was du willst. Ist nicht meine Sache. Aber, aber wenn du meine jesidische Religion eingreifst, ich bin ja ein Jeside, genau wie du, dann habe ich das Recht, hier reinzukommen und mich mit jemandem abzustimmen. Ich bin selber Jeside. Ja, warum soll ich jeside Religion angreifen? Kahraman, King Puta, ganz kurz, okay. Ganz kurz, King Puta, bitte, schau mal her. Solche Sachen solltet ihr intern klären, okay? Nein. Er hat vorhin erwähnt, bei uns jesiden Religion. Wir sollen zum Gott nicht beten oder die müssen zum Gott beten. Wir beten nicht für Gott, wir glauben an Gott. Wir beten zum Wenn du von Jeside Glauben keine Ahnung hast, also brauchst du nicht sich einmischen. Seit 10 Jahren habe ich schon erzählt. Hab mal Anstand. Weißt du? Du bist kein kleines Kind, okay? Hab Anstand, ich rede gerade. Ja, welcher Abstand? Kashmir Beja. Lass ihn doch reden, Karaman. Koro hat dir, Koro Brahim, hat dir Ahmad Yabaki. Also bist du Jeside, bin ich kein Jeside oder was? Stolz Jeside. Karaman, du sagst, wir sollen zu Gott nicht beten oder wir dürfen zu Gott nicht beten. Mit wessen Recht sagst du das? Mit was? Wir beten, gibt es in unserem Glauben keine Beten, gibt es Glauben. Ganz kurz, wir glauben an Gott. Ahmad, Brahimin, Hedi, Bissakina, King Buddha, Bissakina, Hedi, Tamam. Er hat die Thema woanders gebracht. Lass doch ihn reden, Mensch. Ja, was soll er reden? Wir reden über Islam und jetzt kommt er und sagt ja, ich bin Jeside, wenn du mein Junge, wieso bist du Jeside? Bin ich kein Jeside oder was? Ganz kurz, ich weiß. Wisst ihr was? Hey? Ja, also wenn er eine vernünftige Mensch wäre, hat er sie nicht King Putta genannt. Also hey, King von die Schlampen, weißt du? Ja, Ramnina. Und jetzt will er behaupten, dass er eine reine Jeside ist, ganz, oder was? Ganz kurz, liebe Leute, liebe Jesiden, schaut mal her, falls es solche Spannungen geben sollte unter den gleichen Gläubigen, dann bitte klärt das privat, nicht hier. Hier reden wir nicht über das Jesidentum, sondern über den Islam. Schau, jetzt ist Ali auch nicht. King Putta, jetzt sind wir fast arbeitslos. Jetzt haben wir nur noch den Al-Kurdi. Er ist ja auch ein halber Muslim. Ein halber Muslim. Ich bin kein halber Muslim. Okay. Alimo, du bist geflüchtet, du hast deine Chance gewittert und bist weg. Also da enttäuschst du mich, aber mach nichts. Jetzt lesen wir weiter. Wenn sie nur die Tora und das Evangelium und das befolgten, was zu ihnen von ihrem Herrn herabgesandt wurde, würden sie für wahr über ihnen unter ihren Füßen essen. Unter ihnen ist eine gemäßigte Gemeinschaft, aber wie böse ist bei vielen von ihnen, was sie tun. O du Gesandter, übermittele, was zu dir von deinem Herrn herabgesandt worden ist und wenn du es nicht tust, so hast du seine Botschaften nicht übermittelt. Allah wird dich von den Menschen schützen. Gewiss, Allah leitet das ungläubige Volk nicht recht. Also schau mal her, Lion. Ganz kurz. Auf Kurdisch und NK, wie geht es euch? Erstmal hallo an euch beiden. Schön. Hallo, Flexa. Mir geht's gut, danke schön. Ja, auf Kurdisch bist du da? Machst du Leon, machst du mich, machst du wem? Okay, sie ist rausgegangen. Egal, NK, ich hoffe, dir geht's auch gut. Okay. Ich wollte eigentlich nur eine Sache sagen, ja? Und zwar, wir sollten alle. Ich wollte sagen, wir sollten alle ein Beispiel sein für Gutes. Und hier dieser Karaman, der ist ja auch Jeside, alles gut. Aber hier dieses Beleidigen auch auf unserer Sprache, das muss nicht sein, weißt du? Ja. Wir können alle normal miteinander reden, egal was für Ansichten. Aber dieses Beleidigen auch auf Kurdisch, das sollte nicht sein. Ja, so, das auch mal stimmt. Das Einzige, was ich sagen Karaman, du musst auch so nehmen, du bist nicht der Einzige, der das Glaub vom Jesid Khan allein versteht. Also.
Du bist nicht der. Also du bist, ich bitte dich. Jetzt, du kommst nicht hier mir irgendwie Respekt oder Benehmen beibringen, Leon. Und dass meine Glauben mir zeigt, wie das ist. Also seit zehn Jahren. Ich debattiere und seit zehn Jahren rede ich darüber. Ganz kurz, Leute, bitte bleibt alle respektvoll, weil ich habe gemerkt, das ist eine hitzige Situation hier. Bitte, wenn ihr redet, seid respektvoll gegenüber euch alle. Wir führen eine ganz normale Diskussion hier. Ich möchte nicht, dass ihr untereinander streitet. Bitte, bitte, wenigstens das. Ich flehe euch an. Wenigstens einmal respektlos bleiben. Respektvoll bleiben, sorry. Sehr gut gesagt, Flex. Und das ist wirklich nicht Sinn und Zweck der Sache. Liebe Leute, wir sind alle erwachsen. Jeder hat seine eigene Meinung. Aber das Problem sehe ich hier darin, falls einer irgendetwas dazu beisteuern sollte oder will, dann soll er bitte auch mit Quellen kommen. Denn wenn wir mit den Quellen kommen, dann kann man uns eigentlich nicht angreifen. Und somit entstehen eben diese Konflikte dann nicht, sollten eigentlich nicht entstehen. Von daher, Al-Kurdi, wir haben hier gesehen, dass die Juden doch nicht so geliebt werden, so wie es in der anderen, in den anderen Sure und Vers gesagt wurde. Also von Allah werden die nicht geliebt. Ja, genau. Klar. Aber nicht von Chode, nicht von meinem Gott. Ganz kurz. Ich würde noch ein besonderes Thema mit dem lieben Al-Kurdi durchgehen. Es ist eine Sure. Ein Vers, du kannst es von mir aus von oben bis nach unten lesen und dann erklärst du uns das bitte, weil du kannst ja auch Arabisch lesen, das ist etwas Besonderes, etwas Gutes. Ja. Das ist die Sure 65. 65, ja, das ist die At-Talaq. Genau, ja, At-Talaq 4. 4? Ja. So, 4, da ist das hin. وَإِلَا يَأِسْنَا مِنَ الْمَحِيدِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أَرْتَبْتُمْ فعدتهن ثلاثة أشهر وإلى لم يحضن أو يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعهن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمر يسر. Das ist doch schön. So. Also drei Monate haben die Zeit. Wenn ihr Zweifel hegt über jene eurer Frauen, die keine Menstruation mehr erhoffen, dann wisst das, ihr frisst drei Monate Betrug. Okay. Und das Gleiche gilt für diejenigen, die noch keine Menstruation gehabt haben. Mhm. Und für die Schwangeren soll die Frist so lange dauern, bis sie zur Welt bringen, was sie getragen haben. Mhm. Und der Allah fürchtete, wird er Erleichterungen in seinen Angelegenheiten verschaffen. Vielen Dank. Vielen Dank. Meine Frage kommt jetzt zu dir, lieber Al-Kurdi. Ja. Wer sind diejenigen, die wo noch keine Menstruation hatten? Welche Frauen sind das, die wo noch keine Menstruation hatten? Wer hat das nicht gehabt? Aber Kujan Piraken, auch Kujan Piraken, auch Kujan Jeniken, Jenekena, Ehudiana, Messiana, Esidiana, Mson. Eigene Frauen. Ja, ja, richtig. Nein, warte, Rahman, ganz kurz. Das sind die eigenen Frauen, richtig. Das geht um die Scheidung. Aber welche Frauen sind damit gemeint, die wo noch keine Monatsblutungen bekommen haben? Wer sind das? Welche Frauen sind das? Wer sind das? Welche Frauen sind das? Ja, das ist doch die Frauen. Sind das? Warte. Mach Warum ist er jetzt raus? Das war hat er Telefon bekommen. Kommt er gleich wieder? Macho, Bra, ich habe eine Frage. Ja, bitte schön. Bra, ist ein Musulman. Ist ich habe eine Frage. Ganz kurz. Al-Kurdi ist wieder da. Der soll uns noch das beantworten. Leon, danke, Jamtate. Danke, Madisawara, Leon. Geh mal raus, komm mal wieder, Leon. Deine Stimme ist unklar. Nee, bei mir ist auch genau. Ja, aber du schallst bei mir komplett. Nee, bei mir ist auch genau. Ja, aber du schallst. Also, jetzt kannst du wieder Fragen machen. Karaman. Ja. Ich bin seit einer Stunde hier drin. Ne?
Leon, الجمت صغ صافية كومPLETE درك هذا كومPLETE جدا درك هذا براو. نصافية. أيه بودا نيمست دو أوف ولا سو؟ وين دو داس ماش؟ لاس داس بيتا، بس داس شالت أون إند. يا. زو ماو أتسيل. برام ما هواليه تا إيه مسلمان تنين؟ يا هواليه مني مسلمان هنا برام. جراسية بازنا دن جراسية بازنا دي لوفن فون دن رياليتات ون واهيت نيش بيك. دي أكسبتين داس برا. دي هابن زلبا جلزن. إيه هاب تاوزند مسلميش فرويدة. دي زاغن زلبا قهرمان دواس ريشت. ما زولن دي داتو زاغن. Ich habe den Islam nicht. Ich habe keine Lügen verbreitet über den Islam oder so. Sollt ihr nicht so verstehen, Leute. Ich rede nur von den Büchern, was die Moslems geschrieben haben. Nein, Bruder, guck mal, auf Koran gehen, auf Bibel gehen, sowas macht man nicht. Wie? Nein, bin ich nicht aufgehört. Wieso, Leute? Habt ihr irgendein falsches Wort von mir gehört, Leute, dass ich nicht von Koran gelesen habe? Lass mich mal reden kurz. Du sagst die ganze Zeit Allahu Akbar. Ja, aber die machen auch. Sollen wir auch ein bisschen Spaß dabei haben? Wir sind alle Freunde. Warum seid ihr besser als die anderen? Was hat eine mit der anderen zu tun? Dürfen wir keinen Spaß haben? Kavijidina, wir reden Deutsch, red mal Deutsch, ja, und dann red mal Deutsch, lass die Leute verstehen, Leute. Okay, eine Frage. Ja, bitte schon, dann frag mal deine Frage. Du sagst doch, dein Motto ist es, ein guter Mensch zu sein, gute Taten. Ja, ja. Ja. Mann, indem du Religion, dich über Religion lustig machst, dann machst du keine guten Taten. Wieso? Wenn eine Religion behauptet, dass sie Recht haben, mich zu töten und meine Frau versklaven. Natürlich, soll ich gar nichts dazu sagen, oder was? Karaman, soll ich einfach still bleiben? Aber das stimmt nicht, was du sagst, Karaman. Natürlich stimmt das. Nein, wenn du natürlich stimmt das. أمرت أن أقاتل الناس حتى أن يشهدوا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. Was bedeutet das? Ja, was bedeutet das? Erzähl mir, kennst du mal, Leon, kennst du mal für die Leute, die Arabisch nicht verstehen, kennst du mal übersetzen, Umurtu an uqatul nas? Kennst du mal das übersetzen? Nochmal bitte? Umurtu an uqatul nas, hatta an yashadu la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah. Das ist kriegfest, ja, was ist das Problem? Ja, wie kommt das, dass eine Allah, eine mächtige Allah, kriegfest in einem Buch schreibt und euch befehlt, andere Menschen zu töten? Er sagt, klar, warum euer Allah zeigt euch keine Liebe? Weil die haben gegen Muslime gekämpft. Wer hat gegen Muslime Briefe in andere Völker geschickt? Entweder nehmt ihr den Islam an oder wir werden Krieg mit euch mal schon anfangen. Das ist der Befehl. Leon. Was hat Tariq bin Ziyad zu die Christen gesagt? Al-Bahru min amamakum wal-Adu min waraakum. Und was machen die, die Kreuzer in der Palästina damals? Warum haben die das gemacht? Was macht Alexander II in Ägypten? Alexander der Große hat nicht im Namen des Kreuz gekämpft. Ja, das war ein Imperator, nein, ein griechischer Imperator war das. Das war nicht im Namen des Christen, das war vor Christentum. Du musst mal lesen. Kreuzritter wollten die sich nur beschützen von den islamischen Angriffen. Alle anderen haben die anderen Völker direkt gekämpft, ohne Bescheid zu sagen. Ja, aber steht nicht in Bibel das alles. Aber in euer Buch steht das alles drin. Warum läuft ihr davon weg, ja? Wir laufen nicht da weg. Wir sagen mal, du sagst mir, was haben die Moslems in Syrien zu suchen? War Syrien ein muslimisches Land? War Libanon, Irak, Ägypten? Nordafrika, wo der Marokko und Tunesien ist, war das alles muslimische Länder? Nein. Die wurden nur überfallen und durch Gewalt islamisiert. War die Juden gewesen vor Abraham? Wie vor Abraham? Wer redet von das? Ja, du redest gerade. Israeliten gab es das. Weißt du, bevor Islam, kannst du mir sagen, bevor Islam entstanden ist, beantworte meine Frage. Wie viele Religionen gab es in Mekka? Wie viele Religionen gab es in Mekka, bevor das Islam entstanden ist? Meinst du, Islam besteht aus Christen und Prophet Mohammed seine Gesetze? Weiß ich nicht, da musst du die Christen fragen, nicht mich. Ich sag, in unserer Religion, da muss eine christliche Bruder das antworten. Aber meine Frage, warum antwortest du meine Frage nicht? Eine Frage. Bevor das Islam entstanden hat, wie viele Religionen gab es in Mekka?
Wie, gab es keine Religion in Mekka? Das natürlich gab es viele Religionen. Gab es Juden, gab es Christen, gab es... Ich bin jetzt erst wieder reingekommen. Hört ihr mich alle? Ich weiß jetzt nicht, was passiert ist, Leute. Dann hole ich mal alle wieder rein, weil ich war jetzt die ganze Zeit weg. Ich hoffe, keiner beleidigt hat. Ja? Ich hoffe, keiner hat beleidigt. Ich hoffe, alle sind in der Liebe geblieben, weil ich war jetzt die ganze Zeit weg. So, jetzt hole ich mir erstmal eins nach dem anderen hoch. Bruder Flex. Ja, Bruder Herz, ja. Bruder, bevor das Islam entstanden hat, gab es viele Religionen in Saudi-Arabien, in Mekka und Medina. Nachdem kam der Islam. Islam hat alle vernichtet durch den Schwert und die mussten an Islam glauben. Die haben alle islamisiert. Und die haben Juden dort alle vertrieben, alle vernichtet. Und Christen alle vertrieben und vernichtet. Weißt du? Und jetzt wird ein Moslem kommen. Nee, Islam bedeutet Barmherzigkeit. Wo ist der Barmherzigkeit? Karaman, wenn das Islam mit Schwert gekommen wäre, wäre die ganze Welt jetzt in Islam eingetreten. Glaub. Stimmt das nicht? Seit 1400 Jahren. Aber Leute, ganz kurz, ich muss eine Sache sagen. Bitte, wenn ihr euch unterhalten tut, schreit euch nicht gegenseitig an. Ich habe diese Unterhaltung jetzt mal frei gemacht, dass jeder reden kann, dass wir respektvoll bleiben, aber bitte streitet nicht. Das ist für mich ganz wichtig, äußerst wichtig. Lexa, kurdische Kultur, wenn wir laut sprechen, heißt es, wir streiten. Ne? Das ist unsere Kultur nur einfach. Ja, die haben auch nicht beleidigt. Ich hab nur das Gefühl gehabt, vielleicht seid ihr am Streiten, weil wenn ihr am Streiten seid, ich beende den Stream. Wie gesagt, weil ich will nicht, dass ihr streitet. Nein, das ist ganz wichtig. Flex, Bruder, soll nur Leon erzählen, was hat der Prophet und seine Leute mit Bani Khaybar angetan. Okay, alles klar. Ja, Erzähl mal, Leon. Bani Khaybar, weißt du, was Bani Khaybar ist? Ja, erzähl mal, wer war die? War die nicht Juden? Das war jüdische... Ganz friedliche Juden. Von wegen friedliche Juden. Was haben die gemacht? Die haben den Vertrag gestoßen, ne? Welcher Vertrag, Bra? Die hast du vergessen? Ich habe nicht vergessen, aber erzähl uns mal von dem Vertrag. Welcher Vertrag meinst du? Ja, was für einen Vertrag haben die unterschrieben oder irgend mit Stempel oder ohne Stempel war das? Was war das? Ja, das war die Vereinbarung zwischen den... Ja, okay, was für eine Vereinbarung? Sag's mir. Komm. Ja, dann erzähl mir, du kannst ja gleich sagen, was... Ja, Bani Khaybar, ganz friedliches Volk, die würden überfallen von den Propheten und seinen Männern, weißt du? Und im Endeffekt würden die alle eingerichtet, enthauptet, die Männer und die Frauen versklavt. Nee, ganz genau. Die Bani Khaybar, da waren zwei Parteien gewesen. Davon die Hälfte waren, die hat Vereinbarung mit den Muslimen zugestimmt und die andere Hälfte waren dagegen gewesen. Also die haben für Islam zugestimmt, dass die den islamischen Glauben annehmen. Nicht zugestimmt, einfach die haben gesagt, wir können zufrieden miteinander leben. Ja, und was wurde mit die alle passiert? Als Gegensatz, die haben die gekämpft haben. Ne? Und was ist mit deren Frauen passiert, kannst du mal sagen? Was mit denen passiert? Erzähl mir, da kann ich dir gleich sagen, ob das stimmt, was du gerade sagst. Die Männer wurden enthauptet oder nicht? Nein. Alle. Deren alle. Männer? Nein. Wurden enthauptet? Was ist das? Nee. About it? Ganz kurz, ich muss kurz reingrätschen. Warum sagen alle King Puta raus? Weil der ist doch einer von uns. Also, ja. Wo, warum? Er will abweichen von dem Thema, weißt du, das ist ja das Problem. Guck mal, wir kennen uns, wir waren am Nachten, ne? Ich wollte dich nur korrigieren, weil du gesagt hast, um unsere Religion darf ich zum Gott beten. King Puta, ich habe dich schon vorhin... Ja, okay, wenn du beten willst, bete, habe ich nichts gegen deine Gebete. Aram, Bruder, man hört dich nicht. Wenn ich mich disconnecte, dann fliege ich immer raus. Deswegen müsst ihr nochmal eine Anfrage schicken, Leute. Alle nochmal eine Anfrage schicken, weil ich glaube, jedes Mal... Wenn ich immer wieder disconnecte, fliege ich immer raus. So, dann hole ich mal erstmal alle wieder rein. Sorry, tut mir leid, Leute.
Ich habe mein Bluetooth verbunden, deswegen fliegen alle immer wieder raus. Sorry. Aber Bruder, nicht böse gemeint, aber kannst du King Puta bitte unten lassen, die sollen das bitte privat oder so klären, weil das hat nichts mit dem Thema genau, zu tun. Sonst gibt das genau, lass den unten. Lass den unten, das bringt nichts, weil wir wollen mit dem Laien Al-Kurdi ein bisschen bezüglich dieses und jenes wegen den Islam da diskutieren, weil das ja bringt alles okay. Okay. Wo ist Leon? Leon. Muchas gracias. Muchas gracias, lieber Bruder. Al-Kurdi. Kawarlo. Ach, ja, hart. Ganz kurz, Kahraman. Ganz kurz, Kahraman. Ja. Wir waren bei der Sure 65, Vers 4 mit Al-Kurdi. Dann geht er dieser Karabaya Leon. Brau, der Kava dieser, oder Tabami der Kava, oder? Flex, nimm mal kurz den Punisher hoch, bitte. Der will kurz hier rein. Leo. Al-Kurdi. Ah, das halt bei ihm. Jetzt hat er nochmal rein, den Leon. Hallo, Gottes Segen an alle. Scheino, Gottes Segen. Bescheino. Ich habe eine Erleuchtung bekommen. Ich habe neue Bilder bekommen. Was für Bilder hast du denn bekommen, Mensch? Die zeige ich euch gleich. Macht ruhig euer Thema weiter. Ich zeige euch so nebenbei. Al-Kurdi, war? Leon, war Al-Kurdi. Löwe. Der kurdische Löwe nennt er sich. Ali Ta'if, Ahun und Yahub. Ja, es geht wegen dem Islam und dass er so harmlos ist und friedlich ist. Und es waren einige Koraniten hier drin und haben halt gemeint, sie akzeptieren die Sunna nicht, die Tafsire nicht, die Hadithe nicht. Ja, und sie meinen, das sind irregeleitete Muslime und ja, weil sie ja natürlich auch alles beherrschen. Sind 0,001% vielleicht, die wo das erst seit Neuestem, um Gottes Willen. Was ist das für ein Foto? Nein, nur solche Bilder nicht. Nee, Leute. Also ich bin dagegen, solche Sachen. Muss ich ehrlich sagen, Leute. Ja, aber, komm, nein, aber lass mal vernünftig debattieren, Leute. Ganz kurz, Leute, bitte, ja, ist nicht böse gemeint, aber nein. Punisher, bitte, nee, mach das bitte raus, bitte aus, ja, Respekt. Weil sonst, ja, denken alle, wir fangen an hier zu hetzen. Und ja, das geht nicht, weißt du. Also man soll debattieren, aber man soll sie nicht gegenübereinander lustig machen. Das geht ja nicht, weißt du. Ansonsten können alle eine saubere Unterhaltung. Das ist aber in Ordnung, oder? Von mir aus, also weiß ich nicht, was von Muskeln hat der, mein Gott. Ja, das ist eine besondere Ziege. Wow, ich wollte gerne auch so eine Muskel haben. Aber nee. Aber wir können was die ist das für ein Buch? Was ist das für ein Buch vor diese Ziege? Weiß ich nicht. Man kann interpretieren, was man möchte. Nein, Ara, mach das weg, Bruder. Mach das weg, Leute. Komm. Komm, Leute. Nein. Ja, was ist das denn? Ja, oh, nein, Lo, Daka, hör mal auf. Kurbana Chaveta. Nein. Komm, ich weiß, was ihr. Oder eine Frage, bist du Kurde? Ich bin der Wahre. Der, sag ich mal, was sag mal, das Kern. Ich bin Jeside. Das Kern von Kurde. Ah, du bist Jeside, okay. Jeside auf meinen, ja, Kopf, Bruder. Danke, Bruder, danke. Wir sind solange du kein Kurde bist und Moslem, ist alles gut. Nee, wieso? Es gibt super Kurden, das sind auch unsere Brüder. Und bitte, du sollst mal unterscheiden zwischen islamistischen Kurden und patriotischen Kurden. Bitte. Also, ja, ich muss halt eine Sache sagen. Guck mal, wenn ich jetzt zum Beispiel Kurde wäre, gell, ja, und den Islam annehmen würde, eine Religion, die ganz klar sagt, dass ich ein Djinn bin oder von den Djinns abstamme, damit, ja, würde ich nicht klarkommen. Ja, aber gibt es viele, solche und solche, weißt du, genau die deine Meinung auch haben, gibt es viele mittlerweile.
Und die Meinung von Salafisten gibt es auch viele, weißt du. Und das ist ja im Moment eine große Streit unter Kurden selbst, weißt du, unter patriotische und islamistische, salafistische Kurden, weißt du. Weil die patriote Kurden, die sagen, unser Land ist über alles bei uns, weißt du. Keine Religion, gar nichts. No. Und die sind für jeden da. Für Christen sind die da, für uns Jesiden sind die da, für Juden sind die da. Es gibt keinen Unterschied bei denen. Also was der Punisher gemacht hat, das finde ich erstmal seine eigene Meinung. Und das bezieht, man merkt das, wie der zurückgeblieben ist, muss ich sagen. Was meinst du, Lion? Du hast gerade, hast du gerade gezeigt, dass die jetzt darüber gesprochen haben? Ich weiß nicht, was ja, du hast. Guck mal, ich habe ein Bild von einer Ziege gezeigt, die ein Buch in der Hand hat und zwischen dem Buch ist das Grünzeug. Und ich habe ein Bild von einem arabischen Mann gezeigt. Also wir gehen davon aus, dass der Araber ist, weil er Turban und so anhatte, der auf einer fliegenden Mischung von einer Ziege sitzt. Ja, ich weiß nicht, was du da rein interpretierst. Ich habe weder deine Religion beziehungsweise die Religion des Islams damit angegriffen oder habe irgendetwas dazu kommentiert. Ich habe gesagt, interpretier bitte selber. Ja, aber Panischer, die werden so verstehen, Bra, die werden so verstehen. Also wenn du das zeigst, dann fühlen die sich angegriffen, weißt du. Ja, aber warum denn, Bruder? Guck mal, also ich sage dir ganz ehrlich, guck mal, wenn jemand ein Bild von Jesus nimmt, ja, und ihn auf einen Esel setzt, ja, und Jesus, und dieser Esel ist da und Jesus ist da, ich fühle mich damit nicht angegriffen, Bruder. Denn es steht ganz klar, hör mir zu, es steht doch ganz klar in der Bibel, dass er auf einem Esel nach Jerusalem geritten ist, ja. Ich fühle mich damit nicht angegriffen. Warum? Warum fühlt ihr euch angegriffen? Hör mir doch mal bitte zu. Hab ich nicht. Ja? Hab ich aber nicht. Warum sagst du das? Ja, aber hör mir erstmal zu, guck mal. Warum fühlt sich dann jemand angegriffen, wenn ich einfach ein Bild nehme, guck mal, ohne dass ich irgendwie was sage oder was dazu schreibe, wer das sein soll, ja? Warum fühlen sich dann die Leute getriggert, ja, durch diese Sache? Und wenn, auch wenn das jetzt diese Himmelsreise, ja, von Mohammed sein sollte, schämt ihr euch dafür? Oder wo ist das Problem? Nein. Also, dann kann man doch dazu stehen, dass er auf irgendeinem Vieh, ja, geflogen ist mit einem Engel in Begleitung. Wo ist das Problem? Wieso Vieh? Habe ich irgendwie gespottet? Nein, habe ich nicht. Aber warum? Wieso Vieh? Ist es nicht Vieh gewesen? Das ist Burra gewesen. Natürlich war das ein Vieh. Was ist denn ein Muli? Eine Mischung von einem Esel und einem Pferd. Was ist das? Ist doch ein Vieh. Nein, Burra ist nicht so. Stimmt das nicht? Was ist Burra? Burra, das ist eine Kreatur, von der Gott das gemacht hat. Ein Engelstier. Das kannst du nicht, das ist keine irdische Vergleichung. Guten Abend, Ivar Basch, Ivar Barka, Ivar Basch, Karaman, Schaui. Sarcava, Galix, Pass, Bra. Sesserimen, wie geht's? Zabe, danke, mir geht's gut, Bra. Danke schon. Guten Abend, Flex. Also, wir waren bei der. Guten Abend, wir waren bei der Sure 5. Ja. Also das Bild, was du gezeigt hast, das einfach mit den Muskeln vom Flexer ausgeglichen. Also ich dachte, du hast das damit der Flexer gemeint. Weil er hat auch Bart und Muskel, deswegen. Hat Flex solche Muskeln? Ganz ehrlich, ja, Flex ist 1:1 dieses Bild gewesen, denn er hat genau das gefressen in letzter Zeit, was die Ziege auch gefressen hat. Der Flexer? Ja. Also kurz... Al-Kurdi, wir waren bei der 65 Vers 4 stehen geblieben. Ich habe dich gefragt, welche Frauen sind damit gemeint, die wo noch nicht ihre Blutungen bekommen haben? Du wolltest richtig antworten, weil es geht um die Scheidung. Genau, die waren die Schwangere, bis die ihre Schwangeren hinterlegt hast. Und diejenigen, die keine Periode bekommen. Nein. Doch. Genau, diejenigen, die wo keine Periode bekommen. Genau. An yad'anna hamlahunna, wa man yattaqi Allah yaj'al lahu min amrihi yusra. Wer sind diejenigen, die wo noch nicht ihre Periode bekommen haben? Ja, da steht doch auf, diejenigen, die keine Periode haben und diejenigen, die Schwangeren waren, die doch keine Kind zur Welt gebracht haben, Kind bekommen haben. Die schwangere Frau. Noch einmal. Und die keine. Gibt es Frauen, die überhaupt keine Periode bekommen?
Die zum Beispiel nicht nur die, nicht nur die kleines Mädchen auch haben die gemeint. Nein, wenn man über Behörden sagt, das heißt, hat angefangen. Ja, Al-Kurdi, Al-Kurdi, pass auf, mein Lieber, pass auf. Wir lesen das jetzt Schritt für Schritt. Ich habe das ja hier auf Deutsch, okay? Und diejenigen von euren Frauen, die keine Monatsblutung mehr erwarten, wenn ihr im Zweifel seid, so ist ihre Wartezeit 3 Monate. Das heißt, es sind Frauen, die wo älter geworden sind und keine Periode mehr erwarten. Ja. Und ebenso diejenigen, die keine Monatsblutung haben. Ja. Wer ja. sind kleines, diese klein, Frauen? Kleines Mädchen, die, Frau, die noch nicht. Die Frau, nein, 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 hör mal zu. Das ist nicht, damit die kleinen Mädchen gesagt hast, erstmal, weil die kleinen Mädchen haben die überhaupt keine Periode bekommen. Das ist noch nicht angefangen. Ja, die aber sagt er das, Beispiel, sagt er das, Leon, sagt er das. Nein, nein, nein. Die noch nie bekommen haben. Die noch nie bekommen haben, bra. Lass mich zum Ende reden. Gibt es Frauen, die 45 sind und die haben ihre Periode, kommt nicht mehr. Das ist Stopp. Und gibt es Frauen, die schwanger sind, die haben auch keine Periode. Nein, 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 nein. Moment, Lein. Wir wissen das, wir sind nicht dumm, okay? Noch einmal. Und ja. diejenigen von euren Frauen, die keine Monatsblutung mehr erwarten, wenn ihr im Zweifel seid, so ist ihre Wartezeit 3 Monate. Und richtig. Ebenso, pass auf, und ebenso derjenigen, die noch keine Monatsblutung haben. Punkt. Wer sind diejenigen, die wo noch keine Monatsblutung haben? Kleines Wer Mädchen. Sind diejenigen, die wo noch keine Monatsblutung haben? Kleines Wer Mädchen. Sind diejenigen? Aram, hast Was du Rechte du für hoch und runter zu holen? Bitte? Hast du Rechte für hoch und runter zu holen, die Leute? Ja, ja, ich hole den Jakobus, oder? Wen? Ja, genau, der wollte die ganze Zeit hoch, ja. Ja. Und Al-Kurdi, bitte, komm nochmal hoch. Ich hol dich hoch. Oder flüchtest du? Flüchte nicht, lieber Al-Kurdi, weil sonst ist dieser Name nicht gut für dich, weil Lion heißt Löwe, also Sher. Akatesheri, Akatesheri, Wara. Ha, mir mehr an Aske, Schlomo Alechu Esma. Ey, Pscheino, Ahla, Sahla, Aka, ey, Lion, Kawar. Ja, warum kommst du nicht? Ich leite dich doch ein, Laie. Hey, Sher, war. Warlo. Ich weiß, Al-Kurdi will aufnehmen, deswegen kommt immer dieser Ton, aber das macht nichts, der kann er ja machen, aber der soll trotzdem nochmal hochkommen, weil das wollte er uns erklären und ja. Al-Kurdi, hey, also ich habe ihm die Anfrage geschickt, aber der kommt irgendwie nicht hoch, er will nicht oder will nicht darauf antworten. Adam, das kann auch sein, ja. Weil die Doppeltüren kommt, kann auch sein. Kann auch sein. Ja, wir haben den Paul jetzt hochgenommen. Kann auch sein. Ich grüße euch alle. Ja, wir haben den Paul jetzt hochgenommen. Ich grüße Pablo, euch alle. Hallo, mein Herz, ich bitte einmal wieder zusammen auf der App raus und wieder rein. Ich grüße Pablo, mein Herz, ich bitte einmal zusammen auf der App raus und wieder rein. Ich grüße Also mich würde mal interessieren, von diesen 350 Leute, die hier drinnen sind, fandet ihr meine Bilder jetzt wirklich so schlimm, dass man jemanden angegriffen hat? Und wer sie nicht schlimm fand, macht einfach mal ein rotes Herz in den Chat rein. Ja, Jungs. Also, nochmal auf die Antwort, Aram. Da sind die Frauen, ich erkläre nochmal, dass die Frauen, die keine Periode haben, die zum Beispiel in einem bestimmten Alter geworden und die haben keine Periode mehr. Und die Frauen, die schwanger sind, die bekommen auch keine Periode. Bis die dann Kinder auf dem Welt kommt, ja. Al-Kurdi, Al-Kurdi, nein. Pass auf, noch einmal. Schau her, wir verstehen. Nein. Du fragst jetzt mich als Moslem, noch einmal. Ich das meine Koran verstehe. Al-Kurdi. Ja, natürlich sage ich dir das, weil das stimmt nicht. Jetzt pass auf. Und diejenigen von euren Frauen, die keine Monatsblutung mehr erwarten, wenn ihr im Zweifel seid, so ist ihre Wartezeit 3 Monate, das sind die älteren Frauen. Das ist ja eindeutig, oder? Nochmal bitte. Schau. Und diejenigen von euren Frauen, die keine Monatsblutung mehr erwarten, wenn ihr im Zweifel seid, so ist ihre Wartezeit 3 Monate. Das heißt, das sind Frauen, die wo älter geworden sind, wo keine Blutung mehr bekommen. Richtig, oder? Richtig, ja.
Tamam. Jetzt geht's aber weiter. Und ebenso derjenigen, die noch keine Monatsblutung haben. Punkt. Stopp jetzt. Jetzt stopp, genau. Die keine haben. Wir können auch mal jemanden heiraten, eine Frau, und die 45 oder 50 wird, und die haben keine Periode mehr. Was damit? Hä? Ja. Was nochmal? Du kannst eine Frau heiraten und die ist 50 Jahre geworden und die hat keine Periode mehr. Die ist zu Ende, die Periode. Aber Moment, die ist schon oben erwähnt. Und diejenigen von euren Frauen, die keine Monatsblutung mehr erwarten, wenn ihr im Zweifel seid, so ist ihre Wartezeit 3 Monate. Die ist schon erwähnt. Jetzt kommt aber eine andere. Die werden die Periode haben, die 3 Monate. Okay? Die Periode haben. Nein, die, wo keine mehr erwarten. Noch einmal. Und diejenigen von euren Frauen, die keine Monatsblutung mehr erwarten, die bekommen keine mehr. Wenn ihr im Zweifel seid, so ist ihre Wartezeit 3 Monate. So, das ist schon erwähnt. Und dann kommt und ebenso derjenigen, die noch keine Monatsblutung haben. Wer sind diese Frauen, die wo das noch die keine Frauen, die Monatsblutung haben? Die keine Periode lies auf Arabisch. Lies das auf Arabisch. Komm, lies das auf Arabisch laut vor. وَإِلَا يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيدِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أَرْتَبْتُمْ فَعَدَّتُهُنَّ 3 أَشْهُرْ. Okay? وَإِلَا لَمْ يَحَضْنَ يَحَضْنَ وَأَوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلَهُنَّ أَنْ يَضَعَنَّ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. Was bedeutet Lam Yahudna? Was bedeutet das? Kannst du das Wort dann wieder mal übersetzen? Lam Yahudna. Sind dies kleines Mädchen, die noch keine Periode bekommen haben? Nein, bra. Das geht wenn nicht, du das deine. Doch. Nein. Ja, bra, das ist das Städterin. Okay, geh mal in Tafsir. Geh mal in Tafsir Tabari oder Bukhari oder Bin Kassir. Geh mal rein. Sekunde, Leo, was ist denn Umarmung? Dankeschön, Bruder. Was ist denn Umarmung? Mach mal, warte, bra. Kennst du mal, Leon, gehst du in Tafsir Tabari, Habibi? Oder bin Kassir oder Sahih al-Bukhari? Ganz kurz, ich muss euch alle unterbrechen. Ich will noch eine Sache sagen, Leute. Ich mache eine kleine Pause, aber ich will euch eins sagen. Wer den Herrn Jesus Christus nicht angenommen hat, Leute, kehrt um, ja. Denn der Vater sandte seinen Sohn, dass er für eure Sünden stirbt, okay? Und er ist am 3. Tag auferstanden, okay? Bitte, Leute, versteht das. Es ist ganz, ganz wichtig, ja. Und wirklich, die Liebe, die Jesus Christus für euch hat, Leute, ist wirklich ganz groß, ja. Deswegen bitte verdreht nicht das Evangelium, ja. Wir haben jetzt heute sehr viel gehört, wie viele oder was wir alles hier heute gehört haben, wie oft das Evangelium Gottes verdreht wird. Und das sollen wir nicht, ja. Wir müssen das wahre Evangelium annehmen. Deswegen, Leute, ich liebe euch von ganzem Herzen, ja. Ich spreche für alle, ja. Ich spreche für alle, alle, die hier drinne sind, ja. Und ansonsten, Leute, ich will euch nur sagen, bleibt in der Liebe, Flex. Leute, ist ganz wichtig. Jetzt, Aram. 5, 2, 3 Minuten noch, Flex, weil wir müssen das erklären mit dem lieben Al-Kurdi. Wir sind gleich fertig, okay? La, aber soll Al-Kurdi in Tafsir gehen? Zuschauer, in Tafsir geht. Genau. Bra, soll Leon, genau, jetzt, gehst du mal an Tafsir? Tafsir. Na, ja. Leon. Warte, nee, lass ihn selber reingehen. Soll er selber die Leute erzählen, bra. Ibn Kathir. Besser. Du bist Kafir. Ich kann das verstehen, ohne dass du Tafsir gehen, diese Ayat. Lam yahadna. Was bedeutet Lam yahadna? Was bedeutet Lam yahadna? Die spricht gerade über die schwangere Frauen. Ja, dann geh mal, nein, Bruder, lauf nicht weg. Geh mal in Tafsir. Habibi, Rohi, Hayati, Braimno, Kurbana, Chavita. Hör mal deine Bruder, geh mal in Tafsir und du sollst nicht von deinem Kopf irgendwie was. Da braucht man kein Tafsir dafür, Kahraman, das ist natürlich, gib es Tafsir dabei. Mach mich groß, Flex. Al-Kurdi, akzeptierst du Ibn Kathir? Ja, klar.
Ibn Kassir, okay. Dann Al-Kurdi. Geht man zu Ibn Kassir. Aha, okay. Jetzt pass auf. Pass auf. Wenn das passt in der Kurve. Tafsir Ibn Kathir. Jetzt pass auf. Tafsir Ibn Kathir. Und diejenigen ihrer Frauen, die ihre Menstruation aufgegeben haben, wenn sie Zweifel haben, dann beträgt ihre Wartezeit 3 Monate. Und diejenigen, die nicht menstruiert haben und diejenigen, die schwanger sind, ihre Frist ist die Geburt, tragen sie sie. Und wen auch immer fürchtet Allah, er wird ihm seine Angelegenheit leicht machen. Ja. Gott, der Allmächtige, erklärt die Wartezeit der Frau, das ist die Frau, die aufgrund ihres Alters mit der Menstruation aufgehört hat. Sie beträgt 3 Monate statt der 3 Menstruationszyklen für die Frau, die menstruiert. Wie angezeigt durch den Vers Al-Baqarah und ebenso beträgt die Wartezeit für kleine Kinder, die das Menstruationsalter noch nicht erreicht haben. 3 Monate wie die Wartezeit einer Frau. Und da Klammer, also steht man drauf. So. Klammer, das heißt nicht, dass... Wo das steht das Klammer? Guck mal, und derjenige, der nicht menstruiert haben, ja? So. Schau mal her. Al-Baqarah. Nimm mal zu, ja. Der Eierspitz, ich erzähl mir jetzt mal. Wo ila yasna al-mahid, das heißt diejenigen, die keine Periode haben. Das ist der erste Punkt, okay? Ja. Und der zweite, wo ila lam yahudna awlat al-ahmal, die Schwangere, okay? Lam yahudna awlat al-ahmal. Al-Kurdi, ganz kurz, Kahraman, Al-Kurdi. Du willst jetzt hier tatsächlich dich gegen diesen Mann hier antreten, zeigen und sagen, der lügt? Du sagst, der lügt? Du sagst, Ibn Kathir lügt. Ich kann das Vers so verstehen, wie das ist. Wie kann man einfach ein logisches Mensch verstehen? Brauche ich keinen Tafsir dafür? Nein. Eben, wir lesen hier, alle verstehen es anders, aber du verstehst es total anders. Aber und hier sagt dein Gelehrter, Ibn Kathir. Wo steht das, die kleine Mädchen damit gedacht in der auf Deutsches? Da steht das doch. Wartezeit für kleine Kinder. Da steht das doch schwarz auf weiß. Al-Baqarah und ebenso beträgt die Wartezeit für kleine Kinder, ja? Auf das, kleine, guck mal, auf wir das reden Vers. Von Kinder. Kinder. Ja, aber, so ein Pischer. Nicht Jugendliche, Kinder. Ja, aber warte mal, auf Vers, Übersetzung im Koran selber. Auch die Übersetzung im Koran geht darauf, die, wo noch keine Menstruation hatten, Habibi. Ja? Habibi, so, wer hat keine Menstruation? Eine Menstruation hat jemand nicht, hör zu. Eine Menstruation haben einfach kleine Kinder nicht. Ein 8-, 9-, 10-jähriges Mädchen hat noch nicht ihre Blutung. Ja, aber sie bekommt sie erst in der Pubertät. Und von diesen Mädchen, von diesen Kindern wird gesprochen. Ihr versteht gerade jetzt nicht, das Sura und das Vers übersetzt Allahu Akbar, die ganze alleine. Welt versteht nicht, nur ihr Muslime versteht? Ja, lieber immer. Also eine Sache muss ich hinzufügen, ja. Das Ding ist, Al-Kurdi, wir müssen wirklich ehrlich sein. Sogar ich lese genau das, was da drin steht und nichts anderes. Da steht, und Kinder. Al-Kurdi, da steht, und Kinder, wir können doch nicht die Worte da drinnen verdrehen, wenn es da drinnen steht. Mach mich bitte groß. Oh je. Soll uns so das hier Vers 144 zeigen. Taqiyya. Ja. Leute, ich verabschiede mich. Ich wünsche euch einen schönen Tag. So, lest ihr diese Vers. Habibi Karama. Wünsche mir dir auch, Bruder. Alles Gute wünsche ich euch. Und viel Erfolg, Leute, dass wir alle Menschen sind. Wo sollen wir alle zusammen vernünftig in Ruhe, in Liebe leben zusammen? So. Weißt du, und ich hoffe, keiner uns angreift, damit wir auch uns nicht beschützen müssen. Weißt du, sollen wir alle in dieses Land, wir leben in einem christlichen Land, in Deutschland, wir sollten dieses Land respektieren, weil die uns aufgenommen haben und wir haben ein Leben gesucht, damit wir leben können in Ruhe, unsere Kinder groß erziehen in Ruhe und nicht, dass jemand kommt und irgend seine Schwert in der Hand nimmt und uns auch in Deutschland unser Leben versaut. Ja, das lassen wir nicht zu. Seit 35 Jahren bin ich hier, niemals Schwert erhutzt, das Karaman. Ich mache diese Land. Aber es gibt es viele, Salafisten, die gerne das tun wollen. Aber wenn nicht, ja, aber da sind die Moslems, Bruder. Weißt du? Also das kann man nicht bestreiten. Die nennen sich Moslem und die praktizieren den islamischen Glauben 1:1. Nicht jeder Muslim vertritt den Islam. Das ja, aber nicht jeder Muslim ist Salafist, aber alle Salafisten sind Muslim.
Aber nicht 70%. Ja. Nein. Nicht jeder Muslim, also vertritt das Islam, muss man sagen. Egal. Wir leben alle in einem fremden Land und wir sollten dieses Land respektieren und Grundgesetze dieses Landes respektieren. Ganz kurz. Schöne Erstmal zu dem ganzen Thema von heute, wirklich, Masha'Allah, ich habe sehr viel mitgenommen, ich habe sehr viel verstanden heute. Diese Hadithe und die ganzen Sachen, ich bin raus aus dieser ganzen Geschichte, Masha'Allah. Und Leute, ich küsse eure Herzen. Und schönen Tag wünsche ich euch, Leute. Ich verabschiede mich, Bruder Flex. Alle Brüder, genau. Einen schönen Abend und einen schönen Tag wünsche ich euch. Dir auch, Bruder. Alles klar. Ja, also Leute, Bruder Mann, Karaman, ich küsse dein Herz, Bruder. Du solltest auf jeden Fall öfters hier sein, Bruder Herz. Und wir hören uns dann später, Leute. Ich bin später da, ne? Alles klar, in Ordnung. Bis dann. Gottes Segen an alle. Ciao, ciao. Gottes Segen an alle. Ciao, ciao.